Aber wenn ich jetzt beispielsweise in einem Supermarkt, ja, mit einer gut sitzenden FFP3-Maske ganz kurzen Kontakt hätte von einem, der niest und der jetzt, sage ich mal, irgendwas überträgt, ein Rhinovirus, muss nicht SARS-CoV-2 sein, dann habe ich natürlich eine höhere Chance, dem komplett zu entgehen, wenn ich diese Maske in dem Moment gut sitzend trage, als wenn ich das nicht tue. Für eine Covid-19-Impfpflicht. Nein, für eine Masernimpfpflicht, die wir ja haben, faktisch in Deutschland. Man brauchte sie nicht vor 2015. Hast du dir vielleicht auch dieses Papier im Nature angeschaut von dem Professor Cheng, wo sie das Referenzgenom bestimmt haben, wo sie einfach nur einen einzigen Patienten genommen haben, keinen zweiten Patienten hatten, keine Kontrollexperimente gemacht haben? Erfüllt das deine wissenschaftlichen Qualitätsstandards? Ja, selbstverständlich. Ist dir der Hintergrund klar, warum er dieses Schuppentier, weißt du das? Also ich kann es dir sagen. Und die Fledermaus verbindet. Weißt du das? Nee, weil sie uns einfach, das sind Märchen für Erwachsene und wir glauben das oder viele Menschen glauben das noch. Woher dieses wunderschöne Märchen rührt, ist genau der Punkt, warum ich sage, das wurde mit höher Wahrscheinlichkeit modifiziert. Der Erreger. Also jemand, der untherapiert HIV infiziert ist, wird auch irgendwann an AIDS versterben, ja. Selbstverständlich. Bullshit. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wie ihr wisst, war bei Corona, waren die Lager gespalten und ich habe eigentlich immer versucht, ja mit den Andersdenkenden, mit denen, die an Corona glauben, ins Gespräch zu kommen, aber nicht nur mit denen, sondern wie ihr wisst, ich sage auch die ganzen Infektionskrankheiten, da gibt es halt keine wissenschaftliche Basis für. Es gibt keine ansteckenden Krankheiten und da habe ich jetzt eine ja durch einen Freund gefunden, die gesagt hat, sie hat als Ärztin da gearbeitet, sogar auf der Intensivstation. Sie ist Corona-kritisch, impfkritisch, aber sie denkt, es gibt ansteckende Viren. Insofern, hallo Katharina, schön, dass du Hallo dabei bist. Jens, danke, dass ich dabei sein darf. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wie war es auf der Intensivstation? Auf der Intensivstation mit den Covid-Patienten, Mit den Covid-19-Patienten, Covid-Patienten, genau, da ja. kann man Covid-19 sagen, die haben die Erkrankung. Definitiv, sozusagen, da stimmt der Begriff. Der wurde ja häufig synonym verwendet mit SARS-CoV-2. Das ist streng genommen das Virus. Das heißt, ich kann ja asymptomatisch das Virus tragen, habe aber dann kein Covid-19. Auf der Intensivstation war es tatsächlich dramatisch. Also man kann das nicht anders sagen. Ich habe das in dem Artikel auch beschrieben. Der Drop, der Sauerstoffabfall bei den Patienten kam tatsächlich innerhalb Stunden eines Tages. Und dann hat man natürlich, man muss intubieren, wenn der Patient es braucht. Dann gab es lange diese Diskussionen, zu frühe Intubation, zu späte Intubation. Das war ja jetzt ein Beispiel aus der Intensivmedizin. Und dann wurden dann Behandlungspläne erstellt von Medizinern auch aus Deutschland, die dann der neue Standard sein sollten. Und da muss man schon einhaken. Jeder sollte sich mal vorstellen, der das jetzt selber hätte, der Atemnot hätte oder einfach Sauerstoff braucht, wie das abläuft. Du kannst niemanden nach Stundenplan behandeln. Da fängt es an. Der Patient kommt und du entscheidest natürlich nach dem Zustand des Patienten. Wenn ich jetzt sehe, der fällt im Sauerstoff, und ich drücke es jetzt umgangssprachlich auf, unter einem gewissen Grenzwert, dann muss ich, wenn ich mit der nasalen Sonde nicht mehr genug, wenn ich das nicht mehr kompensieren kann, muss ich intubieren. Ob das jetzt perfekt ist für das Stadium der Erkrankung oder nicht. Weil sonst verliere ich den Patienten ohnehin. Dass man dann im Nachhinein rausfindet, auch hätte man doch noch ein bisschen gewartet, das wäre vielleicht noch gegangen, dann haben sie quälende Atemnot, aber dann werde ich sie noch nasal, beispielsweise, dann lasse ich die Sonde noch drin. Der Patient toleriert es aber eigentlich nicht. Dann muss ich ihn sedieren. So, jetzt haben wir die nächste Diskussion. Man gab Midazolam. Das ist quasi ein Benzodiazepin, was man intravenös gibt zur Beruhigung, insbesondere stationär. Und dann wird in Umlauf gebracht wiederum, dass das jetzt ein Mordversuch gewesen sein könnte. Jeder, der da einen Tag verbracht hätte und hätte gesehen, wie jemand leidet, der glaubt, dass er erstickt. Und dann natürlich auch, um das zu tolerieren, eine richtige Intubation, du musst sedieren. Du kannst niemanden intubieren,
ohne Kurznarkose respektive eine tiefe Sedativa. Also du musst einfach schauen, dass der Patient schläft, dass er das nicht mitbekommt. Das heißt, du musst diese Dinge geben. Du kannst das nicht geben. Und dann macht man natürlich bei einer neuen, ich sag mal, bei einer neuen Situation, bei einem neuen Virus, die Virusfamilie, ja, war bekannt, aber SARS-CoV-2 war neu für jeden. Das heißt, was macht man? Man geht nach Standard vor. Wir geben jetzt das, was wir immer geben, wenn wir sedieren, wenn wir intubieren. Wir intubieren, wenn es unter die Grenze fällt. Und oft stellt sich im Nachhinein raus, oh, da hätten wir es geschafft, hätten wir einfach weiter Sauerstoff über die Nase gegeben. Das weiß aber keiner in der Klinik in dem Tag, wo 20 Patienten vor dir sind. Und du kannst ja auch nicht jeden überwachen. Wie verhält er sich? Ist er jetzt wieder über der Sättigungsgrenze? Kann ich ihn jetzt wieder extubieren? Das wäre eine Scheichbehandlung, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, die du auf Station Royal im Dachgeschoss erhalten würdest. Und wenn du dann eine volllaufende Intensivstation hast, nur zu dem Thema, wo die Patienten einer nach dem anderen reingeschoben werden. Du hast Personalmangel. Du hast, wenn es hochkommt, noch Medikamentenmangel. Und du kannst nicht jedem Propofol geben, also quasi das Kurznarkotikum, was dann wahrscheinlich sogar weniger belastet hätte, als vielleicht jetzt wieder zu lahm über längere Zeit. Du hast diese Wahl gar nicht. Das heißt, du kannst niemanden nach diesem königlichen Standard behandeln, der dann Monate später sich als der Beste herausstellt. Aber dann retrospektiv zu sagen, das war fahrlässig. Das haben die mit Absicht gemacht. Die Klinikärzte machen gar nichts mit Absicht. Die interessiert noch nicht mal, apropos Virennachweis, das ist ein schönes Crossover. Du wirst keinen finden, der da auf der Intensivstation arbeitet und sagt, ich bezweifle, dass das eine Erkrankung ist. Ich bezweifle, dass das ein Virus ist. Denn sie sehen es ja. Sie sehen, dass jeder, der einen schweren Verlauf hat, im Prinzip dasselbe hat. Ja, die Tropfen, ich habe es in dem Artikel, der veröffentlicht wurde, geschrieben. Natürlich gab es da zwei Varianten. Die einen hatten das klassische AIDS und die anderen hatten diese Besonderheit, dass auch junge Menschen, junge, sportliche, fitte Menschen, wirklich innerhalb Stunden abgefallen sind in der Sättigung, wie man das noch nie gesehen hat. Und das hat man hinterher erklären können durch ganz spezifische Mechanismen, so eine Schandumkehr in der Lunge, die es so noch nie gegeben hat. Bei diesem akuten respiratorischen Distress-Syndrom, so heißt ja ADHS, ausgeschrieben. Und wenn man sich das klar macht, das heißt, sie sehen nur ARDS, CT-Bild, oh Gott, dasselbe wieder. Und jetzt haben wir einen, oh, der rauscht wieder ab. So, was macht man? Zack, intubieren. Dann kommt schon der Nächste. So muss man sich das vorstellen. Und dann würdest du angegriffen werden, außerhalb der Klinik, von irgendwelchen Theoretikern. Das war der nächste sehr interessante Aspekt, den die Menschen nicht wussten. Virologen haben keinen Kontakt zu diesen Patienten. Wenn sowas neu entsteht, sagen wir, es gibt ein neues Virus oder eine Vermutung, es handelt sich hier um ein Virus, um eine Pandemie, dann fragt man, oh, der Virologe muss das wissen. Der Virologe weiß gar nichts, was es im Körper von Menschen macht. Diese Information kriegt er nur von der Klinik, von der Intensivstation, von den Notfallmedizinern und denen, die Patienten behandeln. Die wissen dann vielleicht, ja, was macht Viren aus? Da sind wir beim Thema. Wo kommen die her? Wie sind die unter dem Mikroskop? Die kann man ja nur unter einem Elektronenmikroskop die Virionen sichtbar machen. Deswegen wurden sie auch erst in den 30er Jahren gesehen. Aber die sagen dann, okay, ein Virus hat keine Organellen, hat keine Ribosomen, ist in dem Sinne ein Virion, hat keinen Stoffwechsel, kann sich nicht teilen. Das wissen die alles. Ja, und die können diese Virenklassifikationen, die es ja noch gar nicht lange gibt. Man muss sich überlegen, die heute verwendet wird, beispielsweise Baltimore, ist in den 70er Jahren etabliert worden. Ja, und vor 100 Jahren gab es den Begriff Virus nicht. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die hier noch leben, auf dieser Erde, die noch in der Zeit gelebt haben und sich erinnern können, dass da keiner von gesprochen hat, von irgendeinem Virus, weil es das noch gar nicht so lange gibt, dass man davon spricht. Und das muss man sich alles klar erwarten. Aber worauf ich hinaus will, ist, ein Virologe kennt dann die Struktur unter dem Mikroskop, kann sagen, okay, so sieht das aus, das fehlt. Aber der kann den Menschen nicht transportieren, wie gefährdet sind sie, was sind die Risikogruppen, wie macht sich das Virus bemerkbar? Dafür braucht man die Kliniker. Wer kam fast nie zur Sprache im Fernsehen oder auch online? Die Kliniker. Klar, die arbeiten. Die anderen arbeiten auch, aber die sind den ganzen Tag im Einsatz. Dennoch hätte man sie rausziehen müssen.
und sagen müssen, erzählen Sie mal, was Sie da so erleben, anstatt eine Doku zu filmen, wo dann wieder gesagt wird, da dürfen Sie nicht rein, dann wird irgendwann eine Tür gefilmt. Das bringt niemandem was. Dass jemand erzählt hätte, der Virologe kann Ihnen erzählen, wie die Struktur ist, was man überhaupt rausfindet, wenn überhaupt einer was erzählen kann. Sie wissen ja noch nichts über das Virus. Zeitgleich mit einer Pandemie weiß keiner was. Aber das sagt einem niemand. Und dann hat man die Ärzte, die behandeln, die können sich äußern. Die können sagen, oh, wir haben das noch nie gesehen. So ein Abfall noch nicht. Wir haben auch junge Patienten. Klar, die meisten sind übergewichtig, ältere Menschen. Aber sowas haben wir jetzt noch nicht gehabt. Dann macht sich die Forschung auf den Weg. Und dann würde man erwarten, dass man diese Ergebnisse auch zu hören bekommt. Beispiel Covid-19. Ja, Beispiel die erste Variante. Man hat einen relativ geringen Satz gehabt, der überhaupt eingeliefert wurde ins Krankenhaus. Und davon die Hälfte hat einen schweren Verlauf. Das war intensivpflichtig. Wurde das so kommuniziert, das musste man dann googeln. Das wurde so nicht gesagt. Dann hat man jeden zum Risikopatienten erklärt, was theoretisch stimmt. Jeder könnte einen schweren Verlauf haben. Aber wie hoch ist das Risiko für den Einzelnen? Das heißt, man hat ja immer mehr Erkenntnisse gewonnen, wo man hätte sagen können, wir können die Maßnahmen zurückfahren. Ich habe dann vermutet, das will man nicht kommunizieren. Man will nicht kommunizieren, dass viele gar nicht erkranken. Dass die Übertragung, Beispiel Übertragung, sitze ich in einem Flugzeug, ja, oder Maske und habe jetzt eine Papiermaske an, so habe ich es bekommen, beispielsweise, dann ist klar, dass das Nonsens ist, diese Maske abzuziehen zum Trinken und aufzuziehen, da kann man nur noch drüber lachen. Selbstverständlich in einem geschlossenen Raum, wenn ich da jetzt, sage ich mal, infektiöse Patienten hätte, dann werden die das in irgendeiner Form absondern. Ja, ich meine, keiner greift jetzt denen an die Hand oder, aber das würde quasi über Aerosole, wird das hundertprozentig funktionieren in so einem geschlossenen Raum über 8 Stunden. Dann kann ich mir die Maske sparen. Dann brauche ich einen Schutzanzug ich brauche einfach einen komplett dichten Schutzanzug, wo ich überhaupt keine Außenluft eindringe. Null. Also wie wenn ich einen Ebola-Patienten habe und es ist noch nicht mal durch Aerosole übertragbar, Ebola. Ja, dafür da schützt man sich nicht. Aber das, was ich damit sagen will, ist du. Und dann wird gesagt, Masken schützen dich. Ja, sicher nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise in einem Supermarkt, ja, mit einer gut sitzenden FFP3-Maske ganz kurzen Kontakt hätte von einem, der niest und der jetzt, sage ich mal, irgendwas überträgt, ein Rhinovirus, muss nicht SARS-CoV-2 sein, dann habe ich natürlich eine höhere Chance, dem komplett zu entgehen, wenn ich diese Maske in dem Moment gut sitzend trage, als wenn ich das nicht tue. Und dieses Abwägen, ja, diese Desinformation kommt daher, dass man nicht komplett informiert wird. Und gerade bei einem Gebiet wie Viren, die dann so umstritten sind, weil sie relativ neu sind in der Forschung, weil man zwar einerseits viel weiß und dann doch vieles nicht, weil es die Impfdiskussion gibt, es gibt die Klassifizierungsdiskussion, es gibt die Nachweisdiskussion, es gibt dann die Klinikerdiskussion, es gibt die medikamentösen Diskussion, es gibt nur Diskussionen und da mal einen roten Faden reinzubringen, indem man sagt, so, wer sich schützen will, kann das tun, freiwillig. Nummer eins, das ist natürlich auch eine politische Frage. Ja, wie frei lässt man die Leute sein? Und darauf läuft es hinaus beim SARS-CoV-2. Denn natürlich kann jeder schwer erkranken, jeder kann auch von einem Dachziegel getroffen werden jeden Tag. Aber die Frage ist, das muss man den Menschen dann schon selbst überlassen, wenn es sich eben nicht um eine Variante handelt, die eine 90, die wie Ebola, jetzt, auch das kann ich, da fängt's an. Ich könnte jetzt sagen, 90% der Infizierten sterben. Stimmt das, wenn wir hier einen Ausbruch hätten? Wahrscheinlich nicht. Denn ich kann die Symptome besser behandeln. Jetzt muss ich mal reingrätschen, du hast vorher gesagt, du redest ja viel, ich soll mal ein bisschen dazwischen grätschen. Insofern, um einen roten Faden da reinzubringen. Schalt das Mikrofon aus, genau. Nee, alles gut. Du hast ja mich schon vorgewarnt, hast gesagt, hier, ich mach mal ein bisschen viel, grätsch da mal rein. Insofern, an die Zuschauer, das ist so vereinbart, dass ich mal ab und zu mal reingrätschen darf. Insofern, du hast jetzt viele Punkte auf einmal genannt. Natürlich, wir sind uns einig, dass wir sagen, die Maßnahmen waren total überzogen. Auch wenn es ein schlimmer Virus gewesen sein soll, dann sollte die Eigenverantwortung im Vordergrund stehen, dass die Leute sagen, ich möchte mich selbst schützen oder nicht. Aber du hast gesagt, es war für uns alle neu. Wir wussten halt nicht, was das genau ist. Ich meine, du hast auch in deinem Artikel, der Artikel, den Katharina geschrieben hat, der ist bei Klonowski erschienen, den kann ich auch hier unter das Video nochmal drunter schreiben, in die Beschreibung. Du hast selbst geschrieben, dass die Symptome bei SARS-CoV-2 sich nicht groß von der Influenza unterscheiden. Woher weißt du, dass das was Neues war, was du da bei den Patienten gesehen hast?
wenn das Besondere an diesem Virus ist, dass es ein unglaubliches klinisches Spektrum hat. Das hast du sonst nicht. Also wenn wir sonst von HIV-Infizierten gesprochen haben in den 90ern, ja, also, oder auch als es aufkam. Oder du hast, ja, du schaust nach Afrika und schaust dir Ebola-Fälle an, Lassa-Virus-Fälle. Selbst wenn das auch, da gibt's ja auch wieder verschiedene Typen von Ebola. Ja, das heißt, die Impfung, die es da jetzt gibt, funktioniert auch nicht bei jedem Subtyp. Das sind alles hochkomplexe Themen. Aber was man sagen kann, ist, ich habe das noch nie gesehen, dass ein Virus wie SARS-CoV-2 dann bei 95% relativ, sage ich mal, grippeähnliche Symptome macht, mit Ausnahme der nervalen Beteiligung. Diese Anosmie, das nicht riechen können, was fast, ich glaube, fast jeder Dritte oder noch häufiger vorkam, das ist eines der häufigsten Merkmale gewesen, gab es so bei diesen normalen Influenza-Viren, die sonst im Umlauf sind, nicht. Da kann man nicht riechen, weil es mechanisch behindert wird. Ja, durch die Reaktion des Körpers auf das Virus, dann kommt der Schnupfen, dann versucht der Körper, das zu bekämpfen, und das ist unsere Symptomatik. Das heißt, streng genommen kommen diese Symptome, die grippeähnlichen Symptome, grundsätzlich vom Immunsystem, also nicht grund, aber meist vom Immunsystem, als vom Virus selbst. Das Virus löst diese Kaskade aus, Darf ich nochmal einhaken, liebe ja. Katharina? Wenn wir sagen, es sind neue Symptome, so, ich meine, gab es denn zu der Zeit... Nein, nicht neue Symptome. Oder beziehungsweise es sind grippeähnliche Symptome und du sagst, es war halt, letztendlich... Das Riechen war, ne, das mit dem nicht riechen können, war ein super Beispiel. Weil das SARS-CoV-2 hat die Fähigkeit, das Nervensystem zu attackieren, das auch zu befallen. Das gab es vorher nicht. Man konnte nicht riechen, wenn du Schnupfen hast, kennst du ja, ja, dann riechst du nichts mehr, schmeckst nichts mehr. Das ist mechanisch behindert durch Schnupfen. Durch einfach, dass diese Sensoren blockiert werden. Bei Covid-19 ist es so, dass es nerval passiert. Ja, du kannst, und das hat man wirklich nachweisen können. Also John Hopkins hat das, ich habe das auch verlinkt, also ich habe diese Studien zumindest, habe ich beschrieben in dem Artikel. Das hat das gleiche Ergebnis. Ich schmecke nichts und ich rieche nichts. Das heißt, beide haben die gleiche Endstrecke. Aber die Entstehung ist eine andere. Und zwar liegt es daran, dass eben SARS-CoV-2 mit den Nervenzellen, die Nervenzellen befallen konnte. Und da sind wir dann wieder bei der Diskussion. Das meine ich mit breitem Spektrum. Du hast Fälle gehabt auf Intensiv, junge Menschen, stell dir vor, da kommt jemand rein. Und das war die Besonderheit jetzt bei den schweren Fällen. Ja, das hat insbesondere in New York wurde das super beschrieben. Die haben nicht gemerkt, wenn sie unter die kritische Sauerstoffgrenze gefallen sind. Diese Patienten, die saßen dann da, die wollten sich dann noch einen Snickers holen. So muss man sich das vorstellen. Die sitzen dann da, die merken schon, die sind schwer krank, aber sie waren überhaupt nicht klinisch so, wie jemand ist, der Atemnot hat, der ein ADHS hat, das bemerkt natürlich, nicht fast, und Todesangst hat. Du hattest einen Teil der Patienten, die das überhaupt nicht hatten, sondern die einfach dann, die da saßen, und dann hast du das gesehen, dass die unter die kritische Grenze fallen. Und musstest denen jetzt sagen, pass auf, wir müssen dich intubieren. Und das haben die gar nicht verstanden. Und dann hat man hinterher, das steht in dem Artikel beispielsweise drin, das sind Besonderheiten, die es nie gab. So etwas hat man noch nie gesehen, dass jemand dann droppt und einfach das gar nicht zu bemerken scheint. Kann das auch nicht einfach damit zu tun haben, ich meine, wenn in den Medien überall Panik ohne Ende ist, wenn du auch im Krankenhaus, ich meine, die Initiative Qualitätsmedizin, kennst du? Ja. Ja, die haben ja Zahlen veröffentlicht, die haben gesagt, so im Jahr 2020 war im Vergleich zum Vorjahr, waren sogar weniger SARI-Fälle, 10% weniger als halt im Vorjahr. Und die haben selbst geschrieben, das kann man nur im Archiv lesen, das ist mittlerweile von der Seite verschwunden. Die haben selbst geschrieben, die sind davon ausgegangen, weil die ganze Panik in den Medien so war, dass die auch im Krankenhaus, die haben jemanden positiv getestet, er hatte keine Symptome, die haben die gleich isoliert, ohne Ende haben sie behandelt, wie als hätten sie Ebola oder irgendwas, was angeblich hoch ansteckend sein soll, weil sie alle Angst hatten ohne Ende. Und dann ist natürlich, erstmal, wie gesagt, ist auf dem Papier, in der Statistik war überhaupt nichts los. Der ganze Wahn ging einfach nur in den Medien, und das ist natürlich auch auf die Intensivstation übergegangen, auf die Ärzte, auf die Pfleger und so weiter, dass alle Panik geschoben haben. Gutes Stichwort, aber genau das meine ich. Pass auf. Ja. Du, stell dir vor, du hast einen Jahrgang von 120 Personen. Let's say, die sind 20 Jahre alt. Und
bei dem Ausbruch von SARS-CoV-2, also von Covid-19, dann hättest du jetzt wahrscheinlich, oder wir nehmen den ganzen Jahrgang, ja, 1000 junge Leute. Und damals wäre es so gewesen, dass beispielsweise von diesen Schulklassen, ja, du hättest vielleicht 10, 15 junge, gesunde Menschen gehabt, die jetzt je nach Stadt ins Klinikum eingeliefert worden wären. Und das hätte man jetzt, wenn du jetzt da diensthabender Arzt bist und erfährst vom Kollegen, ja, wir haben auch einen, dann sagst du, ui, auch junge Gesunde sind betroffen. So, jetzt kommt die Meldung raus. Die stimmt per se. Aber alle anderen, der ganze andere Jahrgang hat, ja, Schnupfen war, wie gesagt, noch nicht mal ein Hauptsymptom, kann nicht gut riechen, nicht gut schmecken. Ich wollte nur erklären, dass es mehr wahler Natur ist bei SARS-CoV-2 und nicht wie beim Schnupfen mechanisch blockiert wird. So, das sind so Besonderheiten, die aber erst im Nachhinein natürlich festgestellt oder bewiesen werden konnten. Also was heißt bewiesen, aber wo man das untersucht hat und hat gesagt, die Nerven sind beschädigt, da haben wir Spike gefunden und das kann man sich bei John Hopkins alles durchlesen. Wer da interessiert ist, das ist natürlich hochkomplexe Themen. Aber was ich damit meine ist, du hast dann welche, die haben Kopfschmerzen, Fieber, wie man das kennt von Influenza. Und das ist der Großteil, das sind 95%. Und dann hast du so diese Fälle, dass natürlich, wenn du jetzt ein ganzes Land anschaust, dann durchaus häufig verhäuft, also in dem Sinne nie vorkam sonst, dass du junge, gesunde Patienten hast, die auf einmal ein ARDS haben. Entweder bemerken sie es und haben die klassische Form gehabt oder sie hatten diese Spezialform, das ist auch in meinem Artikel beschrieben, die jungen Menschen oder auch die Älteren gar nicht bemerkt haben, aber getroppt und getroppt sind, man musste die intubieren. Dann ist doch klar, dass man dann zwei Seiten hat, die beide recht haben. Der eine sagt, du, das macht den meisten nichts richtig. Aber dann sagt die andere Seite, wir haben auf Intensiv durchaus hier Fälle. Wenn ich natürlich in Bergamo Intensivarzt bin oder in New York zu dem Zeitpunkt und habe dann da 20 liegen, 30, ja, dann wirst du mich nicht als Leugner finden, wenn ich da arbeite. Ja, dass ich da einen am anderen sehe, der ein ADS hat, der dieses Bild hat, und die 50% von diesen Fällen haben nicht überlebt. Egal, wie man sie im intubierten beatmet hat. So, aber und dann... Darf ich einhaken? Ja. Jetzt mal angenommen, also ich bezweifle das, dass auch in den Statistiken, dass es mehr junge Leute da auf den Intensivstationen gegeben hat als vorher. Aber auch mal angenommen, es stimmt. Nein. Kann es auch andere Gründe haben als ein neues Virus? Kann es nicht auch damit zu tun haben, dass die Leute, die dann da auf den Intensivstationen gelegen haben, dass sie besonders behandelt worden sind, dass sie Masken getragen haben, dass sie einfach anders behandelt worden sind, als wenn ja normal eine Influenza gehabt hätte? Nein, du musst ja denken, die kommen ja rein und sind klinisch extrem auffällig. Das heißt, die sind ja keine Patienten, die ich nannte, das ist ja genau der Clou bei SARS-CoV-2 gewesen. Du hast eben die Intensivpatienten gehabt, also die Sauerstoffpatienten, die gemerkt haben, sie sind krank, ja, sie haben hohes Fieber, sie fühlen sich überhaupt nicht wohl, haben aber im Vergleich dazu, was man klinisch sehen konnte an Daten, das nicht hergegeben an die anderen sind da, die sind da so gut wie tot. Ja, also die kriegen das, die haben Atemnot, die musst du sedieren sofort. Und die kamen dann mit einer Sättigung, wo wir erschrocken sind, haben gesagt, wie kann denn das sein, dass der noch ansprechbar überhaupt ist? Natürlich ging es dem schlecht, aber das haben wir, wenn du die Intensivmediziner fragst, sagen sie, das kannten wir so nicht. Warum das so war, hat man ja erst hinterher rausfinden können. So, dann siehst du das. Dann siehst du aber auch ein normales ARDS, was, wie du selber sagst, was typisch war für eine Sepsis, was natürlich schon länger bekannt ist. Aber dann gibt es natürlich jetzt, du untersuchst die Patienten ja, du schaust, was haben die denn, was ist das für ein Virus? Und jetzt, das wäre jetzt eine Überleitung, wie testet man das, welche Möglichkeiten habe ich? Ich kann nach dem Antikörpern testen, ich kann auf das Antigen im Blut testen. Ich kann natürlich diesen Schnelltest, den wir alle gemacht haben, so fängt's an. Dann kommt der PCR-Test. Aber es gibt ja im Blut noch diverse andere, also viele andere Tests, der ELISA-Test. Beim HIV ist es der Western-Blot-Test, der angeschlossen wird. Das heißt, man versucht entweder dieses Antigen nachzuweisen oder eben respektive die Antikörper, die gebildet werden, um so dann sagen zu können, okay, der Patient hat definitiv eine Infektion mit diesem Virus. Und du siehst es, die klinischen Ärzte würden sich dafür sekundär interessieren, sage ich dir ganz ehrlich. Du versuchst, das Leben von denen zu retten. Wir reden jetzt von schweren Fällen und nicht von Fällen auf Normalstationen, wo jemand unter Verdacht, der hat vielleicht Diabetes, man hat schon gemerkt, das ist anscheinend eine Risikogruppe, der dann aufgenommen wird und auf Normalstation Sauerstoff bekommt und sich auch erholt hat. Ja, man darf ja nicht vergessen, nur die Hälfte der
der beatmeten Patienten sind im Schnitt verstorben, ganz am Anfang nur. Bei Omikron konnte man das, war keine Maßnahme mehr zu rechtfertigen, keine einzige, weil einfach der Drop von den paar schweren Fällen, die es am Anfang gab, immens war. Und dass man dann... Nochmal, wenn ich einhaken darf. Also, ich meine, kennst du vielleicht diesen Nature-Artikel? In Nature hat man ja auch gesagt, so von wegen, dass die Symptome nicht anders waren als vorher und dass man sogar gesagt hat, auch John Ioannidis hat da auch was zugeschrieben. Er hat auch gesagt, so von wegen, es war einfach nur, der einzige Unterschied war, dass man durchgedreht ist und dass man die Leute alle Maske aufgesetzt hat, alle isoliert hat, dass die Panik in den Medien war. Ansonsten war überhaupt nichts. Und ich sag mal, bevor wir, aber ich denke mal, wir sind uns einig, dass, oder auch von meiner Seite, ich und mein Lager, so wir sagen, dass das kein ansteckender Virus ist, dass es keine ansteckenden Krankheiten gibt. Wir leugnen ja gar nicht, dass es Leute auf der Intensivstation gab, die krank waren, die beatmet werden mussten, denen es nicht gut geht, aber... Aber woher soll das dann gekommen sein, wenn du sagst... Genau, und das ist halt die Frage. Was war das dann deiner Meinung nach? Genau, das ist halt die Frage. Und da fangen wir an, uns über den Virusnachweis zu unterhalten. Inwiefern, oder kannst du, du hast ja auch unser Video mit Professor Streit gesehen, was ich mit Marvin von Next Level geführt habe, auch nochmal an dieser Stelle, wer in das Thema Virennachweise einsteigen will, da ist Next Level sozusagen die erste Anlaufadresse, da habe ich mich auch immer viel informiert, ich bin mit dem Team auch im engen Kontakt, die haben mich bei vielen Videos beraten, wie gesagt, das letzte Video habe ich da mit Marvin zusammen gemacht, haben wir da zusammen gemacht bei Professor Streit. Hältst du den Nachweis von SARS-CoV-2 für wissenschaftlich? Um mal direkt zu fragen. Erfüllt das wissenschaftliche Standards? Du hast ja auch gesehen, hast dir vielleicht auch dieses Papier im Nature angeschaut von dem Professor Sheng, wo sie das Referenzgenom bestimmt haben, wo sie einfach nur einen einzigen Patienten genommen haben, keinen zweiten Patienten hatten, keine Kontrollexperimente gemacht haben. Erfüllt das deine wissenschaftlichen Qualitätsstandards? Ja, selbstverständlich. Man darf natürlich nicht durcheinander kommen. Und meistens, guck mal, was wissen die Menschen über sowas? Wie du sagst, eigentlich fast gar nichts oder gar nichts meist. So, und du hast es in einem deiner Videos wunderbar angesprochen. Man hat diese Ansteckungsstudie gemacht im Imperial College London. Dann waren 34 Leute, korrekt, vollkommen richtig, die dann so eine Tropfenflüssigkeit bekommen haben. Man hat natürlich eine geringe Viruskonzentration gewählt. Stichwort würde ich mehr geben. Mal, Katharina, Entschuldigung, bevor wir über Ansteckungsexperimente sprechen, lass uns über Virennachweis sprechen. Darauf möchte ich ja hinaus. Das heißt, dann untersuche ich, haben die das? Wie mache ich das? Wie du sagst, ja? Dann hast du den Antigentest, dann kommt der PCR-Test und dann fallen die Begriffe wie Sensitivität, Spezifität. Und jetzt muss man sich überlegen, was sind das für Tests? Was weisen die nach? Ein PCR-Test weiß, also das hast du ja mit Professor Streit besprochen, da geht es um im Prinzip die Genomsequenz eines Virus. Ja, so. Wie mache ich die sichtbar? Wie amplifiziere ich die? Also wie vervielfältige ich die, sodass ich das überhaupt bewerten kann? Und da, was du jetzt sagst, da musst du eigentlich zurückgehen, wie kam es, dass man das überhaupt macht? Wieso versucht man das so nachzuweisen? Und was machen wir denn überhaupt aus? Und das halte ich für wichtig, weil das Grundproblem bei diesen ganzen Diskussionen, gibt es Viren überhaupt? Viren haben ja leider historisch keine fossilen Spuren hinterlassen. Es gibt keine Hypothese, die sich wissenschaftlich, da bin ich mit dir d'accord, dass man niemand kann sagen, woher kommen die ganz genau? Woraus haben die sich entwickelt? Waren das Wirtszellen? Woher? Und nichts macht so wirklich Sinn. Es gab 2, 3 Hypothesen, das kann man alles nachlesen, aber keiner hat sich durchgesetzt. So kann man sagen, wo kommt dann das ganze Begriff her, der ganze Begriff Virus? Und wer hat den überhaupt geprägt? Und seit wann gibt es den überhaupt erst? Und das, glaube ich, das macht man sich überhaupt nie bewusst. Das war Ende des 19. Jahrhunderts, über Pflanzenviren kam das. Man hat damals Bakterien gekannt. Bakterien ist... Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch ein streitbares Thema für dich wäre, aber das war ja damals bekannt. Okay, wir versuchen die Bakterien zu filtern. Man hatte so Chamberlain-Filter, heißt das. Damit hat man, es war ein Porzellanfilter und der hat eben diese Bakterien abgefangen. Dann hatte man eine Pflanzenkrankheit, wo man festgestellt hat, dass selbst Nachfilterung dieser großen Partikel, so entstand es wirklich,
dass man, das war die Tabak, das ist das Tabakmosaikvirus. Pflanzen werden ja oft befallen von den furchtbarsten Krankheiten, diese schwarzen Stängel oder verschrumpelte Kartoffeln. Und es gibt zig Viren im Pflanzenbereich. Auch weiß fast keiner. Ja, das sind Tomatenfleck, Wildvirus oder die haben ganz lustige Namen. Ja, das Gurkenmosaikvirus, Bohnenmosaikvirus und Tabakmosaikvirus war das erste Virus, was dazu führte, dass es überhaupt diesen Begriff gibt. Sondern hat man gesagt, okay, wir haben hier eine Flüssigkeit, da scheinen noch kleinere Partikel zu sein, als ein Bakterium ist. Und wenn wir das auf andere Pflanzen träufeln, die wohlgemerkt in irgendeiner Form beschädigt sein müssen, sonst kannst du die Zellwand von den Pflanzen nicht gut infiltrieren. Das braucht also in irgendeiner Form entweder ein Tier oder Pollen oder Insekten. So, dann hat man festgestellt, dass selbst in dieser Flüssigkeit, das waren Experimente, die gemacht haben, dass das trotzdem funktionierte. Die wurden weiterhin krank, die Pflanzen. Also war der Hinweis... Wenn ich einhaken darf. Ich habe mich mit dem Tabakmosaikvirus auch sehr intensiv beschäftigt, wollte eigentlich auch ein Video zu machen. Der das vor allem geschrieben hat, ist ja der Ivanovsky. Und der Ivanovsky hat so sein Paper gelesen. Nein, das Paper von ihm in dem Sinne nicht. Was hat er denn da geschrieben, das dir nicht gefällt? Halt erstmal, wenn man sich überlegt, was war das für eine Zeit? Es war die Zeit Ende des 1900. Es kam Pasteur und Koch auf, die dann halt mit ihrer Bakterienjagd da... die ganze Welt in Aufruhr versetzt haben und auch zu großem Ruhm gekommen sind, auch was Koch und Pasteur angeht. Da gibt es ja halt auch Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo man nachher die Tagebücheraufzeichnungen von dem veröffentlicht hat, wo man gesehen hat, so das, was sie tatsächlich da erforscht haben, stimmt überhaupt nicht damit überein, das, was sie veröffentlicht haben. Insofern, Hat man schon gesehen. Ich kann es dir gerne nochmal zuschicken. Halt auch. Ja, gerne. Bei Pasteur war das halt auch, der hat eigentlich auch, wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, auch jetzt nochmal, ich meine, wir haben jetzt Ende 23, ich habe mich mit den Sachen vor 2020, 2021 beschäftigt, insofern, aber ich blende das hier alles nochmal genau ein. Es war halt so, dass der Neffe oder Pasteur, es wurde in seinem Erbe auch notiert oder der hatte halt veranlasst, dass seine ganzen Niederschriften nicht veröffentlicht werden. Aber sein Neffe hat die dann freigegeben und dann hat man das durchsucht, auch jahrelang, jahrzehntelang und hat dann veröffentlicht, hat gesagt, hey, das, was er, ich kriege es nicht genau auf die Reihe, auf jeden Fall, das, was er da publiziert hat, stimmt überhaupt nicht mit denen überein, was er tatsächlich herausgefunden hat. Oder auch bei Robert Koch war das auch ähnlich. Auf jeden Fall aber bei Robert Koch, wir hatten ja seinen berühmten Gegenspieler, Max Pettenkofer, der hat sich ja bei Koch, der hat ja Tuberkulose und Cholera hat er vor allem erforscht. Und bei Cholera hat dann Pettenkofer heißt er, ne? Pettenkofer ist er. Hat er gesagt, bitte? Pettenkofer, ja. Pettenkofer. Er hat dann gesagt, so von wegen, ist überhaupt nicht ansteckend. Das hat irgendwie mit vergiftetem Wasser und so weiter zu tun. Es ist kein Bakterium, was mich krank macht. Und hat sich dann von Robert Koch, hat er sich eine Flasche mit den Bakterien schicken lassen. So, Koch dachte so von wegen, ja, ist doch ganz, ganz schlimm. Wenn er das jetzt trinkt, dann wird er sterben. Er hat es getrunken und ist nichts passiert. Und er hat das auch nochmal wiederholt, das Experiment, mit seinen Studenten. Und die haben auch diese Bakterien getrunken, nichts passiert. Ja, das ist ein Wunder. Ja, kennst du, wir reden von Cholera, oder? Cholera, ja. Ja, genau. Kennst du diesen Index, also den Ansteckungsindex von Cholera? Beispielsweise, da wird Masern, dann listen sie Viren auf, Bakterien auf und jeder hat so einen, also du kannst da natürlich messen, beziehungsweise wenn du jetzt sagst, müsst Studien geben, Ansteckungsstudien, natürlich, ja, wenn du ein Wartezimmer hast und ein Kind hat Masern, andere sind ungeimpft und jeder hat's und das passiert in jedem Kinderzimmer, also in jedem Wartezimmer der Welt, dann ist einem klar, okay, da steckt einer alle an. Ja, das scheint sehr, sehr ein hohes Ansteckungspotenzial zu haben. Würde ich widersprechen. Warum? Da widersprichst du. Aber jetzt nicht wegen den siamesischen Zwillingen. Ich habe dann das gesehen, ganz kurzer Einwurf zu denen, wo dann eine erkrankt ist, die andere nicht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man hat die wohl auch der Kälte ausgesetzt. Und das Ergebnis war, dass auch nur eine Schwester Lungenentzündung bekam. Die andere auch nicht. Und eine war Alkoholikerin und hatte den Drang zu trinken, die andere nicht. Die andere hat geraucht.
Und ich glaube, dann gab es noch irgendeine Erkrankung, der beide ausgesetzt waren, die auch nur eine hatte. Und wenn das jetzt immer dieselbe war, dann könnte man ja sagen, das hat jetzt nichts mit Masern oder Lungenentzündung oder sonstigen Erregern zu tun, sondern das ist vielleicht eine Protektion von dem siamesischen Organismus, dass wenn beide krank wären, dass das nicht geschafft werden kann. Also das deutet für mich fast darauf hin, dass man das nicht spezifisch für Masern anwenden kann, sondern dass es wahrscheinlich eher was ist, wo man dann rausfinden müsste, geht ja jetzt nicht mehr, die sind beide verstorben, man bräuchte natürlich auch viel mehr, man bräuchte natürlich einige mehr Probanden, aber das sieht für mich schon so aus, was ich so gelesen habe darüber, dass das eher ja, ein Phänomen war, was öfters vorkam, dass eben nur eine von beiden erkrankte. Das heißt, da muss man natürlich ein bisschen umdenken, wenn du verstehst, was ich meine. Aber warum glaubst du das bei Masern nicht, wenn ich fragen darf? Dass die eine so, wahnsinnig hohe Ansteckung haben. Erst nochmal, genau. Das Beispiel, was Katharina gerade anspricht, das hatte ich in mehreren Videos habe ich das angesprochen, die siamesischen Zwillinge, Mascha und Dasha. Und die haben unabhängig voneinander haben die sogenannte Infektionskrankheiten bekommen. Und da, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, vor allem was Masern angeht, weil wenn man bei Wikipedia schaut, dann sagt man, die Masern sind hoch ansteckend. Und die Idee ist dann halt, man atmet es ein oder berührt jemanden und dann wird man krank oder dann kann man krank werden. Dann heißt es, dann kommt natürlich noch diese Hilfshypothese mit dem Immunsystem. Aber man sagt, wenn es dann im Körper ist, dann verbreitet sich das über die Blutlaufbahn. So, und diese siamesischen Zwillinge, die haben eine gemeinsame Blutlaufbahn. Das heißt, wenn die eine krank wird mit einer hochinfektiösen Infektionskrankheit, mit den hochinfektiösen Masern, was sich über die Blutlaufbahn verbreitet, müsste die andere auch krank werden. Aber nein, die sind unabhängig voneinander krank geworden. Da habe ich da auch übrigens, ich habe da relativ lange dafür gebraucht, um seriöse Quellen zu finden. Ich habe das irgendwo bei Telegram gelesen und du weißt, wie das bei Telegram ist. Da postet irgendjemand was ohne Quellen und mir ist es halt immer sehr wichtig, dass das alles Hand und Fuß hat. Und da habe ich glaube, keine so eine Quelle. Du hast so, einen und da Fall, ist, da ist aber, ich meine, ein Fall reicht so genauso. Ich meine, was ist Wissenschaftstheorie? Ist nach Karl Popper, man stellt eine Hypothese auf und probiert sie zu falsifizieren. Karl Popper hat auch so die Hypothese aufgestellt oder als Beispiel hat er immer gesagt, alle Schwäne sind weiß. Und diese Hypothese ist so lange gültig, bis man einen einzigen schwarzen Schwan gesehen hat. So, das heißt, wie oft, wenn wir diese Hypothese mit der Masern durch die siamesischen Zwillinge falsifiziert haben. Und unter anderem gibt es da bei Masern noch andere Sachen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wie oft muss es sonst noch falsifiziert werden, um zu sagen, diese Hypothese, dass es eine ansteckende Krankheit ist, die durch Viren verbreitet wird, wie oft muss man es noch falsifizieren, um diese Hypothese zu verwerfen? Naja, zum einen, wenn sie diesem Experiment ausgesetzt waren, oder galt das als Experiment oder haben die behauptet, ach, die haben das einfach, oder wie das, da bin ich jetzt nicht. Es war kein explizites Experiment sozusagen, die haben halt einfach nur gesagt, das war das Spannende, das ist wissenschaftlich nicht erklärbar, dass sie unabhängig voneinander Infektionskrankheiten bekommen haben. Ja, aber schau, du sprichst natürlich von einem Fall siamesische Zwillinge. Ja, das sind da, du kannst die ja nicht einfach zu experimentieren, also du kannst das ja nicht einfach zu Versuchskaninchen machen. Diese Fälle, das war sowieso nicht im Bereich, das war natürlich eine, nicht mal mehr Grauzone, sondern das war natürlich eigentlich ein Verbrechen, was sie an ihnen verübt haben. Und natürlich kannst du da wahrscheinlich keine Proben mehr, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch irgendwelche Laborproben gibt, die aufbewahrt wurden oder was mit dem Material passiert ist, ob es überhaupt entnommen wurde. Aber das sind Fälle, du kannst nicht sagen, wenn es die eine Schwester hatte und das sind ja, verbundene Organismen. Aber ich weiß nicht, ob du es bei Masern weißt. Da könnte man jetzt verschiedene Hypothesen aufstellen. Wie gesagt, es gab ja eben die Beobachtung, dass das häufiger so war bei diesen beiden Schwestern. Das eine nicht krank war, die andere schon. Wenn es immer dieselbe war. Oder sagen wir mal, du hast, ich glaube, dass es den Organismus von diesen siamesischen Zwillingen überfordert hätte, wenn beide Masern gehabt hätten. Ich glaube, dass das letal hätte enden können. Ähnlich wie bei einer Lungenentzündung. Das ist ein Ansatzpunkt, von dem ich jetzt komme und sage, das ist natürlich kein normaler Patient. Ja, das ist ein siamesischer Zwilling. So, und wer sagt uns denn, bei Masern gibt es zwei Immunresponses? Und das ist schon so ein Grundsatzproblem. Seit wann weiß man das? Ich glaube, seit einem Jahr oder zwei ist diese Studie draußen. So, das heißt, es gibt auch bei Eineigenzwillingen durchaus Unterschiede, ja, in der Allelausprägung. Es gibt immer wieder Rekombinationen in der Genetik, selbst wenn du aus dem gleichen Genmaterial
wenn du dir das gleiche Genmaterial teilst. Also du kannst da auf so viele Arten und Weisen versuchen ranzugehen und sagen, wer sagt, dass sie exakt dieselben Voraussetzungen hatten in ihrem Respirationstrakt. Ja, und das weiß keiner. Da müsstest du einen Genetikforscher befragen, der ganz genau weiß, wie oft kommt es zu Mutationen bei der Ausbildung von siamesischen Zwillingen im Vergleich zu zwei Eineigenzwillingen, die getrennt voneinander sind. Die haben das ja übrigens auch. Die sind nicht komplett identisch. Ja, also weder, die sind in ihrem Erbgut in dem Sinne, nicht mal in ihrem Erbgut identisch. Aber nochmal, würdest du mir recht geben, dass sich die Masern durch den Blutkreislauf verbreiten? Nein, so ist die Theorie. Die verbreiten sich durch ihre Sohle, aber im Körper verbreiten sich dann die Viren durch den, so steht es auch bei Wikipedia, die verbreiten sich durch den Blutkreislauf. Wait a minute, das ist wahnsinnig komplex. Die Abwehr, ich meine, du hast ja verschiedene Stadien bei Masern, ja, dieses Exanthem-Stadium, das ist ja das Stadium 2. Zuerst gibt es ja eher diese grippeähnlichen Symptome. Du hast dann Schnupfen, ich glaube Halsschmerzen. Da das ja bei uns fast ausgerottet ist, durch die Masernimpfung. Oh, garantiert nicht. Naja, bei der Einwanderung nicht mehr. Man muss es so direkt sagen, wenn ungeimpfte Kinder kommen, und genau das ist es. Also du hast da wirklich, es ist beim Masern so, du hast das, es läuft in zwei Phasen ab. Und du hast auch zwei Arten von Immunantworten. Und es gibt immer, auch beim Masern, da gebe ich dir absolut recht, es gibt einen Manifestationsindex. Das eine ist dieser Contagious Index, ja, also der Index, wie viele Leute erkranken, wenn sie in einem Zimmer sitzen und einer hat das. Ja? Und das ist beim Masern extrem hoch. Ja? Man kann wirklich sagen, wenn du ein Wartezimmer hast, so ist das weltweit bei Ungeimpften. Und wenn du einen Masernpatienten hast, der hochinfektiös da sitzt, dann wird sich jeder zu 99,9% in dem Raum infizieren. So, aber Moment. Nicht jeder der Infizierten, und jetzt kommen wir zum Manifestationsindex, das ist ja bloß der Index, wie viele sind infiziert, ähnlich wie bei dem SARS-CoV-2-Versuch. Gibt es da Studien? Ich kenne keine Studien. Kann ich dir verlinken, genau. So, das heißt, das ist alles erwiesen. So, das sind keine Ansteckungsexperimente, die man durchgeführt hat. Das sind irgendwelche Rechnereien, das sind irgendwelche Statistiken. Schau mal, nee. Das musst du dir praktisch. Ich schaue seit 4 Jahren und mein Team vom Next Level, die schauen noch seit 10, 20 Jahren und die haben nie was gefunden. Insofern ist das, ganz ehrlich, das ist eine Behauptung, bin ich gespannt, ob du die belegen kannst. Keiner sagt, dass jeder, der mit Masern infiziert ist, der Manifestationsindex bedeutet, wie viele werden auch tatsächlich krank. Wir haben ja bei SARS-CoV-2 gesehen, Covid-19 bekommen nicht alle, das wäre ja die Erkrankung. Das Virus nachweisen kann ich bei Asymptomatischen, die das gar nicht bekommen, die Erkrankung. Dann kann man sagen, okay, der gehört jetzt der kommt mit in die Statistik, aber der hat keine Symptome. Und das beim Masern ist es auch so, das hat einen Manifestationsindex, das Masernvirus, von 95%. Das heißt, 5%, 5 von 100 sind asymptomatisch, auch bei Masern. Und da darfst du nicht denken, okay, wenn ich jetzt einen so Fall habe, das ist der Beweis, dass die anderen nicht krank sind. Nein, die sind krank. Und dann hast du die zwei Stadien. Und selbst da hast du eine zweifache immunvermittelte Abwehr, die durch Zytokine ist. Das heißt, man könnte jetzt sagen, beispielsweise, du könntest auf die Hypothese kommen und sagen, okay, wer sagt denn, dass der eine Zwilling dem anderen nicht durch Zytokine, durch eine zelluläre Signalweg, das absolut normal wäre fürs Immunsystem, dem eine verstärkte Immunantwort vermittelt, sodass der Zwilling das nicht hat, aus Protektionsgründen, wie ich sagte. Damit der Organismus nicht einen Overload hat an dieser Erkrankung und somit wahrscheinlich mit Sicherheit dann letal verlaufen würde, weil Masern machen bei jedem tausendsten Fall Meningitis, Enzephalitis und es sind tödliche Komplikationen. Und natürlich, wenn du sagst, es gibt keine Ausbrüche mehr, die gibt es. Aber sind das geimpfte Kinder? Bei der Einwanderungswelle 2015, wo hat man festgestellt, warum gab es jetzt wieder die Masern? Warum gibt es jetzt die Pflicht? Ja, und das ist anders als bei der Covid-Impfpflicht, die ja vollkommen, das muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein Verbrechen. Für eine Masernimpfpflicht? Für eine Covid-19-Impfpflicht? Nein, für eine Masernimpfpflicht, die wir haben faktisch in Deutschland. Man brauchte sie nicht vor 2015. Ich sage das so, wie es ist. Warum? Denn weit über 90% der Mütter haben in Deutschland ihre Kinder impfen lassen.
Der verschwindend geringe Teil, der nicht geimpft war, war in dem Falle nicht relevant dafür. Also man hat kein Ausbruchsgeschehen beobachtet, was in irgendeiner Form jetzt dazu hätte geführt hätte, dass man gesagt hätte, wir müssen das einführen, dass alle wirklich 100% geimpft sind. Geändert hat sich das 2015. In dem Moment, wo du natürlich tausende Menschen hast, die ungeimpft, weil es einfach in den Ländern jetzt ja, nicht durchgeführt oder keine Tradition hat oder vielleicht auch abgelehnt wird aus ideologischen Gründen, aus Glaubensgründen. Man weiß es nicht. Das ist ja wieder eine Studie für sich. Aber sie sind in den meisten Fällen nicht geimpft. So, und jetzt hat man diese Ausbrüche gehabt von Masern in den Unterkünften, ja, in den Heimen, wo man diese Menschen untergebracht hat. Und dann hat man gemerkt, okay, dann natürlich im Kindergarten, in den Grundschulen. Und die gefragt Kinderärzte auf der ganzen Welt, die, wenn die ein Masernkind im Wartezimmer haben, das ist Alarmstufe Rot. Die sagen so, wir haben hier eins der ansteckendsten Viren überhaupt. Ja, also, und wenn wir jetzt ungeimpfte Kinder hier drin sitzen haben, dann werden die das zu 99% bekommen. So, und dann haben wir natürlich jedes 20. Das ist eine unbewiesene Hypothese. Nee, die ist bewiesen durch. Du kannst es ja im Nachhinein, schau mal, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einen tollen Versuch und sperren die alle ein und lassen das Masernvirus auf die Menschen los. Das wäre nicht zu verantworten, nicht bei Masern. Weil, ja, sorry, ja, jeder, ich glaube, du hast eine Hospitalisierung von 20%. Du hast eine, wie gesagt, jeder Tausendste bekommt eine tödliche Meningitis, Enzephalitis, die in fast allen Fällen tödlich, also zumindest in über 90% der Fälle tödlich verläuft. Worum es geht, ist einfach, stell dir einfach Wartezimmer und Kinderärzte auf der ganzen Welt vor, die alle das Gleiche berichten. Die sagen, wir hatten hier ein Masernkind und dann kannst du ja zurückverfolgen. Wer von denen, die da waren, hatte dann auch Masern? So, und dann kannst du ja sagen, das ist nicht bewiesen. Natürlich ist es bewiesen, allein aufgrund der massiven Häufung und Beobachtung jahrzehntelang. Gut, seit wann gibt es die Impfung? Seit den 60er Jahren. Das heißt, wir haben jetzt schon zumindest ein paar Jahrzehnte, wo wir dieses Geschehen beobachten können. Waren die Leute geimpft? Natürlich gibt es immer wieder Fälle, die Geimpften es trotzdem bekommen. Du hast in der Medizin ist das nicht wie in der Mathematik, da mag das anders sein. Du hast Ausnahmen. Du hast auch jemanden beispielsweise, der mit einem sehr aggressiven Gehirntumor noch 7 Jahre lebt, während 95% nach einem Jahr versterben. Es gibt immer diese Ausnahmefälle. Aber du kannst Ausnahmen herziehen, um den Rest in Frage zu stellen. Wenn ich dich wieder unterbreche. Bei Masern ist es ja sogar so, auch wenn man davon ausgeht, dass es ein ansteckender Virus ist, da gibt es dann Statistiken von dem Statistischen Bundesamt. Das ist in jedem Land so, dass eigentlich auch bei allen Infektionskrankheiten, bevor die Impfung eingeführt wurde, sind die Maserntote alle zurückgegangen. Das heißt, auch dieses, was man immer sagt, so von wegen, ja, die Impfung hat Polio und Masern ausgerottet. Sogar wenn du dir die Statistiken anschaust, dann siehst du, dass die Zahlen rückläufig waren, schon weit vor der Impfung. So. Und welche Statistiken sind das, wenn ich fragen darf? Das sind Statistiken vom Statistischen Bundesamt. Da kann ich dir gerne zuschicken, wenn es sich interessiert. Aber wenn du dir jetzt anschaust, die Statistiken nach der Impfung, da hast du ja, du hast ja einen deutlichen Rückgang an Fällen, die hospitalisiert werden müssen mit einer Masernerkrankung oder auch in diesen schweren Komplikationen. Das war ja dramatisch rückläufig. Das ist, und seit wann gibt es die Impfung? Wie gesagt, die gibt es seit den, ich glaube, in der Mitte 60er Jahre. Und das ist eine der erfolgreichsten Impfungen überhaupt, die je entwickelt wurden, diese Standardimpfung. Weil du konntest das damit fast ausrotten. Ja? Und da auch die Masern, ich schaue es gerade nochmal nach hier, die Masernsterblichkeit von 1900 bis 1973 ist um 99,74% zurückgegangen. Und erst 1973 wurde die Impfung, es war der Impfbeginn mit Masern. Ja, ich sage, es gibt sie seit Mitte der 60er. Wann jetzt genau Deutschland damit angefangen hat, das kann ich dir nicht sagen. 73, okay, aber ganz ehrlich, warum sollte es denn, wenn es denn so sein sollte, was jetzt für mich, dann muss es ja andere Faktoren haben. Weil wenn es zurückgegangen sein sollte, heißt es ja nicht, dass Masern weniger infektiös waren oder dass Masern in irgendeiner Form weniger gefährlich waren. Das ist ja nie passiert. Das ist ja heute so wie vor 40 Jahren auch. Das heißt, Und da auch. Erst nochmal, würdest du dich eigentlich, wenn du sagst, wir haben hier einen gemeinsamen Freund, der ist libertär, würdest du dich als libertär bezeichnen? Absolut. Ja, das heißt aber, du bist libertär, bist aber trotzdem für eine Masernimpfpflicht oder hast du es gerade mehr oder weniger
Nein, 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 gesagt, nicht, nein, 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 nein. Ich habe gesagt, eine Masernimpfpflicht wäre ich nie für, wenn diese Menschen das freiwillig machen. Das freiwillig, aber das sagt ja so von wegen, wenn sie es nicht freiwillig machen, wenn ich mit meinen Freunden irgendwo in einem Dorf lebe und wir sagen alle, die ganze Infektionstheorie hat alles, stimmt alles vorne und hinten nicht, wir lassen uns und unsere Kinder nicht impfen. Ich kann Ihnen das ganz genau sagen, ab wann, zum einen, jetzt nicht nur, weil es sich um Kinder handelt, wo man sagt, die können das nicht entscheiden, ja, das ist ja wieder eine andere Diskussion, sollte man das dann, muss man das halt natürlich dann für sie entscheiden, bevor sie volljährig sind. Aber jetzt mal abgesehen davon, selbst wenn das jetzt keine Kinderdiskussion wäre, wann bin ich für eine Impfpflicht? Nur dann, wenn Fremdgefährdung vorliegt und es nicht ausreichend Menschen tun. Beispiel, du hast jetzt ein einjähriges Kleinkind oder du selbst. Ja, wie gesagt, dann lass mal die Kinder raus. Und ihr seid ungeschützt, sitzt ihr irgendwo im Wartezimmer von einem Arzt und jetzt kommt ein Masernpatient rein, der nicht geimpft ist. Oder der es einfach hat. Die Wahrscheinlichkeit, die ist wahnsinnig hoch, dass du dich ansteckst. So, jetzt könntest du sagen, es ist eine Unverschämtheit, der gefährdet uns. In dem Moment, wo ich andere gefährde und bin infiziert und das Tückische beim Masernvirus ist, es hat eine lange Latenzzeit. Und die Leute sind infektiös und merken es tatsächlich nicht. Und es ist nicht wie bei SARS-CoV-2, wo man wirklich sagen konnte, also wer asymptomatisch ist, klar, das kannst du dann auch im Sputum noch nachweisen, noch kurzer davor und danach. Aber da sind auch Studien, da widersprechen sie sich. Da gebe ich dir aber recht. Das heißt, aber das Entschuldigung, wenn ich nochmal reingrätsche. Wo keine Fremdgefährdung vorliegt, ja, oder wo der Impfstoff das nicht unterbinden würde, dass sich andere, das ist genau wie bei der Covid-19-Impfung, wenn man sie so nennen möchte, Gentherapie, du hast ja weiterhin, das hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Übertragung gehabt, sowas zur Pflicht zu machen, da, libertär bin ich zu 100%, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Jeder kann sich, ja, wie Karl Lagerfeld sagte, ruinieren, wie er möchte. Das steht ja jedem frei, ja, wie er lebt. Das finde ich wirklich. Aber in dem Moment, wo ich was habe und weiß vielleicht noch nichts davon, und das ist beim Masern der Fall, dass es bis zu 10 Tagen sein kann, dass du das nicht mitbekommst, hochinfektiös bist. Deswegen ist auch diesen Contagious Index von 1 hat. Es geht nicht höher als 1. Also das sind wirklich 99,89% infizieren sich in der Umgebung. Wenn du die in einen ins Flugzeug sperrst, hast du ein massives Problem. Kennst du Kinder, die nicht gegen Masern geimpft sind? Ja, aber das spielt ja keine Rolle, wenn die anderen. Aber wenn du sagst, 99% infizieren die sich, sind die krank geworden, haben die Masern bekommen? Nein, nein, nein. Wenn du jetzt Kinder hast, sage ich mal, 5 Kinder in einer ganzen Schule sind nicht geimpft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wo sollen sie sich denn Masern einfangen? Ja, und deswegen auch, wenn du davon ausgehst, dass Masern eine hoch ansteckende Krankheit ist, und da kommen wir, kennst du den Masernvirusprozess? Nee, verstehst du meine die Logik? Wenn die Bevölkerung seit den 70er Jahren, 73 um genau zu sein, durchgeimpft ist und so gut wie niemand mehr, kennst du jemanden, der je Masern hatte? Wahrscheinlich nicht. So, keiner kennt jemanden, der Masern hatte. Dann kannst du sagen, dann ist niemand gefährdet. Habe ich dann ein Kind von Eltern, die das nicht machen, spielt das in dem Sinne keine Rolle. Habe ich aber jetzt eine Einwanderung oder jetzt sage ich mal ein Hinzukommen von Bevölkerungsanteilen, die nicht geimpft sind und wo einer das Virus mitbringt, habe ich, und das kannst du nachlesen, habe ich lokale massive Ausbrüche aufgrund der hohen Infektiosität. Und das ist genau der Punkt. Dann hast du die Fremdgefährdung da. Woher willst du wissen, man muss sich das doch immer alles ganz genau anschauen. Woher willst du wissen, dass da meinetwegen, wenn ein Kind aus einem anderen Land kommt, was nicht geimpft ist, dass das darauf zurückgeht? Das ist doch nur einfach statistisch, wo man vielleicht auch irgendwie in dem Kindergarten sagt, oh, das ist nicht geimpft, haltet euch davon fern oder irgendwas. Aber auf jeden Fall, um mal zu den Grundlagen zu kommen, der Masernvirusprozess, oder bevor ich das mit dem Masernvirusprozess komme. Ja. Hast du dich vorher mit meiner Position mal auseinandergesetzt, dass es da dass wissenschaftlichen Standard durchgehend nicht erfüllt worden sind bei den Virennachweisen? Hast du dich mit dieser Ansicht mal oder mit dieser Sichtweise mal genau auseinandergesetzt vorher? Was genau bestreitest du, dass es die Masernerkrankung, das Masernvirus gibt oder
dass es übertragbar ist in diesem hohen Prozentsatz. Wir reden jetzt, und das ist ja immer das, du musst mal schauen, wovon reden wir. Reden noch, wir von nochmal, Katharina, meine Frage war, hast du dich mit der Position, die ich vertrete, dass es keine ansteckenden Viren gibt, hast du dich damit vorher schon mal auseinandergesetzt? Ich habe Bist du damit schon mal vorher in Kontakt gekommen? Ja, das habe ich gehört. Aber ich verstehe nicht, wie das behauptet werden kann, wenn Viren seit den 30er Jahren, deswegen, wie gesagt, die Virenforschung ist nicht alt, ja, die ist keine 100 Jahre alt. Man hat bei der spanischen Grippe, sie haben die Ärzte sich, hätten das gar nicht Virus genannt, die meisten Ärzte wussten davon gar nichts. Ja, deswegen gibt es auch keinen Nachweis von 1918. Man konnte das auch gar nicht nachweisen. Zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht mal wusste, Bakterium, Virum, dann gibt es ja auch oft bakterielle Superinfektionen bei viralen Pneumonien. Das heißt, das war so verwirrend, die konnten das damals gar nicht einordnen. Man hat ja auch zweifach die Leichen exhumiert, dann im Eis, um dann das Material zu gewinnen, um das dann Jahrzehnte später mit neuen Methoden untersuchen zu können, wenn du das weißt. So. Und hat man es gefunden? Ja, natürlich hat man es gefunden. Man hat die roten, wie steht es da? Ich kann dir die Studie gerne verlinken. Das sind alles, was du sagst, ist hochinteressant, sind aber eigentlich einzelne Themen, für die man eigentlich. So, aber bevor wir, Katharina, weißt, Moment, mein, wir springen, wir springen, warte, ist, stopp, warte, Katharina, nee, warte. Wir kommen durcheinander, Entschuldigung. Man konnte Ihren Erster Stopp. Wir kommen hier durcheinander. Ich muss mal ein bisschen moderieren, sonst haben wir hier keinen roten Faden. Jetzt zu einer Frage. Seit den 30er Jahren. Spanische, wir wollen das. Du hast Fotos von dir. Darf ich zuerst? Darf ich zuerst? So. Wir waren beim Masern-Virus-Prozess. So. Genau. Hast du da wurde ein Preisgeld ausgelobt von 100.000 Euro von Stefan Lanka für den wissenschaftlichen Nachweis eines SARS-CoV-2-Virus. So, und dann, das ging vor Gericht. In erster Instanz hat er verloren. Das ging dann in die zweite Instanz zum Oberlandesgericht oder Landgericht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es ging in die zweite Instanz. Und da wurde ein Gutachter eingeschaltet. Ein Gutachter, der Podleski, das ist ein Top-Virologe irgendwie aus Ostdeutschland, MacPom, ich kriege es nicht auf die Reihe, auf jeden Fall. Und der hat in einem Gutachten geschrieben, dass alle Studien, die vorgelegt worden sind, keine Kontrollexperimente haben. So, und das ist es halt. Wenn du Sachen beweist, dann musst du es immer kontrollieren. Welche Studien? Du kannst ja nicht. So, und das ist halt, du siehst bei allen. Ansteckungsstudien zu Masern. Nein, keine. Virennachweisstudien. Wenn du das anschaust, genau, und da eins nach dem anderen. Wie werden ansteckende Viren nachgewiesen? Ja, da musst du doch mal sagen, woher weiß man denn? Gegenfrage, damit, das meine ich. Wenn du jetzt reingehst, 2023, dann fragen sich die Menschen, ja, was ist denn das überhaupt? Wo kommt denn das her? Und wer sagt denn überhaupt, wie ein Virus aussieht? Wenn du sagst, es gibt die gar nicht, dann musst du jetzt erstmal erklären, wie es sein kann, dass man die sehen kann unter einem Elektronenmikroskop. Ja. Das heißt, und das geht erst seit den 30er Jahren, 1930. Das geht noch nicht so lange. Das heißt, zu Zeiten der spanischen Grippe hat noch kein einziger Mensch je ein Virion gesehen. Also das Virus, muss man ja unterscheiden. Also so, ich meine, wenn ist halt, aber woher weiß ich, dass das, was man unter dem Elektronenmikroskop sieht, dass es ansteckend ist? Wie kann ich da eine Kausalität herstellen? Das ist wieder beim Kabak-Mosaik-Virus. Da kommt es ja genau, her. Genau. Da lassen wir uns jetzt. Wir haben eine riesengroße Tour gemacht beim Tabakmosaikvirus. Da war ja, ich dabei, das auszuführen. Ja, weil man festgestellt hat, dass nach Filterung der damals bekannten Bakterien, die eben ja quasi den Filter nicht passiert haben, die man wegfiltern konnte, hat man festgestellt, Mist, ich kann das ja immer noch übertragen. Ja, auf ein verletztes Blatt und ich kann das auf das Blatt geben und es wird auch krank. Es muss also Partikel geben, so fing diese Wissenschaft an. Es muss Partikel geben, die kleiner sind als die Bakterien, die wir hier so kennen. Und dann hat man nichts sonst gewusst, außer da muss was drin sein. Man konnte das mit Lichtmikroskop nicht sichtbar machen. So, und das erste Mikroskop, was das konnte, die Virionen, so nennt man sie ja, die abgeschnürten Teilchen, die ein Virus aus einer infizierten Zelle freisetzt oder die draußen versuchen zu überleben,
die Virionen, die keinen Stoffwechsel haben, keine Zellteilung haben, keine typische Zellstruktur haben, keine Zellorganellen haben, keine Ribosomen haben, die alle diese Dinge, die wir als Leben bezeichnen, nicht haben, die hat man sehen können mit dem Elektronenmikroskop. Und hat man gesagt, ja, wie ist denn das aufgebaut? Das besteht ja bloß aus einem Virusgenom und aus einer Kapsel. Manche haben noch eine Lipid-Doppelmembran drum. Das sind dann die sogenannten behüllten Viren. So, die haben eine Kapsel, im Prinzip eine Kapsel und ein Genom. Ja, und sonst nichts. Und das ist kein Lebewesen, das kann sich nicht selbst vermehren, das kann keine Tochterzellen alleine bilden, wie gesagt, das hat keinen Stoffwechsel, keinen eigenen, so, das, was ist das? So, und dann hat man gesehen, wie das aufgebaut ist und woher kommt die Kapsel? Die Kapsel ist das Problem, dass man jetzt auch nicht sagen hätte können, ach, das kommt von irgendeiner menschlichen oder Wirtszelle im Laufe der Evolution. Wie gesagt, es gibt keine fossilen Virenspuren. Aber man hat gesehen, dieses Teilchen macht krank. Ich kann es an Pflanzenexperimenten zeigen. Ich kann es an Tieren zeigen. Ja, wie gesagt. Ja, dann hast du aber Ivanovsky nicht gelesen. Ivanovsky hat mehrere Experimente gemacht. Du siehst halt erstmal, wenn du das Dokument... Das ist ja nicht nur Ivanovsky, so ist jedes Virus aufgebaut. Nein, aber Ivanovsky war der Erste. Ivanovsky war der Erste, der mit dem Tabakmosaikvirus das nachgewiesen hat. Und wenn du Ivanovsky dir das anschaust, sind übrigens nur 15 Seiten oder so, liest sich relativ schnell, dann siehst du, wie dogmatisch er vorgeht. Er beschreibt halt, wie er seine Experimente macht. Ja, er beschreibt den Virus noch nicht selber. Das kam ja von dem Holländer. Ist dir das bewusst? Genau, nein. Er hat natürlich noch kein Virus isoliert sozusagen, aber er hat Experimente gemacht. Er hat das gefiltert, er hat seine Filtrate genommen und hat das dann probiert, in gesunde Pflanzen zu injizieren. Und die sind dann auch, oh Wunder, sind die eingegangen, aber er hat keine Kontrollen gemacht. So, und es gibt Leute, die haben die Kontrollexperimente gemacht, die haben dann auch gesundes Material da injiziert oder Kochsalz und so weiter haben das injiziert und es ist genau das Gleiche passiert. So, und das ist halt, es hat mit Ivanovsky angefangen, dass es wissenschaftlich nicht sauber gewesen ist. Wenn du natürlich was injizierst, wenn du dann da was injiziert, was, wo du denkst, dass es ein ansteckender Virus ist und es passiert das, was du erwartest und du machst keine Kontrollen, ob das auch mit gesundem Material oder mit einer Kochsalzlösung oder du kontrollierst nicht das, was du gemacht hast, dann ist das unwissenschaftlich. Dann sind das, die wissen, du hast nicht an deine eigenen Experimente oder an deinen eigenen Ergebnissen gezweifelt. Das, was jeder Wissenschaftler machen soll. Ja, aber guck mal, wenn die damals überhaupt nicht wussten, dass es sowas gibt, welche Kontrollgruppe sollen sie denn da erfinden? Sie wussten ja gar nicht, nach was sie suchen. Die haben diese ganzen Entdeckungen, genau wie Penicillin auch von Alexander Fleming. Der hat ja nicht gesagt, oh, jetzt erfinde ich Penicillin gegen Bakterien, sondern das basiert auf Zufällen. Aber du musst doch, nochmal, warte, wir sind uns doch einig, dass man mit Koch und Pasteur, dass man unter dem Lichtmikroskop, da sind wir uns einig, dass man unter dem Lichtmikroskop kommt man Bakterien sehen. Man ist davon ausgegangen, dass es etwas Kleineres gibt, was als Bakterien, es gibt noch was Kleineres als Bakterien und dass die krankmachend sind. Und das heißt, man hat dann halt, das heißt, man hat Experimente ausgeführt oder beziehungsweise man hat alles filtriert und hat gesagt, da ist jetzt bestimmt ein krankmachender Mikroorganismus dabei und hat das in gesunde Pflanzen rein injiziert. Das hat Ivanovsky gemacht. Er hat ein Filtrat genommen, wo er dachte, dass da krankmachende Mikroben drin sind, hat es in eine gesunde Pflanze injiziert und die sind teilweise auch eingegangen. Aber er hat nicht das gleiche Material auch gesundes Material in eine gesunde Pflanze injiziert oder eine Kochsalzlösung. Er hätte ja, und das ist ja Wissenschaft, du machst das gleiche Experiment und änderst die Variablen. Das hat Ivanovsky nicht gemacht. Das haben dann halt Kollegen von ihm gemacht und die haben ihn falsifiziert. Das haben ja einige gemacht. Der Ivanovsky war ja nur einer von 6, 7 bedeutenden Menschen damals, die genau diese Experimente gemacht haben. Das ist nicht nur der Ivanovsky gewesen. Und du musst denken, wer sagt denn, dass er danach gesucht hat? Ja, man hat nicht nur er, das haben ja auch 3, 4 andere Wissenschaftlerkollegen festgestellt, es gibt leider Partikel, die kleiner sind, als wir sie kennen. Und wir reden hier von 15 bis 100 Nanometern. Das ist ein Millionstel eines Millimeters. So, und da halt auch, wir sind ja... Wir man sind muss sich ja, mal vorstellen, wie groß, die siehst du ja nicht mit bloßem Auge. Wie denn? Ja, du kannst diese, das sind ja eigentlich Entdeckungen, die mehr oder weniger zufällig stattfinden. Und dass dann überhaupt ein Mikroskop entwickelt wird, wo man die mit sehen konnte, sonst ist es ja nur Hokuspokus. Du kannst ja sagen, okay, wir haben hier, deswegen sage ich, du musst immer unterteilen.
Du hast Patienten, das ist was zum Angreifen. Die haben Symptome, die haben alle dasselbe. Und du weißt nicht, was es ist. Und keiner weiß es. Kannst du sagen, die müssen irgendeinen Erreger drin haben, den andere Gesunde, die jetzt hier draußen rumspringen, Eis essen, nicht haben. So, aber wie weißt du das nach? So, und dann versuchen die natürlich dann in den Versuchen, ja, jetzt müssen wir die erstmal extrahieren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist das? Jetzt müssen wir das sichtbar machen. Und da half natürlich dann, dass man das zum ersten Mal fotografieren konnte. Es gibt, by the way, auch Bilder. Also nochmal, warte. Wir sind doch beim Fotografieren. Fotografieren war erst 30 Jahre später oder ich glaube Elektronenmikroskop. 30 Jahre später, genau. Wird 1941 oder so entwickelt. Ja. Und warte, wir müssen ein bisschen Ordnung reinbringen. So, und nochmal, woher weißt du, dass dieser Effekt, den Ivanovsky herbeigeführt hat, dass er angeblich infektiöses Material in eine gesunde Pflanze gespritzt hat. Woher weißt du, dass er virenspezifisch ist, dass er damit zu tun hat? Woher weißt du, dass das ein Virus ist? Na, du musst ja, das weiß ja keiner in dem Moment. Das hat auch keiner so genannt. Die haben nur gesagt. Nee, doch, guck mal, die Pflanzen. Mal, Katharina, du hast Ivanovsky nicht gelesen. Lies ihn nein, mal. Nein, es geht doch nur ums Prinzip. Es geht doch darum, dass es vor dem Elektronenmikroskop in dem Sinne natürlich sehr hypothetisch war. Ja, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt, wir haben das noch nie gesehen, es gibt kein Bild davon, wir haben, und du musst dir mal denken, du kommst ja aus einer Klinik, du hast dann Pflanzen, die sind befallen von was, ja. Gibt übrigens schwere wirtschaftliche Schäden, heute noch. Ja, es gibt ja, oder bist du auch der Meinung, dass Pflanzenviren nicht existieren? Ist ohne Witz. Weil das sind Ernteausfälle. Ich sage nochmal, wie bei allem, ich sage, die Symptome, das, was man sieht, das gibt es. Aber ob es von Viren, von Ansteckungen kommen, das ist wissenschaftlich nicht belegt. Doch, du kannst es ja sichtbar machen. Seit den 30er Jahren kannst du es fotografieren. Du hast ja das Bild, deswegen wundert mich, dass du sagst, man hat keinen Nachweis von SARS-CoV-2. Nochmal. Erstmal, ich habe dir ja ein paar Videos zugeschickt, wo ich dich gebeten habe, die anzusehen. Genau. Ich habe ja zu dem World Economic Forum, da habe ich auch zur Wissenschaftsgeschichte was gesagt. Und es gibt ein sehr ausführliches Dokument von, Lüttke. So, ja. Warte mal. Hast du dir das vielleicht auch angeschaut? Nein. Der Karl-Heinz Lüttke zur Geschichte der frühen Virusforschung. Er hat 1999 hat er das veröffentlicht. Der ist Wissenschaftshistoriker beim Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Und da hat er vor allem das mit dem Tabak-Mosaik-Virus ganz, ganz genau ausgeführt. Das habe ich mir sehr genau durchgearbeitet, habe mir die Primärliteratur angeschaut, wie gesagt, mit Ivanovsky und so weiter. Und er schreibt selbst, so von wegen, wie du auch gesagt hast, wir sind uns da ja einig, man hat Bakterien hat man unter dem Lichtmikroskop gesehen und dann hat man gesagt, es gibt was, das ist noch kleiner, das können wir noch nicht sehen, aber man ist davon ausgegangen und hat gesagt, ja, irgendwann, wenn die Technik weiter fortschreitet, dann können wir das dann werden wir das sehen und dann sehen wir, es gibt sowas wie Viren oder kleine krankmachende Mikroorganismen. Das haben sie, da ist man damals von ausgegangen, zur Zeit nach Robert Koch und Louis Pasteur. So, aber du siehst halt einfach dieses Dokument von Karl-Heinz Lüttke, er schreibt so, es schien mit der Weiterentwicklung der verwendeten Verfahren immer weniger möglich zu sein, zu sagen, wie Viren in einem ganz allgemeinen Sinne begriffen werden müssten. Kontroversen zum Virusverständnis wurden durch die empirischen Erfolge nicht entschärft, nicht schrittweise abgebaut, sondern immer wieder neu entfacht. So, und er fragt dann, es ist nun zu fragen, wie es zum modernen molekulargenetischen Verständnis der Virusnatur gekommen ist, wenn es sich aus den empirischen Fortschritten der Virusforschung allein nicht ergeben haben kann. Der schreibt also, natürlich ein bisschen verschachtelt, schreibt er, das, was man geforscht hat, das passt damit nicht überein, das, was man behauptet. Entschuldigung. Naja, also du musst ja grundsätzlich mal sagen, was ist denn die Besonderheit von Viren und warum ist es denn so schwierig gewesen, das überhaupt verständlich zu machen und einzuteilen? Du musst ja unterscheiden zwischen dem Teil, der in einer Wirtszelle ist und dann hochintelligent mit zig Mutationen und Fähigkeiten diese Zelle dazu bringt, sich entweder selbst aufzulösen, zu platzen, zu töten oder wie bei HIV und Herpes, dass man sagt, man tötet die Wirtszelle nicht. Aber man strukturiert sie um, sodass sie Virionen produziert. Diese kleinen Teilchen, die man eben unter diesem Mikroskop, Elektronenmikroskop sehen kann. Und das in dem Sinne, wofür verwendet man dann eigentlich den Begriff Virus? Und da haben sie sich lange gestritten.
Und dann gab es in den 70ern beispielsweise die Klassifikation, haben gesagt, so, wie können die Viren einteilen? Haben die ein einsträngiges Erbgut? Das kannst du sehen. Du kannst es nochmal, nochmal. Warte. Wir sagen, wir sehen, hältst du einen Wissenschaftshistoriker vom Max-Planck-Institut, hältst du den für eine seriöse Quelle? Kommt drauf an. Ich meine, wer sagt, dass der seriös ist? Ich halte das für eine seriöse Quelle, dass man jedes Virus auf der Welt mittlerweile darstellen, sequenzieren, fotografieren, analysieren kann. Man kann es über Antikörper im Serum nachweisen. Man kann es über Antigene. Aber das sagt doch überhaupt nichts aus. Auf jeden Fall, die Sache ist. Das sagt doch alles aus. Wenn du Antikörper hast, die sind doch spezifisch. Das ist dir, also Immunabwehr ist klar. Spezifische Abwehr und spezifische Abwehr. Nein, Immunabwehr ist auch wieder in diesem Zwangsdenken drin. So, erstmal, man muss um ein Virus, was fotografiert man da? Man kann irgendwas fotografieren. Ich kann auch ein Foto von Himmel machen und sagen, das sind Marsmännchen. Da muss ich erstmal die Marsmännchen eingefangen haben. Ja, aber das, so, das da ist halt, da ist halt, man muss ja halt erstmal aus dieser, es gibt ja, auch zu der glaubst Zeit, du denn, die sind manipuliert, so, die Mikroskope? Glaubst du, die speisen da vorher irgendwelche Bilder ein? Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage einfach nur, du kannst Fotos von allem Möglichen machen, aber was denn das, was sie fotografiert haben, ob das krankmachend ist, das muss man erstmal belegen. Und da gibt es keine Experimente zu. Natürlich nicht, weil die Virionen, die, jetzt sagen wir mal, ja, du, die sind jetzt keine Scharlatane und fotografieren da tatsächlich das Ding mit dem Genom und mit der Kapsel. Das ist ein Virion, die bestehen ja aus nichts anderem. Ja, manche, wie gesagt, haben noch eine Doppelmembran, aber das ist eine Kapsel und in dem Kapsel dann ist das Genom von dem Virus drin. So. Und jetzt sagen die, gut, das sieht nicht aus wie ein Bakterium, das ist mit nichts zu verleihen, das kann nicht leben allein. So. Und also das überdauert nur, ja? Tut aber nichts, vermehrt sich nicht, ist nicht stoffwechselaktiv und dann kann man sagen, was ist das? Ja, nichts. Macht es krank? Nö. Das liegt darum. So, wurde da so, eine Nukleinsäure, aber du brauchst ja. Wurde aus diesem Material. Nee. Jetzt, du kannst aber, das Prinzip ist doch immer dasselbe. So ein Virion hat die Fähigkeit, und das ist ja seit Jahrzehnten entschlüsselt und erforscht, über, je nachdem, um was es sich handelt, um welches Virus, über in eine Zelle reinzukommen, anzudocken, über Rezeptoren auf der Wirtszelle. Ja, und mit eigenen Fähigkeiten. Nee, ohne Witz. Und du brauchst also einen Nährboden, du brauchst, ja, entweder sind das Tiere, du brauchst Wirtszellen oder selbst Bakteriophagen. Du hast es mit Professor Streit gehabt, ja. Interessanterweise ist das komplizierteste Virus, was das komplizierteste Genom hat und auch ziemlich variantenreich ist, ist ein Bakteriophag, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil es eigentlich so einfache Lebewesen sind, die da infiziert werden. Das heißt, ein Virus kann eine Bakterie, Prokaryonten infizieren, Eukaryonten. Und du brauchst eine Wirtszelle, ganz klare Wirtszelle. Und dann werden die Eigenschaften genutzt innerhalb dieser Zelle. Und das ist das, was eben krank macht. Und selbst das, wenn man streng ist, macht in dem Sinne eine Immunreaktion, weil es erkannt wird als ein Feind, als etwas Fremdes, als was nicht Normales auf den Oberflächen der Zellen. Da hast du ja Themengebiete, da gehst du ja in die Immunologie rein. Ja? So. Aber die Tatsache ist, du brauchst ein Virion selber, da hast du nichts von, da gebe ich dir recht. Ja, da kannst du sagen, was macht das? Das ist nicht aktiv, das kann niemandem was tun. Aber in dem Moment, wo du es in eine Pflanzenzelle einbringst, und ja, du musst es irgendwie einbringen, ob du es jetzt im Experiment machst, du musst die Zellwand der Pflanzen überwinden. Ja, was schwieriger ist, by the way, wie kann ich denn überprüfen, wenn wir jetzt bei den Experiment sind, Tabakmosaikvirus, wie kann ich denn überprüfen, dass was ich in eine gesunde Pflanze einbringe, dass das krankmachend ist, dass das dazu führt, dass es abstirbt? Wie kann ich überprüfen, dass das nicht auch mit gesundem Material passiert? Ja, indem du, was heißt, wie kann ich das überprüfen? Das läuft doch so, du hast dann deine Plantagen und es ist ja nicht nur das Tabak, es gibt ja eine Fülle. Da kannst wir sind doch jetzt beim Tabakmosaikvirus. Ja, nimm das. Du hast ja kranke Pflanzen, so. Ja, die erfinden ja nicht, also die bauen ja, Beispiel bauen. Ich sag doch nicht, dass die das, die, du darfst doch nicht so anstellen, als würden die da irgendwas züchten wollen, was die Pflanzen krank macht, sondern sie extrahieren es aus den kranken Pflanzen. Woher soll ich wissen, nochmal, Iwanowski ist hingegangen, hat eine Pflanze genommen, wo er dachte, sie ist vom Virus befallen. Die krank war.
Die krank war, die eingegangen war, die halt irgendwelche Tabakmosaik, die Verfärbung hatte bei den Blättern und so weiter. Hat er ein Filtrat entwickelt, wo er dann dachte, dass in diesem Filtrat, in diesem Gemisch ein krankmachender Virus drin ist und hat das in gesunde Pflanzen injiziert. So, das hat er doch gar nicht wissen können. Der konnte doch gar nicht wissen, was da drin ist. Der hat nur gemerkt, da ist was drin, was übertragbar ist. Diese Versuche sind ja ganz klar, du kannst Pflanzen damit krank machen, indem du dann die Flüssigkeit aus diesen erkrankten Pflanzen auf gesunde gibst. Und das hat er Wie kann ich das kontrollieren? Wie kann ich diese Hypothese, wenn er sagt, wenn man diese Flüssigkeit auf gesunde Pflanzen gibt, dann wird sie krank. Wie kann ich diese Hypothese überprüfen, dass es ein ansteckendes Virus ist, was krank macht. Indem du gesunde Pflanzen nimmst, die du damit beträufelst und die dann genauso aussehen wie die Ursprungspflanze. Und was ist das Kontrollexperiment? Ja, das Kontrollexperiment, meinst du, dann hätten sie noch eine Serie haben müssen, die sie dann mit, keine Ahnung, mit NACL beträufeln. Also ja, natürlich. Wenn du dann ein Filtrat von einer kranken Pflanze hast und das in eine gesunde Pflanze injizierst und die krank wird sozusagen, dann hast du deine Hypothese bestätigt. Aber wenn ich das gleiche Experiment mache mit einem Gemisch von einer gesunden Pflanze, es passiert genau das Gleiche, dann ist ja mein Experiment oder meine These falsifiziert, dass es das krankmachende Virus ist. Gut, da müsste ich jetzt nachschauen, hat es überhaupt mal einer mit Kontrollgruppen, wenn du jetzt so kommst. Aber eigentlich spielt es doch keine Rolle, weil du brauchst doch eigentlich nur schauen, du nimmst es, ob das Menschen oder Tiere sind oder jeder dieser erkrankten Lebewesen. Du schaust ja, was haben die denn? Was haben denn die Pflanzen? Was haben die Tiere? Was haben die Menschen? Und ob du jetzt Kontrollgruppe hin oder her, du weißt es doch anhand der Pflanze, des Tieren oder des Menschen selbst nach. By the way, ja, tut mir leid, Katharina, dann hältst du keine wissenschaftlichen Standards ein. Die deutsche Forschungsgemeinschaft schreibt, ein Wissenschaftler wird dazu erzogen, an allem zu zweifeln, was er herausbringt. Das heißt, wenn du die Hypothese aufstellst, dass dieses Filtrat krank macht, dann musst du überprüfen, ob ein Filtrat, wo kein Virus drin ist, ob das genau den gleichen Effekt erfüllt. Und das hat Iwanowski nicht gemacht, aber seine Kollegen haben es überprüft und haben sein Experiment falsifiziert. Also wenn du jetzt sagst, es gibt keine kranken Mandeln, dann frage ich jetzt mal ganz direkt. HIV-Virus ist ja speziell, hat eine reverse Transkriptase, ist ein Retrovirus, ja, weil, wie gesagt, die RNA wird zur DNA abgelesen. Das ist der Ansatzpunkt vieler Medikamente. Würdest du jetzt sagen, so, wenn ich einen HIV-Patienten habe, ich sage jetzt nicht, AIDS ist die Erkrankung, die ausgebrochen ist. So, wir haben einen infizierten Patienten, der HIV-positiv ist. Zweifelst du diesen Nachweis an, wenn du weißt, also diesen ELISA- und Western-Blot-Nachweis im Blut, die beide durchgeführt werden, sind das für dich keine validen wissenschaftlichen Tests? Ja, natürlich. So, wenn du das anschaust, erstmal mit dem ELISA-Test oder Western Blood-Test, wenn du in Deutschland positiv getestet wirst, du fliegst nach Australien, genau der gleiche Test ist da dann negativ. So, dieser Test muss erstmal verifiziert werden. Und ja, ich habe ja auch bei HIV habe ich auch den Ludwig, wie heißt der, den Sänger eingeblendet, Heinz-Ludwig Sänger, der sagt, HIV wurde nie bewiesen. Hast du dir das Zitat angeschaut? Das habe ich auch eingeblendet. Ja, aber das stimmt ja nicht. HIV wird ja jedes Mal bewiesen, wo ich die Antikörper-Antigen-Reaktion habe. Ja, aber Katharina, dann hast du nicht verstanden, wie diese Tests entwickelt werden. Tut mir leid, dann hast du nicht verstanden. Du musst ja, um auf was zu testen, musst du halt erstmal eine Referenz haben. Dann lass uns beim sichtbaren Beweis bleiben. Wenn du sagst, die Tests, die Antigen, das ist mir alles zu, das, ganz ehrlich, das ist was kompliziert. Das kannst du nicht einfach vereinfachen. Das ist wahnsinnig biochemisch, wahnsinnig, wahnsinnig hochentwickelt. Und wenn du jetzt sagst, das ist mir so undurchsichtig, ja, dann nimm doch einfach den Nachweis des Bildes. Du hast ein Bild von SARS-CoV-2. Du kannst die fotografieren, die Viren. Ja, du kannst diese infizierten... Aber das sagt auch überhaupt nichts aus. Ich kann alles fotografieren und sagen, das macht dich jetzt krank. Das sagt überhaupt nichts aus. Ja, aber wenn jeder, der diese Krankung hat, du hast jetzt eine Station, und jeder, wie gesagt, hat dasselbe Bild. Jeder hat ein ARDS, jeder hat ein Lungenversagen, jeder hat Blutklotz, ja, jeder hat eine Gerinnungsstörung. Und du denkst dir, ui, ich bin Kliniker, alle haben dasselbe CT. Und dann suchst du doch in der Blutbahn, respektive oder im Sputum, in dem, was du einfach greifen kannst vom Patienten,
versuchen doch dann die Forscher jahrzehntelang zu extrahieren oder bei einem neuen Virus, bei einer neuen Pandemie, was hat der Patient? Was ist das für ein Virus? Zu welchem gehört das? Und um das einschätzen, deswegen sage ich ja, du musst dir die Klassifikation anschauen. Wie klassifiziert man dir? Was hat das für ein Genom? Liegt das in DNA vor? Einzelsträngig, doppelsträngig? Ja, okay. DNA, und deswegen, dann lass uns mal vorgehen, wie denn dieser Test entwickelt ist. Weißt du, wie die Genomsequenzierung funktioniert? Ja, du kannst ja den Test nur entwickeln, wenn du vorher mal gesehen hast, wie so ein Ding aussieht. Weißt du, wenn ich jetzt. Ja, aber nochmal, es gibt doch kein Virenisolat. Es gibt kein SARS-CoV-2-Virenisolat. Wir haben 1,5 Millionen Euro Moment. Ausgelobt. Wir haben hunderte von Wissenschaftler angeschrieben und haben Virenisolat ist ein ganz gefährlicher Begriff, weil Isolat ist gut. Wenn er in der Wirtszelle ist, wie willst du da, das ist ja das Tricky. Das Virus befällt gesunde Zellen. Es braucht Wirtszellen. So. Und teilweise tarnt es sich, je nachdem, von welchem Virus wir hier sprechen. Ja? So, und manchmal zerstört es die Zelle, wie beim Schnupfenvirus, die platzt dann und dann entweichen auf einen Schlag alle Virionen, die diese Zelle gebildet hat, während die Zelle noch am Leben war. So, jetzt entlässt die keine Tochterzellen mehr, diese Wirtszelle, das haben die Viren ja gemein. Sondern aber woher soll ich denn nochmal? Stopp, Wir haben jetzt ganz viele Argumente auf einmal. Woher soll ich wissen, dass ein Virus eine Wirtszelle brauche, wenn ich niemals diesen Virus gesehen habe? Du siehst ihn doch. Du siehst, dass du Willst du wissen, dass das unter einem Elektronenmikroskop ein krankmachender Virus ist? Weil ich ihn anzüchten kann, weil ich diese Versuche ja parallel, weil du das ja immer hast. Du musst ein Virus auch heute noch. Du musst es anzüchten, weil du kannst natürlich es nachweisen, Entschuldigung. Das Virion kannst du nachweisen mit einem Elektronenmikroskop. Aber wenn du diese, du brauchst ja die Stoffwechselaktivität der anderen Zellen, um das zu züchten, um deine anderen Tests durchzuführen. So, und ich muss ja eine Synthese haben. Ich muss ja eine Synthese der viralen, also die viralen Gene, die zur Proteinsynthese, die das Virus in sich trägt. Dafür nutzt das Virus ja die Wirtszelle, um die zu kodieren. Und um dann die Virionen wiederum zu entlassen, die dann nachgewiesen werden, beispielsweise als Antigene entlassene Virionen aus den Wirtszellen. So, jetzt kannst du mit deinem Elektronenmikroskop, du machst wieder ein Foto. Oder du gehst anders vor, jetzt kommen ja, okay, die anderen. Okay, aber du machst ein Foto, ja toll, du kannst von allem Foto machen. Ich kann dir auch alle zusammenpanschen, ich kann dir auch vom Wassertropfen ein Foto machen und sagen, das ist ja der Virus, das merkt überhaupt nichts aus. Nee. Wie stell ich da eine Kausalität her? Anhand der Klinik. Da hast du deine Kausalität. Du kannst doch nicht sagen, ich habe jetzt Kinder, ja, die jetzt alle, ist ja egal, ob wir HIV nehmen, Entschuldigung, AIDS, wie gesagt, ja, das darf man nicht immer in einen Topf werfen oder SARS-CoV-2 nehmen, Covid-19. Ich finde es schon wichtig, dass man unterscheidet zwischen Virus und Erkrankung. Aber nehmen wir mal sagen, die haben alle Ebola. Ja, also wirklich was ganz hochaggressives. Und du siehst ja, die Intensivstation ist voller Patienten. Du hast eine dramatische Situation, ja, du hast hämorrhagische Problematiken, du kannst 90% der Patienten nicht abfangen. So, jetzt willst du doch wissen, die anderen springen alle gesund rum. Was haben die gemeinsam? Wie, jetzt macht man sich auf die Suche, wo haben die das her? Stecken die sich untereinander an? Haben die das von irgendeinem Tier? Beides möglich, weil da kommt, ja, in dem Fall. Aber okay, und da sind wir bei der Frage, wo hat das Tier den Virus? Nee, genau. Und jetzt ist das, was überträgt sich da? So gehen die doch vor. Und wie können wir das, wie du jetzt sagen würdest, isolieren? Ja, wie können wir es denn isolieren? Wir haben da den Menschen, der lebt noch. Sollen wir den töten, damit wir das aus seinen Zellen isolieren können? Das heißt, wir müssen schauen, gibt es Produkte in der Blutbahn, im Serum des Patienten, wo wir Proteine ausfindig machen können, die definitiv nicht aus keinem gesunden Organismus stammen, sondern die viral kodiert sind. So. Okay, ja, dann lass uns bei Corona reingehen. Bei Corona, ja. Das Genom, das Referenzgenom von Professor Zheng in China in der Nature-Artikel, man hat genau einen einzigen Patienten genommen, eine einzige Probe und hat da eine Genomsequenzierung gemacht. Und da wissenschaftlich wäre es, wenn man wenigstens einen zweiten nimmt, einen gesunden Patienten oder einen Patienten mit Influenza. Das heißt, wenn du keine Kontrollen hast, ist das nichtssagend. Ja, bei Blut, eins muss man ja sagen, als du hast erwähnt, Beispiel, ja, also dass die Familie der Coronaviren,
das sind ja solche dramatischen Unterschiede dann nicht. Beispiel, wenn sich nicht jeder infiziert hat, trotzdem versucht, diese Tröpfchen da reinzubringen, bei der Hälfte hat es nicht geklappt. Konnte nicht nachgewiesen werden. Wir reden nicht von Erkrankung. Das ist die Manifestation der Krankheit. Darf man nicht verwechseln. Ja? Sondern wem kann ich nachweisen, dass er das Virus jetzt gefangen hat? Umgangssprachlich gesagt. Klappte nur bei der Hälfte. Jetzt hat man gesagt, ja, woran liegt das? Ja, jetzt kommen natürlich gewisse Hypothesen auf. Und jetzt, weil, wie gesagt, A, ist das alles nicht bis ins Letzte erforscht. Und was man sagen kann, ist, ja, wahrscheinlich haben die eine Immunität gehabt aufgrund anderer verwandter Coronaviren. Die Erkältungsviren, ja, die Familie der Coronaviren ist groß. Ja, du hast dann halt so Sachen wie das SARS-Virus. Du hast aber auch total harmlose Dinger, die bei keinem irgendwas Schwerwiegendes verursachen. So, und wenn die strukturell sind, die sich sehr ähnlich. So, und dann kannst du sagen, okay, na, wahrscheinlich wurden die von Leuten gebunden, im Hals schon, beziehungsweise im Nasenrachenraum, die das einfach, die immun dagegen sind. Grundsätzlich. So, die kannst du dir dann in jeden Raum sperren mit 10 Infizierten, es passiert nichts. Aber das dann zum Beweis zu nehmen, zu sagen, das geht nicht. Wie kann ich die Immunität, wie kann ich die quantifizieren oder qualifizieren? Wie kann ich ein Immunsystem, wie kann ich das irgendwie messen? Das Immunsystem messen, das verstehe ich jetzt nicht. Nee, du kannst letztendlich, und das ist ja gerade, die Virolügner, die behaupten halt einfach, es ist alles hoch anstecken, wenn sie Experimente machen und keiner wird krank, dann sagen sie, ja, und es hat vielleicht mit dem Immunsystem zu tun oder irgendwas, dann kommen sie mit irgendwelchen Hilfshypothesen. So rein wissenschaftlich ist ja, du stellst eine Hypothese auf, probierst sie zu verifizieren oder zu falsifizieren, und in der Virologie ist sie zigmal falsifiziert worden. Man hat, wenn man Kontrollen durchgeführt hat, waren die alle nicht erfolgreich. Das heißt, man müsste eigentlich hingehen und diese Theorien verwerfen, aber hat es nicht gemacht. Naja, also du übersiehst... Deswegen nochmal, lass ich nochmal eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass die Symptome, die wir bei Corona sehen, auch andere Gründe haben als eine Ansteckung? Meinst du jetzt mit eine Ansteckung im Sinne von, dass die von alleine entstehen im Menschen? Das ist ja die Frage, ob es... Heinz Ludwig Sänger, der schreibt halt auch, es geht halt in der ganzen Geschichte der Virologie, ging es halt immer darum, ob das exogen, also von außen kommt, oder ob der Körper selbst das produziert, um zum Beispiel Sachen, die aus dem Ungleichgewicht geraten sind, wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sich selbst zu heilen. Dass es keine äußerliche Quelle dafür braucht. Ja, selbstverständlich, es kommt auf die Erkrankung an. Du hast Autoimmunerkrankungen, obwohl das... Aber wir sind bei Corona. Wir bleiben, nein. Du brauchst definitiv einen Erreger dafür. Definitiv. Du brauchst einen Erreger dafür. Selbstverständlich. Also was heißt, Moment. Das ist, wenn du jetzt sagst, brauche ich für Schnupfen einen Erreger? Nein. Also in dem Sinne, das kann ja auch aus allergischen Gründen, aus Autoimmunreaktionen kommen. Aber was, du kannst nicht... Wir sind jetzt bei Corona. Wir sind nicht bei Schnupfen, wir sind bei Corona. Ja, bei welcher... Welche Symptome? Weil guck mal, ich komme jetzt auf die Intensivstation, man testet mich und sagt, ich habe Corona. Kann es sein? Welche Symptome hast du? Weil schau mal. Du kannst ich huste ein bisschen, ich huste jetzt ein bisschen, meine Nase läuft, ich habe Geruchsverlust, ich habe Influenza-Symptome und man testet mich und sagt, ich habe jetzt Corona. Ist es auch... Du könntest einiges haben. Du könntest ja beispielsweise einen anderen Erkältungsvirus haben. Du könntest einen bakteriellen Infekt haben. Wer sagt, dass du SARS-CoV-2 hast? Verstehst du? Du musst ja gucken, welche Symptome macht es. Die Symptome kommen ja oft vom Immunsystem selber und ähneln sich logischerweise bei den respiratorischen Viren. Ja, eine Lungenentzündung ist klinisch eine Lungenentzündung. Jetzt kannst du sagen, ja, wo hat der die Patient die her? Jetzt rufe ich die Mikrobiologie an und sage, so, habt ihr das untersucht? Liegen die Ergebnisse schon vor? Wissen wir, um was es sich handelt? Ist es bakteriell? Hat er eine bakterielle Superinfektion? Welches Antibiotikum? Ist es viral? Welches Virus haben sie denn rausgefunden? So, und das siehst du ja im klinischen Alltag. Ja, du kannst es ja nachweisen dann. Aber du weißt natürlich nicht anhand, was hat der? Das musst du ja erst untersuchen. Außer du hast was Spezifisches, wo klar ist, wer diese Symptome hat. Deswegen sage ich, es gab natürlich bei Covid wie diesen drastischen Abfall, ohne dass die Menschen bemerkt haben, dass sie in kritische Sauerstoffbereiche kommen. Das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit, dass sie das in dem Sinne nicht bemerkt haben.
Nicht alle, das sind vielleicht 20-30% gewesen von denen, die intubiert werden mussten. Kannst du nachlesen, sind die ganzen USA haben sich damit befasst. Und die Intensivmedizin, stell dir vor, du wärst der Arzt und du sagst, ja, das gibt's ja gar nicht, habe ich in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt. Was ist denn das? Also, und jetzt, also, welche Erklärung würdest du denn dafür finden, dass du sagst, ich habe hier Symptome, ich habe hier einen dramatischen Abfall, die Leute versterben mir an der Sepsis letzten Endes, weil natürlich fällt, ja, letzten Endes ist es ja nichts anderes. Der Körper wird ja nicht fertig mit dem Virus, ja, und es kommt dann zu einer Immunreaktion, die so dramatisch ausfällt. Das sind ja dann die Fälle, die, wo man sagt, ja, das Virus selber macht die Symptome nicht, streng genommen stimmt es nicht und stimmt doch wieder. Es löst sie aus. Es löst die Immunreaktion. Also nochmal, Katharina, wir können die ganze Zeit über irgendwelche Symptomatiken sprechen, die übergleich sind, oder wir sprechen über die Grundlagen und deswegen. Ja, bei, das mache ich doch gerade. Du musst doch genau sagen, was ist deine Fragestellung? Ein Schnupfen. Ja, meine Fragestellung ist ganz einfach, ob, wenn wir bei dem Professor Chang, bei den Corona-Referenzgenomen, wenn man nur einen einzigen Patienten hatte und keine Kontrollen durchgeführt hat, sind damit die wissenschaftlichen Standards für dich erfüllt oder nicht? Wenn man keine Kontrollen hat, die sogar von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorgeschrieben werden und jeder Wissenschaftler, wie gesagt, jeder Wissenschaftler muss ständig an seinen Ergebnissen zweifeln und das macht man, indem man Kontrollen durchführt. Wenn man nur eine einzige Probe hat, wenn man eine einzige Probe hat, reicht es dir aus, wenn man eine einzige Probe hat? Du hast, da wird, wir reden von Ausbrüchen von Menschen wie damals in Wuhan, die dann alle in einem Zelt, ja, sagen wir mal, in einem Raum liegen, im Zelt liegen und haben Wir reden jetzt von keinen Ausbrüchen. Wir reden von, wie das Referenzgenom entwickelt wurde. Ja. So, und das Referenzgenom, das hat man nur am Computer zusammengebastelt. Du weißt, was Genomsequenzierung ist. Du hast das Video von dem Professor Streit, was du auch mit ihm besprochen hast, oder? Nee, auch was ich in dem Video vom World Economic Forum da eingeblendet habe, dieser Chef von Illumina, der sagt auch, wir haben hier, it was all a software problem. Der sagt, wir haben niemals ein Virus isoliert vorgelegen gehabt, wir haben alles am Computer berechnet. Ja, das kann ja sein. Das ist so, ja die Frage, wer hat denn, dann muss man sich ganz spezifisch auf die Suche machen, wer hat das denn, ich glaube, der Professor Streit hat das in dem anderen Video gesagt, es muss ja nur einer machen, ja. In dem Sinne, das ist ja genau, und das haben sie auch gemacht. Da haben wir Schriftverkehr, mit welchen die dann die Kontrollen durchgeführt haben. Ja. Und dann sehen, Moment, es ist kein ansteckendes Virus. Das Gleiche, was wir haben, woher wollen die das wissen? Moment, wie kann jemand, der am Computer was berechnet, sagen, das ist kein ansteckendes Virus? Das ist so lächerlich. Nochmal, wenn du eine Genomsequenzierung hast, wenn du mit dieser Genomsequenzierung, wenn du sozusagen eine einzige Probe hast und damit dann ein SARS-CoV-2-Virus errechnest, dann musst du ja auch eine Probe von einem gesunden Patienten oder von einem HIV- oder AIDS-Patienten haben. Und wenn du dann genau das Gleiche errechnest, dann kannst du ja sagen, da stimmt irgendwas nicht. Berechnen, wenn die den Erreger nicht da drin haben, wenn die nicht infiziert sind. Was soll ich denn da dann berechnen? Du hast so, ja. Aber das ist doch das, genau, und das ist doch gerade die Kontrolle. Wenn du die Variablen änderst und genau das gleiche Ergebnis bekommst, dann ist doch die Kontrolle negativ, dass die Kontrolle zeigt, das Ergebnis, was du hast, das ist jetzt nicht spezifisch bei diesem Patienten. Moment. Wir reden von einem oder zehn Patienten. Ich verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Du kannst doch nicht sagen, dass jeder das hat oder keiner das hat. Das stimmt ja dann nicht. Das stimmt, es sind ja die infiziert sind. Die anderen haben es ja nicht. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja normal. Aber das ist doch gerade die Sache, dass wenn du eine Hypothese aufstellst, dass du Kontrollen durchführst. Ja, erwiesen. Die sehen das ja. Das ist ja kein Hokuspokus. Dass die sagen, das ist Hokuspokus. Das ist, it's all a software problem. Das ist Hokuspokus, was man, und da, wir haben doch bei Professor Streit haben das eingeblendet. Wir haben die Wissenschaftler alle angeschrieben, haben gefragt, haltet ihr es ihr für notwendig, dass wenn man eine Genomsequenzierung durchführt, dass man das auch, dass man genau die gleiche Genomsequenzierung, genau das gleiche Rechnen probiert mit anderen Proben, mit Proben von gesunden Patienten, mit Proben von Patienten, die vielleicht eine Influenza haben, die
AIDS-Symptome haben, einfach mit anderen Patienten. Und die haben gesagt, ja, das ist notwendig. Und wenn man diese Proben mit anderen, wenn man diese Genomsequenzierung mit anderen Proben durchführt, ja, dann bekommst du genau das gleiche Ergebnis. Und damit ist das widerlegt. Da hat auch der aus Melbourne, da hat hier das Next Level Team, hat, ich glaube, Marvin war das selbst, der, genau, Marvin, der mit mir bei Herrn Professor Streit saß, der hat einen Professor in Melbourne angeschrieben und hat ihm geschrieben, so von wegen, ja, wir haben im Nachhinein nochmal eine andere Probe genommen und wir haben das gleiche Ergebnis bekommen. Ja, welche andere Probe? Auch noch von dem, ich meine, das konnte von wem? War das ja, auch ein und das ist halt, es reicht nicht nur eine Probe zu nehmen und was zu rechnen und zu sagen, so ist es, sondern du musst, wenn du dann 5 verschiedene Patienten hast, so von wegen, oder wenn du 10 Patienten hast, 5 haben SARS-typische, also SARS-CoV-2-typische Symptome und die anderen haben keine Symptome oder haben AIDS-Symptome oder irgendwas und man bekommt bei allen das gleiche Ergebnis, dann kannst du sagen, da stimmt irgendwas nicht. Du meinst auch bei Gesunden das gleiche Ergebnis? Genau. Ja, aber das stimmt ja nicht bei HIV und bei den anderen auch nicht. Du bekommst ja serologisch nicht das gleiche Ergebnis, wenn derjenige nicht infiziert ist. Das ist ja nicht richtig. Da würden ja sämtliche... Nochmal. Wir reden von Genomsequenzierung. Wir reden von der Genomsequenzierung, wo man am Computer ein Alignment macht, wo man dann sozusagen das Genom berechnet, wo man das Virus nachher in der Datenbank, wo man sozusagen das alles assembliert. Ach so, das meinst du jetzt ganz speziell? Ja. Ja, und was, und da sagst du, da wurden keine Kontrollgruppen gemacht? Nee. Und wie wird das begründet, wenn das stimmt? Das würde ich jetzt selber aber selbst mal nachfordern. Wenn das so hast ist... Du, kannst du alles überprüfen. Man sagt halt einfach, nee, das brauchen wir nicht und ist nicht so wichtig. Aber wenn man diese Kontrollen durchführt, dann sieht man, es kommt immer das Gleiche raus. Genau das Gleiche. Wir haben ja drei... Entschuldigung. Musste mal kurz was husten. Also die Genomsequenzierung verstehen, da würde ich mich jetzt tatsächlich, da würde ich selbst mich gerne mal eruieren wollen. Das heißt, die Genomsequenzierung kommt bei einem Nicht-Infizierten, woher weiß man das, by the way, wen sucht man da aus, weißt du, was ich meine? Bei wem hat man da gekommen? Aber das ist es doch gerade, wenn wir sagen, du gehst jetzt zum Arzt und dann sagt man, Katharina hat ein ganz neues, das ist also eine neue Krankheit, die kennen wir überhaupt nicht. Und man geht jetzt hin, nimmt dir Speicher und sagt, das ist jetzt hier der Katharina-Schnupfen oder so. So. Und man nimmt dann noch, da muss man ja sagen, so von wegen, wir nehmen noch andere Patienten, die entweder keine Symptome haben oder die jetzt AIDS haben oder die man nimmt halt Kontrollen. Man schaut, ob man von deren Speichel dann zu dem gleichen Ergebnis kommt. Und sobald du nur eine Person hast, ist dieses Ergebnis nichtssagend. Du musst es ja irgendwie kontrollieren. Ja, klar. Aber es ist ja jetzt. Und das hat man da nicht gemacht. Das hat man bei dieser Referenzgenom überhaupt nicht gemacht. Wieso? Wie erklärt man das? Warum sagen Sie, machen Sie das nicht? Warum halten Sie das für obsolet? Die gehen davon aus, dass es alles schon irgendwie passt. Die sind so überzeugt von ihren Nachweisverfahren und überprüfen es nicht. Das ist es. Das finde ich selbst interessant, aber ich verstehe, würde jetzt sagen, also, aber hat dann jemand Experimente gemacht und gesagt, nee, das ist bei allen gleich. Also bei 20. Ja, genau. Und da ist halt Stefan Lanker, also es ist nicht nur bei der Genomsequenzierung, wo die Kontrollen fehlen, sondern auch beim zytopathischen Effekt. Wir haben ja einmal drei Sachen, wo man was nachweisen kann. Das ist halt, wir haben halt einmal den zytopathischen Effekt, dann haben wir die EM-Fotografie, was angeblich, also die Elektronenmikroskop-Fotografie, was angeblich als Nachweis dient. Und dann haben wir als drittes haben wir die Genomsequenzierung. So, und da haben, wenn du siehst, beim zytopathischen Effekt. Nee, wir haben auch Antikörpernachweis. Wir haben in dem Sinne kein. Aber Antikörper, du weißt ja nicht, ob das spezifisch ist. Du musst ja halt erstmal ein Virus nachgewiesen haben. Nee. Ja, gut, aber du kannst ja jetzt sagen, wenn ich Antikörper habe, die sind ja spezifisch gerichtet gegen Erreger. Da muss ja irgendwas sein. Nee. Nein, du weißt ja, du siehst halt einfach nur, dass du irgendwas im Körper hast, was auf irgendwas reagiert. Aber das ist, da übrigens auch,
Das Robert-Koch-Institut schreibt selbst so von wegen, wenn du geimpft bist, ob du Antikörper hast oder nicht, so von wegen der Stempel in deinem Impfausweis ist wichtig, nicht die Titerbestimmung oder Antikörper oder irgendwas. 19-Impfung. Impfung, ja. Also die hat, also das ist die, das, ja, das ist schwierig zu kommentieren, was das für ein, ja, Experiment ist, was da verabreicht und wird. Da ist halt mein Argument ist, dass bei allen Nachweisen die notwendigen Kontrollen fehlen. Und das ist halt, du musst ja genauso wie beim Imperial College, auch beim Imperial College, wenn sie Ansteckungsexperimente machen, dann... Wenn wir jetzt beide, also ich nehme jetzt mal an, wir haben jetzt kein HIV. So, und jetzt haben wir in einem Raum 10 Leute, die das haben, 10 nicht. Dann glaubst du doch im Leben nicht, dass der Western Blot und ELISA-Test dasselbe Ergebnis ergibt. Nochmal, darum geht's nicht. Doch? Nein, nochmal. Diese Tests müssen erstmal entwickelt werden. Diese Tests werden mit Referenzgenomen entwickelt. Du willst mir jetzt erzählen, dass alle immunologischen Tests auf Basis dieser also das ist ja nicht ganz korrekt. Du musst ja schauen. Nochmal. Bevor du einen Test hast, müssen wir den Test erstmal validieren. Du musst halt erstmal schauen, ja, auf das, was du testest, ob das überhaupt spezifisch ist. Ja, und dazu musst du halt erstmal, wenn du den Test entwickelst, auch wie kann ja trotzdem einen PCR-Test entwickeln, ohne irgendeine Probe vorliegen zu haben. Wie geht das? Das geht nicht. Behauptet er das? Ja, hat er. Habe ich doch haben wir doch auch bei Herrn Streik besprochen. Den Drosten ist hier in der Hinsicht, Entschuldigung, das ist ein Regierungsvirologe. Der hat sich mit dem Virus selbst, auch mit der übrigens Entstehung Labor, nicht, dass du mich falsch verstehst, ich behaupte nicht, das Virus ist im Labor gezüchtet worden, im Sinne von konstruiert worden. Wenn, dann handelt es sich ja um die Fragestellung, ob es dort modifiziert worden sein könnte und nicht, ob das Virus im Labor hergestellt ist. Ja, das behauptet kein mehr, also ich behaupte das nicht, sondern wenn, dann sage ich, das hat zwei Stellen, die alle anderen Coronaviren nicht hatten, weswegen es überhaupt Diskussionen gab, wo er sich widersprochen hat. Deswegen sage ich es. Also er äußert sich äußerst konträr, selbst innerhalb von Monaten über seine eigenen Aussagen. Und deswegen, aber nochmal, wie kann, wir reden jetzt, du sagst jetzt auch gerade bei HIV mit Western Blot und mit Test, bla bla bla. Ja. So, letztendlich müssen wir halt erstmal schauen, ist der Test überhaupt irgendwie validiert? Und wenn Herr Drosten den Test einfach nur nachweislich, du hast drei Videos von mir angeschaut, einmal das mit Professor Schweid, einmal mit dem WEF und dann unerklärlich Corona-Fälle. Und ich habe in mindestens zwei von denen habe ich jedes Mal das Paper von Herrn Drosten eingeblendet und habe gezeigt, dass er selbst schreibt, uns lag keine Probe, keine Patientenprobe vor. Wir sind auf Grundlage wir haben den Test auf Grundlage von Berichten aus den sozialen Medien entwickelt. Wie geht das? Das ist ein Witz. Also wenn er das gesagt hat, und also ich habe das von dir gesehen, ich habe das von ihm jetzt nicht eruiert. Ja, ich hab da alle Quellen verlinkt, kannst du überprüfen. Ja, wie gesagt, also das ist was, da gibt, den Punkt muss ich sagen, also das kann er so nicht sagen. Und dann wird er unseriös. Was er sowieso ohnehin schon diverse Male wurde. Weil er so, und das ist die ganze Virologie. Die ganze Virologie ist unseriös, wenn man sich das anschaut. Du siehst, die haben gefuscht ohne Ende. Die haben keine... Nicht die ganze Virologie. Nicht nur Drosten, alle von Anfang an. Von angefangen von Koch, Post, Pasteur, Betrüger, Virologen ohne Ende. Na, das stimmt nicht. Nein, du hast ja Erkrankungen. Und würdest du jetzt sagen, ich meine, wenn du sagst, es gibt keine Viren und ich sage jetzt einfach, das stimmt, kein Bild stimmt, kein Elektronenmikroskop, die Tests sind alle nicht valid. Aber du hast diese Erkrankheiten, gibt es. Du siehst das ja. Da sage ich ja gar nichts gegen. Aber das ist halt, wenn du... Ja, wenn es keine Viren sind für dich, sind das Bakterien dann, bakterielle Erkrankungen oder parasitäre Erkrankungen. So, zum Beispiel, ich kann dir mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Umfeld nennen. Ich bin eigentlich nie krank, aber zum Beispiel ein Freund von mir, der hat halt ein Kind und bei dem war es so, er hat mal, da hatte er Stress mit seiner Freundin und hat dir irgendwie gesagt, so von wegen, ja, er war halt mit ihrer Figur unzufrieden und hat ihr irgendwann gesagt, so von wegen, hey, du bist zu fett, nimm ab. So, ist natürlich nicht so schön. Und was ist dann? Freunde.
Ja, was auf jeden Fall, was war dann? Was war dann? Sie fand es natürlich nicht so toll und hat sich dann gesagt, hey, jetzt sind wir getrennt. Und dann war natürlich auch, dann war natürlich dicke Luft zu Hause. Was war der kleine Junge, der Sohn, den die haben, ist am nächsten Morgen wach geworden, hat keine Luft bekommen. So, hat keine Luft bekommen. Die sind ins Krankenhaus mit denen gegangen. Und dann hat der Arzt hat gesagt, ja, es ist halt irgendwie, es ist ein Bakterium. Können wir auch nicht sagen, hat denn irgendwie was gegen oder dann haben sie sich auch um ihn gekümmert und dann wurde es wieder besser. So, wo kommt das auf einmal her? So, da auch wieder. Der Volksmund sagt auch, ist dicke Luft, ich kann nicht atmen, mir bleibt die Luft weg. So, da auch zum Beispiel, da sieht man, oder noch. Das hat zu tun von der Mutter, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Bitte? Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen... Nein, der Sohn hat mitbekommen, dass zu Hause dicke Luft ist, dass Mama und Papa sich trennen. Und wenn Mama und Papa sich trennen, dann ist natürlich für ein Kind überlebenswichtig, dass Eltern zusammen sind. Das ist natürlich nicht so toll, wenn Mama und Papa getrennt sind, wenn ein Kind ohne Vater oder ohne Mutter groß wird. Deswegen, das kann automatisch bedingt sein, selbstverständlich. Genau. Und dann natürlich, wenn dann, und wie gesagt, das sind halt diese Redewendungen, die im Deutschen... in der deutschen Sprache drin sind, ist es dicke Luft, da bleibt mir die Luft weg und so weiter. Und dass dann der Körper auf mentale Probleme reagiert. Und das hat er. Nicht genau. Aber das sind dann, aber du wirst nicht mit einem ARDS eingeliefert. Weißt du, was ich meine? Also du wirst jetzt nicht mit einem Akut. Kann auch sein, wenn man seine Lungenkapazität da gemessen hätte oder was auch immer, das kann dann vielleicht sogar so schlimm sein. Sagen wir mal so. Wenn du deine Immunabwehr zum Einsturz bringst und dafür brauchst du jetzt nicht, ja, wenn du sagst, ja, es gibt Menschen, immunschwache Menschen, alte Menschen oder auch ja, psychische Ausnahmesituationen, wo jemand so geschwächt ist, dass er eine Sepsis entwickeln würde, die er sonst nicht bekäme, das bestreite ich nicht. Es gibt mit Sicherheit, die Psyche hat einen immensen Einfluss, ja, und die Stabilität auf die Abwehr des Körpers, ganz klar. Aber wenn ich Erreger habe und du kannst, ich meine, du siehst es ja bei Pflanzen, bei Tieren, ja, und bei Menschen, wenn ich Erkrankungen habe, wo sich das klinisch deckt und wo ich, okay, sagst du, ich glaube die Bilder nicht, oder kannst du dann sagen, aber jeder hat hier dasselbe, ja, und die haben sich irgendwie angesteckt, jeder hatte Kontakt, erzählt bei HIV, man muss es ja leider so sagen, es kommt aus dem Tierreich. Ja. Der Mensch hat natürlich aufgrund seiner Lebensweise engeren Kontakt. Ob das jetzt Kannibalismus war oder Handel mit Wildfleisch oder sexuelle Kontakte zu Schimpansen. Das ist, man muss es so sagen, wie es ist. Sie essen Tiere. Sie essen Schimpansen in Afrika. Ich habe ja den Lockdown in Uganda verbracht. Da haben sie auch gesagt, they eat the monkeys. We eat the monkeys. Und in China essen sie Fledermäuse und da kommen dann die Viren rüber. Und die springen dann... Kennst du das Märchen von Herrn Streeck? Nein. Was der Streeck nach die offizielle Version... Ich warte mal mit der Fledermaus, die nachts herum... ja, auf jeden Fall so nach dem Motto... auf jeden Fall ganz, ganz wilde Geschichten, die man uns da erzählen will. Warte, ich hab's jetzt gleich. Mit der Fledermaus. Da geht es ja mit Sicherheit um SARS-CoV-2. Ja. Warte mal. Spreek, Fledermaus. Ich hab's jetzt direkt hier. So. Genau, Herr Streeck hat in seinem Buch Hotspot geschrieben. Zwar ist es nicht bewiesen, aber man geht davon aus, dass das Virus von einer Fledermaus wahrscheinlich irgendwann einmal auf ein Schuppentier übergegangen ist und von dort auf den Menschen. Das würde in einem Apokalypse-Film dann so aussehen, dass sich in der Nacht eine Fledermaus auf ein Schuppentier stürzt und es beißt. Dabei tritt das Virus über. Das Schuppentier erkrankt, wird vom Jäger eingefangen und niest den Jäger ins Gesicht. Der Jäger geht mit dem Schuppentier auf den Markt, will es verkaufen, ist aber bereits erkrankt. Lauthals versucht er, das Tier an den Mann zu bringen und verteilt dabei die Viren über den Markt. So, das Märchen geht noch weiter. So kam dann das Virus nach Deutschland. In der Kantine vom Webasto hatten wohl zwei der späteren Infizierten Rücken an Rücken gesessen. Der eine fragt den anderen nach dem Salzstreuer. Auf diese Weise kamen sie in engen Kontakt. Ist das Satire? Das meint er ernst. Ist dir der Hintergrund klar, warum er dieses Schuppentier, weißt du das? Ich kann es dir sagen. Und die Fledermaus verbindet, weißt du das?
Nee, weil sie uns einfach, das sind Märchen für Erwachsene und wir glauben das oder viele Menschen glauben das noch. Woher dieses wunderschöne Märchen rührt, ist genau der Punkt, warum ich sage, das wurde mit höherer Wahrscheinlichkeit modifiziert. Der Erreger. Ja, so, warum? Weil das SARS-CoV-2 zwei Besonderheiten hat, die bisher nicht beobachtet wurden in dieser Virusfamilie. Und eine dieser Besonderheiten wurde bei diesem Schuppentier festgestellt, also eine Rezeptorbindungsstelle. Und dann noch ein anderes, ich glaube, Fusionsprotein. Du musst jetzt nachschauen, wie das heißt. Das ist ein Fachwort. Das ist eine Spaltstelle und eine Bindungsstelle, die es dem Virus ermöglicht, das breite Spektrum, auch du siehst ja auch an der Impfung, in Nervenzellen, in sämtlichen Organen. Es kann wirklich in fast alle Zellen rein. So, und dann hat man gesagt, das haben wir noch nie gesehen. Oh, das eine kommt von dem Tier, vom Schuppentier, und das andere ist wieder bei der Fledermaus. Ja, beide haben die Familie der Coronaviren. Beide Tiere sind bekannt als die Überträger und das Reservoir dieser Viren. Oh, und der Mensch hat jetzt eins, wo die Spaltstelle dort herkommt und das andere Rest vom Virus kommt von der Fledermaus. So musst du dir vorstellen. Und die Besonderheit kommt vom Schuppentier. Das heißt, wir müssen, das Schuppentier muss also, wenn ich jetzt sage, ist es nicht im Labor passiert, dann muss ich ja die Hypothese vertreten. Jetzt gehen wir mal von an, es gibt Viren, ja? Und das eine ist ein Fledermausvirus, das sieht so aus. Und das Schuppentier hat auch ein Coronavirus, das ist ein bisschen modifiziert, hat eine Rezeptorbindungsstelle, die du sonst nie gesehen hast. So, jetzt hat der Mensch auf einmal ein Virus, was aus Anteilen beider Coronaviren besteht. Von der Fledermaus, so ist es tatsächlich. Und vom Schuppentier. Und das ist die Realität beim SARS-CoV-2. So, und jetzt sagen die einen, ja, wann ist denn die Fledermaus aufs Schuppentier übergegangen und wie haben die sich dann verstanden und jetzt kommen sie auf den Meeresfrüchtemarkt, was nie bewiesen werden konnte, wo da bitte die Übertragung stattgefunden haben soll. So, und dann ist natürlich ganz klar, auch noch bei einem Labor in Wuhan dieser Stufe, wo auch Forschung mit Coronaviren betrieben wird und da genau diese Dinge gemacht werden, dass man sagt, man modifiziert die, man baut was ein, man schaut, was man da alles machen kann, dass man jetzt auf einmal so eine Kreuzung hat aus Fledermaus und Schuppentier und das ausgerechnet SARS-CoV-2 ist. Und deswegen versucht er dann in so einer Fabelgeschichte zu sagen, nein, das ist nicht modifiziert, das kommt aus der Natur. Und das ist natürlich lächerlich, weil die Wahrscheinlichkeit allein, ja, oder da muss man sagen, ja, zeig mir das. Wo ist das Schuppentier und die Fledermaus? Wo haben wir hier die Fälle, die da, wo ist das Virus, das sich dort entwickelt hat bei einer Zusammenkunft von Fledermaus und Schuppentier? Beispiel, wenn man sagt, das ist alles Humbug. Gut, ja, du hast Schweinefarmen und daneben wurden Obstplantagen angebaut. Ja, so. Beispiel Übertragung eines Virus. So, jetzt sind die Fledermäuse gekommen zu den Obstplantagen. Und jetzt rate, was passiert dann? So, jetzt gibt es einen Übersprung vom Fledermausvirus auf die Schweine. Und die Viren verhalten sich, das meine ich jetzt wirklich ernst, das kannst du wirklich, also das kann ich dir belegen. Ja? Ein Virus verhält sich, ein Erreger verhält sich nicht gleich. Beispielsweise das Vogelinfluenza-Virus, ja, wo jeder Angst hat, dass das irgendwann mal schnell übertragbar wird, dann würde das eine recht harte Pandemie werden. Ist es aber nicht. Von Mensch zu Mensch ist es in dem Sinne, geht da keine Gefahr aus, aber von Vogel zu Mensch. Das ist wirklich H1N5, also ja, die Vogelgrippe ist in dem Sinne nur deswegen blöd, sie kann überspringen. So, und jetzt kann man sagen, aber es gibt Viren, die bei Vögeln beispielsweise die Darmschleimhaut befallen, bei Menschen den Respirationstrakt, ja? Oder eben besagte Schweinefarm, die haben Da sind wir, du gehst dann die ganze Zeit von Infektion aus. So, und da auch. Genau. Mensch, und deswegen. Niemals bewiesen. Nenn mir da halt auch. So. Doch, das kannst du beweisen. Wenn du den Erreger, und das sind wir beim Punkt, ich finde, das ist eine Sendung wert, weil da muss ich mal genau nachschauen. Wenn die das über Genomsequenzierung beim SARS-CoV-2 behaupten, und dann sagen, ich habe das aus dem Computer von, also das ist absolut, das ist nicht korrekt. Dann kann ich dir jetzt sagen, wenn er sowas gesagt hat, kann er dieses Ergebnis nicht als valide präsentieren. Da gebe ich. Siehste. Kann er nicht machen. Genau, ja? Aber das hat er gemacht. Dann hast du dir offenbar, tut mir leid, wenn ich das so sage, dann hast du dir offenbar meine Videos nicht so genau angeschaut und die Quellen überprüft. Ich habe mir alles angeschaut, nur du musst denken, du sagst sehr viele Dinge in 40, 50, 60 Minuten mit all diesen Professoren. Und natürlich, wenn da
warte, in die Tiefe gehe, dann hättest du mir gleich sagen müssen, wir machen jetzt ganz klar nur Genomsequenzierung. Stattdessen natürlich habe ich von Masern über HI, über die anderen, ja, über SARS-CoV-2, über die Klinik, über die Virusentstehung. Du hast so viele Tausend, aber wenn du jetzt sagst, das sind einzelne Personen, ich habe gehört, was du gesagt hast. Und den Drosten, wie gesagt, ich halte ihn nicht, ich halte ihn für einen bezahlten, beziehungsweise natürlich indirekt, man, ob es, ja, bestochen, ich will jetzt nicht sagen, dass man ihn besticht, aber in dem Moment, wo du natürlich für eine Regierung arbeitest und bist der Sprecher und kommst ins Fernsehen und stehst da als großer Experte, der die berät, ja dann, und du hast eine Regierung, die gewisse Informationen gerne, sage ich mal, zurückhält oder vorgibt, sie noch nicht zu haben oder andere gerne in den Vordergrund gerückt haben möchte und dann gewisse Daten auch, das kennen wir ja von der Impfung, von der Covid-Impfung, beim RKI nicht erfasst werden oder nicht mehr der Status nach einer Impfung abgefragt wird bei plötzlich auftretenden Todesfällen, die in dieser Anzahl nie gesehen wurden. Wenn es Krankheitsbilder gibt, die es vorher nicht gab, ja, plötzliches Sudden Adult Death Syndrome, das vorher nur als Child, als Sudden Child, also Sudden Infant Death Syndrome bekannt war, der plötzliche Kindstod. Das interessiert dann nicht, ob man die neue Impfung bekommen hat, aber das wird rausgerechnet, das wird nicht reingenommen. Dann sage ich, okay, hier handelt es sich ganz klar um eine Nichtaufnahme von Fakten, wohlweislich, man möchte hier etwas nicht wissen. Genauso wie ich sage, da hätte ich jetzt nicht mit einem Todesfall gerechnet, wieso obduziere ich nicht? Wieso obduziere ich nur einen verschwindend geringen Prozentsatz und warum ordnet das kein Amtsarzt an? Oder auch kein anderer Arzt aus Angst, dass es Ärger gibt, wenn der Staat dann bezahlen müsste und nicht die Angehörigen. Ja, die natürlich auch auf eigene Obstruktion, aber die müssen dann bezahlen, wenn sie es auf eigene Anordnung machen. So, und das kostet ein paar Tausender und das ist natürlich in der Anbetracht der wirtschaftlichen Lage für viele gar nicht machbar. Oder manche sagen sich, der Patient ist nicht mehr am Leben, das lohnt, das möchte ich gar nicht mehr tun. Aber was ich damit sagen will, ist, du hast so viele sichere Vorfälle, wo ich selbst sage, da wird Beweismaterial gar nicht erst versucht, zu erwerben oder nachzuverfolgen, woran ist er jetzt wirklich verstorben? Kann das was damit zu tun haben? Und das wird dann völlig von vornherein vom Tisch gewischt, indem man es gar nicht erst untersucht. Aber wenn da ist halt, sagt, ich meine, wir haben bei Corona, würde das nicht die ganze Zeit in den Medien sein, hätten wir überhaupt nichts gemerkt auf den Intensivstationen, nur weil man getestet hat, wie blöd, und dachte, das ist ein ganz, ganz schlimmer Virus und hat dann alle Maßnahmen da hochgefahren. Deswegen kam der ganze, das war ein Massenwahn einfach, nichts anderes. Nein, wenn du wenn du jetzt ein Kreiskrankenhaus hast, ja, oder du hast jetzt irgendwelche Bezirke, wo keiner stationär aufgenommen wird, dann kann ich ein leeres Krankenhaus filmen und kann sagen, guck, Corona ist ein Witz, das ist ein Hoax, das möchte man uns hier einfach nur verkaufen. So, habe ich jetzt in New York eine wirklich, oder in Bergamo, in Lissabon, in den Hotspots, die es gab. Und die waren schlimm. Ja, also wenn du die Angehörigen treffen würdest, die würden dich wahrscheinlich bedrohen, wenn du ihnen sagst, deine Angehörigen sind alle nicht am Coronavirus verstorben. Dann sagen die, der war kerngesund. Ist innerhalb von wenigen Tagen gedroppt im Sauerstoff, ist in der Sepsis verstorben, hat ALDS gehabt. Und ist, ja, aber ist da muss man genauer reinschauen, wie sie handelt worden sind und so weiter, wie man da Panik geschoben hat, wie man da... Ja. Andere, ja, woran liegt es denn? Jetzt wird man logisch denkend sagen, ja, selbstverständlich liegt es daran, bei so einem Virus, weißt du, normalerweise, wie gesagt, wenn du einen Ebola-Ausbruch hast, ja, dann äußert sich das bei fast jedem gleich. Beim SARS-CoV-2 haben über 90% nichts Dramatisches und dein kleiner Prozentsatz wird eingeliefert. So, aber wenn ich jetzt die Viruskonzentration erhöhe und das hat man nachweisen können, ja, wenn ich jetzt... Welchen Virus? Den du mit PCR getestet hast, die nicht validiert ist? Ja, Moment. Wo Drosten aufgrund von den Berichten in den sozialen Medien. Deswegen, du hast ja den Nachweis. Du hast ja den Nachweis auch ohne deine Sequenzierung. Du hast ja den Nachweis allein vom Elektronenmikroskop vom SARS-CoV-2-Virus. Gibt es ein Bild? Kann ich dir schicken? Ja, siehst, toll. Ich kann dir auch ein Foto schicken und sagen, das ist jetzt SARS-CoV-2. Und du kannst es anzünden. Woher soll ich wissen? Und da auch nochmal, jetzt lass uns mal zu den Ansteckungs... Wenn du ein Bild hast von was ich dann auf ein Nährmedium geben kann und was ich anzüchten kann mit Wirtszellen und kann es... Ja, und das ist der zytoplasmatische Effekt, da gibt es auch wieder keine Kontrollen. Weißt du, was der zytoplasmatische Effekt ist? Von deinem Test?
Nein. Der, aber okay, jetzt lass uns. Was meinst du mit sympathischem Effekt? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Was meinst du damit? Ja. Der zytopathische Effekt ist halt, wie gesagt, ist einer, der, wie man ein indirekter Virennachweis, da geht man halt ja. in eine Zellkultur den angeblichen Virus rein und das Absterben dieser Zellkultur deutet man als Anwesenheit des Virus. So. Verständlich, weil Viren die Fähigkeiten haben, Zellen zu töten. Weswegen ja. man sie versucht in der Krebs, übrigens nicht besonders erfolgreich, ja, man versucht es in der Krebstherapie zu nutzen, dass man sagt, hui, können wir die nicht so programmieren, dass die Viren auf die Krebszellen losgehen und nur die dann, ja, quasi nur die infiltrieren, nur die töten. Und das hat sich als mäßigen Erfolg bis jetzt nur herausgestellt. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Man hat auch versucht, Erbkrankheiten bei Kindern, wo ein Enzym fehlt, das zu ersetzen. In Versuchen, indem man sagt, wir bauen. Aber aber lass uns nochmal beim zytopathischen Effekt bleiben. Und da auch, wie gesagt, wenn du das mit Piebald und Enders anschaust, Piebald und Enders haben diesen zytopathischen Effekt, haben da auch einen Nobelpreis für bekommen, dass dadurch, durch diesen zytopathischen Effekt, dass es dadurch, ich glaube auch, ja, für das Masernvirus, die haben für den Nachweis mit dem zytopathischen Effekt des Masernvirus, wenn ich richtig auf die Reihe kriege, haben sie einen Nobelpreis bekommen und haben selbst gesagt, wir müssen das überprüfen. Und wenn man es überprüft, dann ist das alles hinfällig. Und sie haben es danach, wurden sie dann widerlegt. Man hat dann genau die gleichen Experimente, die sie da gemacht haben, man hat die wiederholt und hat dann das, was angeblich der ansteckende Virus sein soll, hat das rausgelassen und ist genau das Gleiche passiert. So, das heißt, man hat halt einfach das Experiment mit leichten Variablen durchgeführt und es kam genau das gleiche Ergebnis raus. Und das ist das, was ich sage. Bitte? Wer hat einen Nobelpreis für was bekommen? Die Peebles und Enders. Franklin, Moment, wie hieß der? Franklin Enders. Oh. John Franklin Enders. Der hat wie gesagt, ist schon 2 Jahre her, wo ich mir das alles angeschaut habe, kann ich dir alles genau zuschicken. Das ist der sogenannte zytopathische Effekt, wo sie mit angeblich Masern nachgewiesen haben. Und die haben kurz danach wurde das Experiment, was sie da durchgeführt haben, wurde nochmal durchgeführt und wurde widerlegt. Sie haben selbst in ihren Paper geschrieben. Was haben Sie herausgefunden? Sie haben gesagt, so von wegen, wir haben ja eine Zellkultur, das ist angeblich das Masernvirus. Und wenn wir das in eine andere Zellkultur geben, stirbt diese Zellkultur ab. Der Masernvirus bringt diese Zellen zum Absterben. So, das haben sie herausgefunden. Das ist dann der zytopathische Effekt. So, aber wenn man dieses Experiment nochmal macht. Ja, klar. Ja. Genau, aber nochmal, wenn man dieses Experiment nochmal, wenn man das wiederholt mit der Variable, wir machen sozusagen das, was wir reingeben, dann nehmen wir das, was wir als Virus deuten, nehmen wir raus. Dann kommt genau das gleiche Ergebnis. Dann stirbt auch die Mikroorganismen in der Petrischale, die sterben genauso ab. Das heißt, wir haben genau das gleiche Ergebnis mit unterschiedlichen Variablen und damit ist das Experiment falsifiziert. Damit ist die Hypothese falsifiziert. Ja, aber wenn du jetzt sagst, okay, hat man das in vitro gemacht, dass man die gleichen. Das hat man alles in vitro gemacht, ja. Okay, aber wie erklärst du jetzt, also gab es dann diese Kontrollgruppen, wo man gesagt hat, das hatte das gleiche Ergebnis, der gleiche Zelltod ist eingetreten, auch ohne den Erreger drin. Ja, das hat man dann da gemacht und trotzdem hat man es immer wieder gemacht, hat man immer den zytopathischen Effekt das hat man immer wieder genommen, um einen ansteckenden Virus nachzuweisen, aber man hat niemals Kontrollen ausgeführt, weil man sich so sicher war, dass das alles schon stimmt. Man hat Kontrollen ausgeführt, die das gleiche Ergebnis hatten, oder hat man das jetzt nicht getan? Nein, das hat man bei Masern gemacht, man hat das falsifiziert, aber bei allen anderen Viren danach, egal ob es HIV war, egal ob es alle Viren, die danach kamen, man hat immer, wenn man einen Virusnachweis hat, bei allen Virennachweisen fehlen die Kontrollexperimente. Punkt. Also du meinst, bei allen Virennachweisen müsste ich auch, jetzt verstehe ich, auf was du hinaus willst. Das heißt, du sagst ganz klar, ich müsste jetzt auch 10 Gesunde von der Straße hernehmen, wenn ich jetzt 10 Patienten habe, die Symptome haben
und müsste bei denen auch ein HIV. Jetzt nehmen wir HIV, ELISA, Westernblot machen. Nein, das überhaupt nicht. Das nochmal. Du bist zwei Schritte weiter. Du kommst mit dem Test. So, der Test, der muss erstmal validiert werden. Wir müssen ja den Test, da müssen wir erstmal auf ein HIV-Virus oder auf ein SARS-CoV-2-Virus. Achso, du rechnen. Bist und wir müssen. Ich verstehe, die Genomsequenzierung selber, sagst du, ist nicht korrekt. Genau. Genau. Egal, was da, also egal, jetzt verlassen wir mal die Elektronenbilder, die Elektronenmikroskopbilder weg und sagen, okay, die errechnen das Genom, das Virusgenom, also doppelsträngig, einsträngig, RNA, DNA, da gibt es ja sieben, acht Klassifikationen, wie sich das in mRNA umsetzt, das ist ja die Baltimore-Klassifikation, die da meist hergenommen wird mittlerweile. Das heißt, da sagst du, sagst du nur diese Sequenzierung ist verkehrt, das kann ja sein, dass die nicht immer so gemacht wird, wie es sein sollte. Oder sagst du, nee, es gibt den Erreger gar nicht. Weißt du, was ich meine? Nochmal. Es gibt da kein Genom, was zu sequenzieren wäre. Das würde ich jetzt nein, mal gerne wissen. Da sage ich halt auch, wenn man da was nachweisen will, dann muss man eine sauber wissenschaftlich vorgehen. Und das machen wir, indem man Kontrollen durchführt. So, und mein Argument ist halt einfach, man hat halt diese Genomsequenzierung, man nimmt halt im Fall von SARS-CoV-2, man hat nur eine einzige Probe genommen, hat daraus das Genom berechnet, aber wenn man Proben von gesunden Patienten nehmen würde oder von AIDS-Patienten, sogenannten AIDS-Patienten, man würde genau das gleiche Genom errechnen können. Naja, aber jetzt ziehst du mal andersrum auf. Wenn du jetzt sagst, du hast, und jetzt sagst, ich soll nicht den Schritt überspringen, aber ich kann ja genauso, wie du sagst, das ist ja eine eigene Sendung, wo du sagst, das kann man wirklich sagen, dass man sich nur darauf konzentriert, warum machen die keine Kontrollgruppen, haben die da Angst vor, was ist der Grund dafür? Ja? Aber du kannst sagen, ich kann auch einen Schritt weitergehen und zurückgehen. Du kannst sagen, wenn ich jetzt 3000 HIV-Patienten habe, die auf diese Antigentests und Antikörpertests anspringen und die Gesunden, ja, die es ja auch viele gibt, die schon mal einen Test gemacht haben, aus Angst, sich infiziert zu haben. Da habe ich ja mit Sicherheit in dem Sinne hier eine Kontrollgruppe, die auch sich haben testen lassen. Und die haben es auch wirklich alle nicht bekommen. Und wir reden jetzt vor der Hart-Therapie, also vor der hochaktiven antiretroviralen Therapie, sondern wo es da noch keine gab und auch kein Vakzin, nichts. Aber da ist doch bei HIV, da ist doch die Hypothese, dass man HIV-positiv ist und in 10 oder 100 Jahren dann AIDS bekommt. Nicht in 10 oder 100 Jahren. Das war, wie war das früher? Ungefähr 10, 15 Jahre spätestens brach AIDS aus. So wie bei Freddie Mercury beispielsweise. Ja, der wusste das auch, dass er Freddie Mercury hat ACT bekommen. Nee, das ist so. Und wenn du jetzt sagst, warum liegt das? Das Immunsystem funktioniert nicht mehr. Nee. Ja, die versterben ja dann. Diese Zellen werden ja getötet. Das normale Immunsystem, da sind wir doch hoffentlich einig, bei AIDS funktioniert nicht. Die versterben dann an Erkrankungen, die sie nie bekämen, hätten sie das HIV-Virus nicht. So, und wenn ich jetzt sage, Lass uns auch wieder bei HIV, bei den Grundlagen anfangen. Kennst du den Gottlieb? Wenn jetzt alle in dem Westernblot negativ sind, die es auch wirklich nicht hatten und auch nie AIDS entwickelt haben, weil du musst ja denken, es gibt ja auch ein Leben ohne Labore. Es gibt das eigentliche Leben, findet ja in den Kliniken, Praxen statt mit den Kranken. So, und jetzt ist keiner von denen, die negativ waren, krank geworden. Aber alle, die diesen Westernblot positiv und ELISA positiv hatten, würden, oder fast alle, wie gesagt, es gibt ja immer dann ja nur 100% Sensitivität, Spezifität, wo hast du das schon? Ja? Das sind dann 99, oder 98. Und jetzt sagen wir mal an, aber die fast alle sind da positiv getestet, die entwickeln auch AIDS. Untherapiert, ohne antiretrovirale Therapie. Dann sagen andere, du, das ist Beweis genug. Ja, wenn nur die auf den Antigen-Antikörpertest, das sind Eiweiße, da reagieren die Antikörper drauf, das haben diese Patienten, die anderen reagieren nicht und die anderen versterben nicht an AIDS. Dann ist das ein Nachweis. Wenn wir uns den anschauen, der für HIV einen Nobelpreis bekommen hat, der angeblich das Virus entdeckt hat, Gallo, heißt der, wie hieß der? Robert Gallo. Robert Gallo heißt er, genau. Robert Gallo, der hat selbst von 72 AIDS-Patienten hat nur 46 einen positiven HIV-Test. So, oder auch andersrum, wenn du dann hingehst, es gibt keine Studien,
Es gibt keine Langzeitstudien darüber, ob jemand HIV-positiv und ob da HIV-positiv ist und AIDS bekommt. Da steht zum Beispiel hier, das habe ich unserem gemeinsamen Freund auch zugeschickt, von der AIDS-Hilfe Österreich. Noch immer ungeklärt ist die Tatsache, ob eine Infektion mit HIV zwangsläufig zu AIDS führen muss. Unklar ist auch, welche Faktoren das Virus angeregt und in seiner Aktivität verstärkt wird. So, bla bla bla. So, und da ist halt auch, das ist ja auch Carrie Mullis. Carrie Mullis, hast du vielleicht sein Buch gelesen? Nein, leider nicht. Carrie Mullis, super, super spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Er glaubt zwar an ansteckende Viren, aber der ist auch hingegangen. Man ist ja damals, erstmal ist das, wenn wir jetzt über HIV sprechen, fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Der Gottlieb, weißt du, den Michael Gottlieb in L.A., weißt du, wie das anfing mit AIDS? Meinst du jetzt den Patienten, sozusagen den ersten dokumentierten Fall? Tatsächlich Zero, genau. Ja. Weißt du, wie es anfing mit Gottlieb? Jetzt, ich weiß, dass es den gab, aber was jetzt genau, was ist jetzt die Besonderheit? So, und deswegen, also ich bin ja immer gerne radikal und gehe zum Anfang. Und bei HIV, wenn ich da auch zu Anfang anfange, da ist Anfang der 80er, gab es in L.A., hat der Michael Gottlieb, der war da in so einem Krankenhaus in L.A., der hatte fünf Männer, wo er davon ausging, dass das eine neue Krankheit ist. So, und wenn man sich das mal anschaut, was da in der CDC in seinem Report darüber geschrieben hat, hat geschrieben, the patients did not know each other and had no known common contact or knowledge of sexual partners who had similar illnesses. So, und dann two of the five reported having frequent homosexual contact with various partners. All five reported using inhalant drugs, and one reported parental drug abuse. So, das heißt also, tut mir leid für mein schlechtes Englisch, das heißt also, er hat fünf Patienten gehabt, davon haben alle Drogenmissbrauch betrieben, alle haben also Drogen inhaliert, ja. Und nur zwei von den fünf hatten sexuellen Kontakt mit mehreren Partnern. Ja, das kann auch, das Virus wird ja auch übertragen. Dann nochmal, wenn du sozusagen, das ist das sogenannte Clustering. Man geht hin, schaut, ob Leute ob sie gemeinsame Faktoren haben. Und hier hat man gesehen, wir haben fünf Homosexuelle, die haben irgendwelche komischen Symptome, die angeblich neu sind. Aber das ist halt auch bei HIV oder bei AIDS haben wir ja knapp 30 Symptome, die eigentlich, wenn du einen positiven HIV-Test hast, dann bist du mit Tuberkulose, ist der Tuberkulose auf einmal HIV. Wenn du einen negativen hast, ist es Tuberkulose. Und da gibt es 30 andere Symptome, die einfach andere Krankheiten sind, die umetikettiert worden sind. Und wie gesagt, aber hier, um nochmal bei Gottlieb zu bleiben, du hast fünf Homosexuelle, wovon alle Drogenmissbrauch betreiben. Ja, aber bitte? Das sind ja beides mögliche Übertragungswege für das Virus. Nochmal, stopp. Warum gehst du direkt vom Virus aus? Wir sehen halt einfach, fünf Leute sind krank. Wenn wir davon ausgehen, fünf Leute sind krank und wir nicht wissen, ob das ein Virus ist oder ob sie von den Drogen oder irgendwas krank geworden sind oder alle das Bein gebrochen haben oder einen Unfall hatten oder irgendwas vorher. Man muss ja schauen, was haben die alle gemeinsam und denen danach gehen. Ja, natürlich. Aber das sind ja Viren, die bekanntermaßen, das ist ja Nochmal, wir sind gar nicht bei Viren. Wir haben fünf neue Leute und sehen, die haben irgendwas, die sind irgendwie krank geworden. Warum kommst du direkt auf Viren, wenn du es nicht weißt? Genau. So, was haben die für Symptome? Was haben die gemeinsam? Und dann wird man sie untersuchen. Und dann wird man natürlich feststellen, wie du sagst, die hatten Kontakte zu Männern sexuell oder sie haben intravenös Drogen konsumiert mit theoretisch verunreinigtem Besteck, denn man ahnt ja bereits, dass ein Virus, wenn es nicht Aerosole sind, guck mal, Katharina, wie sehr du jetzt auf Viren versteift bist. Wenn sie einfach ganz normal Pop-Pass konsumiert haben, Drogen geschnüffelt haben, inhaliert haben,
Wenn du davon sozusagen kommt, sagst, davon du kommt HIV nicht. Nicht über nein, die Luft. Aber nochmal, warte. Wir gehen einfach hin, wir haben 5 Leute, die haben irgendwelche, die sind krank. Und du siehst, alle haben Drogenmissbrauch, alle haben Drogen geschnüffelt, Poppers geschnüffelt. Und du siehst, nur 2 davon sind promiskuitiv. Was gehst du mehr nach? Die Wahrscheinlichkeit ist doch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit ist 100%, dass es von den Drogen herkommt. Die Wahrscheinlichkeit ist nur, Virus, ist ja. nur, was ist das, 2 von 5? Ja, aus dem Tierreich. Das ist ja kein neuer, in dem Sinne nicht neu. Das ist ja eine Übertragung, wie es fast immer ist. Wie gesagt, auch SARS-CoV-2 ist eine Übertragung. Ob das Labor jetzt zwischenmodifiziert hat oder nicht, es bleibt ja ein Virus aus dem Tierbereich. So, nochmal, woher willst du wissen, dass das ein Virus ist? Weil man das anhand der Untersuchung des Virions, der... Nochmal, stopp. Wir haben 5 Homosexuelle, die krank sind. Woher willst du wissen, dass das ein Virus ist? Weil man sie untersucht hat. Und man, mit sich... Man hat ja klar, du konntest ja das elektronenmikroskopisch auch sehen. Nein. Man hat ja das Virus, hat man erst Jahre danach gefunden. Und nochmal, das will ich sagen. Und da bist du jetzt auch gerade total ideologisch. Das ist auch unser gemeinsamer Freund. Wenn du siehst, dass derselbe Erreger wie bei den Schimpansen zuvor, bei den Menschenaffen, natürlich immer wieder Mutationen durchläuft, ja, und dann sich an gewissen Stellen Unterschiede aufweist. Aber das handelt sich um. Woran sehe ich es? Es ist ein Retrovirus im Sinne von, dass es das liegt in einer einsträngigen RNA vor, die allerdings doppelt vorliegt. Nochmal, das wussten wir da alles, das wussten wir gar nicht alles. Doch. Wir sind, das HIV-Virus hat man erst Jahre danach gefunden. Nein. Das HIV-Virus ist aus dem Tierreich bekannt gewesen. Das war nur nicht auf den Menschen übergegangen. Da kannte man es nicht. Und dann hat man gleich gedacht, okay, ja, das muss einen Übertragungsweg gegeben haben. Junge Männer, homosexuell, es muss wahrscheinlich ein Kontakt zu Tieren stattgefunden haben. Aber nochmal, das wusste man. Man hatte auf einmal 5 Leute, die krank waren. Und das ist das sogenannte Clustering. Man schaut sich an, wir haben Leute, die sind krank und schaut dann, was haben sie gemeinsam. Und wenn man sieht, was haben sie gemeinsam? Man hat eine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass es mit den Drogen zu tun hat und nur von 40%, dass das mit Sexualkontakt zu tun hat. Und trotzdem, und das sage ich halt, da sieht man, wie die ideologisch die da drauf sind, weil sie da sich dann nur auf den Sexkontakt und auf Viren gestürzt haben, sieht man, dass sie alle anderen Gründe außen vor gelassen haben. Und das ist halt auch, weißt du zu der Zeit, was mit der CDC war? Du vergisst wieder die Klinik. Du kannst ja sagen, ich habe hier 5 Patienten, die sowas haben die denn gehabt? Wie kommen noch die mal, denn? Nochmal, das wäre genauso wie, ich habe 5 Leute, sie sind alle übergewichtig. Ich stelle die Theorie auf, du hast 5 Leute, die sind alle übergewichtig. Jetzt mal angenommen, HIV außen vor, wir haben 5 Leute, die sind alle übergewichtig. Und du siehst, alle fressen ohne Ende Schokolade. Alle sind schokoladensüchtig. Aber 2 von denen haben ganz viel Sexualkontakt. Und dann sagst du, aber das hat nichts mit der Schokolade zu tun, sondern weil sie Sexualkontakt haben. Ich stürze mich nur drauf. Ich will nur das sehen, was ich sehen will. Und das andere blende ich aus. Ja, aber so ist es ja nicht. Du hast ja nicht irgendwie... So war es da doch. Hat man sich das angeschaut, ob das von den Drogen... Kann es von den Drogen kommen? Kann es von den Drogen kommen oder nicht? Nein. Das, was die klinisch gesehen haben, ist keine Krankheit, die du bekommst, wenn du dir, keine Ahnung, irgendeine Droge injizierst. Das sind ja andere. Mit einer Droge bringst du dich ja dann entsprechend mit der Droge um. Beispielsweise Heroinüberdosis. Das sind ja... Aber weißt du, was Poppers sind? Meinst du, wenn man einen nihilistischen Lebensstil hat, wo man über Jahre lang ganz, ganz viele Drogen konsumiert, Poppers, die damals komplett neu waren, man hat gar keine Langzeitstudien, man weiß gar nicht, was das mit dem Körper macht. Meinst du, davon kann man nicht krank werden? Doch, aber du vergisst bei all diesen Diskussionen
blendest du einfach mal ganz klar die Klinik aus von den Leuten, also die Erkrankung. Wie haben sie das denn festgestellt, dass da irgendwas beim Menschen entstanden ist? Ja, aber jetzt sagen wir, auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist das, was du einfach wegschneidest, bei allen Diskussionen über jeden Erreger. Dass du sagst, ja, was hatten aber die denn? Aber woher willst du wissen, dass das ein Erreger ist? Wir sehen halt einfach, wir haben fünf Leute und wir schauen, was haben die gemeinsam? Wie gesagt, wenn wir fünf dicke Leute sehen und sehen, die essen alle gerne Schokolade, alle essen gerne Schokolade, aber nur zwei haben davon vögeln gerne viel rum, dann sagst du, die sind dick, weil sie so gerne rumvögeln. Nein. Du machst ja Untersuchungen, du nimmst ja ein Labor, okay? Du bestimmst bei kranken Patienten, komme ich jetzt mit einer schweren Pneumonie ins Krankenhaus, dann wird bestimmt, wie sind meine Leukozyten, was ist CRP? Ja, wie sind ihre Werte? Wie ist der Blutdruck? Du nimmst ja klinische Daten auf, so. Und schaust dir an, hat der Körper da irgendwas identifiziert als Entzündung, dann steigt der CRP-Wert, dann steigen die Leukozyten. Was ist im Körper hier los? Ja? In welcher Anzahl sind die gestiegen? Sind wir schon in Bereichen, wo man sagen kann, ui, ja, da muss der Körper massiv abwehren, irgendwas stört den Organismus. Soweit sind wir uns doch bitte einig. Und wenn ich jemanden habe, der AIDS erkrankt ist, ja, was die ja damals waren, als das auffällig wurde klinisch, sicher in der Latenzzeit hat es keiner gemerkt. Sondern es muss ja eine, dann bricht die eigentliche Immunschwächekrankheit durch, die dann eben diese dramatischen Bilder produziert hat. Ja, dass diese abgemagerten, dann mit diesen speziellen Flecken von, und ja, es sind ja viele Dinge, die da leider dann entstehen im Organismus des Menschen. Vor allen Dingen kann er nichts mehr abwehren. Ja, da hat massiv eingeschränkte Immunabwehr. So, und was machen die jetzt? Die sagen jetzt, ja, jetzt untersuchen wir den. Du nimmst jetzt ein Blutbild und stellst jetzt fest, was ist hier los? So, und jetzt siehst du da dramatische Abfälle. Hier stimmen die Zahlen nicht mehr. So musst du dir das vorstellen. Sie sagen, du hast keine Ahnung, was los ist, aber du hast das klinische Bild und du hast die Labordaten. So, du siehst, was im Blut nicht stimmt. Ganz umgangssprachlich formuliert. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich untersuchen, was könnte der haben? Ja, und dann fangen sie an, die Tests zu machen aus dem Blut der Erkrankten. Ja, wie das jetzt übertragen wird, dann hast du recht, fragst du, ja, wir sind alle homosexuell, kommt jetzt beim Fragebogen raus. So, wir haben uns mal was gespritzt, weil Blut, also das ist tatsächlich so. Ja, also das im Laufe der letzten 80 Jahre ist klar, wenn du was hast, was Blut und Sperma übertragen wird, ja, das auf was deutet das wohl hin? Ja, das wird ein Virus sein. Und dann nochmal. Hältst du es für möglich, dass das, was man damals bei den fünf Homosexuellen gesehen hat, dass es was anderes als ein Virus war? Ja, bis zum Nachweis des Virus sehe ich nur, was es klinisch anrichtet. Es zerstört mir das Immunsystem des Patienten. Und ja, siehst du. Deswegen. Wir sehen halt einfach, und da ist halt auch, das wollte ich nochmal ausführen, wenn natürlich, das ist das Spannende, damals, lass mich ausführen, bitte. So, wenn man sieht, dass damals zu der Zeit die CDC, das hat auch Kerry Mulle, schreibt das in seinem Buch, der schreibt, die CDC war, die ist ja 1950 oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie gegründet worden, und dann waren sie Anfang der 80er Jahre, hat man gesagt, ja, wir haben jetzt keine Krankheiten mehr, so, wir können die eigentlich schließen. Man hat die ganze Zeit auch an einem Krebsvirus geforscht und hat kein Krebsvirus gefunden. Das verlief halt alles in den Sand. Und deswegen stand die CDC kurz davor, dass die geschlossen wird, dass man denen das ganze Geld weggenommen hat. Und was brauchte man? Man brauchte einen neuen Virus. So, und was hat man dann? Hat man natürlich fünf Homosexuelle gehabt, da haben wir gesagt, oh, die haben jetzt was Neues. Ach nee, Drogen sind das bestimmt nicht. Die sind zwar alle Drogenkonsumenten, aber das ist bestimmt ein neues Virus. So, und Mulles hat dann beschrieben, über Nacht haben dann alle Krebsforscher, die an Krebsvirus geforscht haben, wurden dann auf einmal zu AIDS-Forschern. Hä? Unter anderem auch der größte Betrüger, Anthony Fauci, der dann als Pionier der HIV-Forschung geehrt wurde. Also vom Fauci halte ich selbstverständlich nicht wahnsinnig viel, aber das kannst du dir vorstellen aus anderen Gründen. Das ist natürlich ein ähnlicher Fall wie Christian Drosten. Aber was meinst du? Aber ich verstehe jetzt den Zusammenhang zwischen den ersten AIDS-Patienten nicht und dem Fauci und diesen Forschern. Ich verstehe es jetzt nicht. Nochmal. Wenn du natürlich
eine Umgebung hast, wo dieses CDC kurz davor ist, also man ist kurz davor, denen das Geld abzuziehen, weil man sagt, hier, das bringt überhaupt nichts. Ihr sucht seit Jahrzehnten, sucht ihr ein Krebsvirus und ihr findet keinen. Deswegen, ihr werdet bald alle arbeitslos werden. Es gibt Forschungen zur Bekämpfung von Krebs mit Hilfe von Viren. Meinst du das? Nein, das kannst du bei. Es gibt ein schönes Buch von Peter Duisberg, Inventing the AIDS Virus oder The AIDS, Inventing AIDS heißt das, genau. Und er beschreibt sehr, sehr schön die ganze Geschichte der Virologie. Ist auch sehr, sehr schön. Und dann beschreibt er da halt auch, wie er hat selbst an Krebsviren geforscht. Und man musste sich dann irgendwann eingestehen, Krebs natürlich. Angeblich, es gibt ja angeblich ein paar Krebsarten, die von Viren erzeugt werden sollen, aber man hat das irgendwann verworfen und hat gesagt, nein, das stimmt. Beispielsweise das Gebärmutterhalskrebs kommt. Ja, ja, HPV, aber HPV, jetzt lass uns nicht über HPV reden, aber man hat gesagt, so von wegen Brustkrebs oder irgendwie sowas soll durch Viren kommen oder so. Davon ist man damals ausgegangen, man hat nach Viren gesucht, man konnte da keine Viren finden, man hat das nicht wissenschaftlich belegen können. Beispielsweise auch aus einem langjährigen Hepatitis. Ja. So, okay, auf jeden Fall, um das nochmal auszuführen, man hat damals diese Krebsforschung mit Viren ist halt im Sande verlaufen, da hat man keine Ergebnisse geliefert. Das stimmt ja gar nicht, das stimmt ja überhaupt nicht. Nein, ja aber lies es gerne bei Duisberg nach oder bei Terry Mullis. Hast du, ich kann's nur empfehlen, wie gesagt, lies es gerne bei Duisberg oder Terry Mullis nach. Wir haben die Möglichkeit, dass Enzyme in den Wirtszellen, also ja, in dem Sinne, die das Wachstum der Zelle hemmen, auszuschalten, indem sie ihr eigenes virusspezifisches Genom kodieren mit Hilfe der Wirtszelle. So, und damit schalten sie. Welches Genom, das errechnet wurde? Nein, das Genom, was sichtbar ist und nicht nur unter dem Elektronen, auch unter dem Transmissionselektronenmikroskop, mit dem du es übrigens noch besser sehen kannst. Ja, ich kann alles fotografieren. Ich kann alles fotografieren und sagen, das ist hoch ansteckend, das ist kein Beleg. Nee, na, aber Entschuldigung, wir reden hier von einer Klinik und versuchen, das sind. Du kannst es doch sehen, dass das Virus sowohl im Patienten als auch in vitro die Fähigkeit hat, bei einer gesunden Zelle diese Enzyme, also, sonst würde ja gar keine HIV-Therapie funktionieren. Warum überleben die denn jetzt alle? Ich meine, warum kann Magic Johnson noch fröhlich über den Platz laufen? Das hätte der wahrscheinlich, Entschuldigung, zu Lebzeiten von die Merkel ist nicht gekonnt. Weil es einfach diese. Erstmal, du weißt, dass Freddie Mercury ACT bekommen hat, oder? Er wird sterben. Er hat es gewusst, natürlich. Und warum hat er das gewusst? Weil er wusste. Wer wusste, Freddie Mercury wusste, dass er sterben wird? Ja, selbstverständlich. So, und wusstest du, wie er behandelt wurde? Was hat er bekommen? Ja, es gab keine antiviralen. Doch, natürlich, meine Liebe, tut mir leid, du bist da offenbar nicht informiert. Er hat AZT bekommen. Ja, aber doch weißt nicht du, was AZT ist? Ja, aber doch nicht die Kombitherapie, von der wir heute reden. Warum gibt es denn die Kombitherapie? Aber er hat doch, und das war, Freddie Mercury war ja einer der Ersten, der hat eine ACT, eine hochgiftige Dosis bekommen und dann ist er ganz schnell an dieser ACT-Therapie gestorben, hat man gesagt, oh, das ist ein ganz, ganz schlimmer Virus und wir müssen da, dann hat man die ganze Panik verbreitet. Dass Hunderttausende, Millionen Todesopfer von AIDS alle an irgendeiner Therapie verstorben sind, wenn meinst du das ernst? Nein, das ist doch, das kannst du auch nachschauen, das gehen die selbst öffentlich zu. Nein, also du kannst nicht, das kannst du nicht sagen. Die haben ja AZT, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das anschaut, die haben das vorher hochdosiert gegeben und haben nachher gesehen, Moment mal, woher willst du wissen, dass sie nicht an der Therapie gestorben sind, sondern an dem Virus? Ja, weil ich das nachweisen kann. Ich kann es zum A der klinischen Erkrankung nachweisen, die immer gleich verläuft. Ich kann es am Blutbild zeigen und ich kann es extrahieren aus dem Blut mit Hilfe von Antigentests, Antikörper nachweisen. Ich kann es mit einem Hilfe eines Bildes machen. Ich kann es mit Hilfe der Aufnahme. Nochmal. Wir haben kein
wie können wir ein Virus nachweisen? Das ist wieder genau das Gleiche. Ich zitiere nochmal, was ich... Wenn du sagst... Professor Sänger, das Zitat habe ich auch eingeblendet. Bitte? Sagst du auch, Viren haben, wenn Viren für dich nicht existieren, ist ja klar, dass du dann nicht gelten lassen willst, dass Viren onkogene Eigenschaften haben, dass Viren Enzyme ausschalten, anschalten, dass sie zu unkontrolliertem Zellwachstum führen können, wenn sie ihre eigenen onkogenes Genom einschließen. Wenn du sagst, es gibt ja, klar, das sind alles unbewiesene Hypothesen. Ich möchte halt erstmal einen wissenschaftlichen Nachweis haben. Ich möchte Kontrollexperimente haben. Und wie gesagt, darf ich mal vorlesen? Die muss ich unterscheiden. Ich bin ja ganz bei dir, wenn du sagst, hier ist was und da werde ich mich auch selbst mit befassen, mit dieser Sequenzierung und dem Alignment, was sie da tun und was der Drosten da gemacht hat und gesagt hat. Aber es geht doch darum, du hast eine Klinik. Du hast ja ganz andere Nachweise jetzt, außer... Aber das ist ja bei AIDS, man hat halt einfach nur einen positiven HIV-Test. Man sagt ja, die Leute bekommen irgendwann, zuerst hat man gesagt, 2, 3 oder 5 Jahre und nachher waren es 10 oder 20 Jahre, wo man sagt, die bekommen dann irgendwann AIDS. Man hat eine Hypothese aufgestellt und da ist halt da Carrie Mullis, das wollte ich auch nochmal sagen, Carrie Mullis ist hingegangen, der musste ein Paper schreiben, so von wegen, er musste ein Paper schreiben, HIV führt zu AIDS und hat er gesagt, ja, ich bin Wissenschaftler, ich brauche irgendwelche Belege. Ist auf Konferenzen gegangen, hat alle Wissenschaftler, alle Luc Montagnier, Gallo, Fauci, der hat alle gefragt, ich brauche eine Referenz dafür. In welchem Paper habt ihr nachgewiesen, dass HIV irgendwann zu AIDS führt? So, und irgendwann hat er gesagt, they don't have it, die haben keinen Nachweis dafür. Das stimmt nicht. Das kannst du das Virus war ja bekannt, aber wenn du natürlich sagst, es gibt keine Viren, ja, aber worüber reden wir? Aber das habe ich doch gerade vorgelesen, da schreibt selbst die HIV-Hilfe Österreich schreibt das. Na, was, das ist HIV ja. Nicht? Hä? Onkogene Viren nicht gibt, was übrigens... Ja, nein, nochmal, warte. Es ist eine unbewiesene Hypothese, dass, wenn du einen positiven HIV-Test hast, dass du dann irgendwann AIDS bekommst. Da gibt es keine Studien zu. Weil man jeden, der einen positiven HIV-Test hat, weil man denkt, das ist ein ganz, ganz ansteckender, tödlicher Virus, wir müssen alle direkt mit Medikamenten zuballern. Also jemand, der untherapiert HIV infiziert ist, wird auch irgendwann an AIDS versterben, ja. Bullshit. Aber dann zeig mir, wo gibt es denn die Patienten, die nicht die Medikamente bekommen haben? Von HIV, also von AIDS weltweit, oder? Bitte? Wie viele Todesopfer wir haben, wie viele Menschen an HIV respektive an AIDS verstorben sind. So, ich darf nochmal vorlesen, was Heinz-Ludwig Sänger schreibt. Haben, was die für einen Nachweis haben, serologisch, das ist ja auch klar. Und wie die sich angesteckt haben, fast alle, und dass alle die gleiche Geschichte haben und entweder... Bullshit, Unsinn. Unsinn. So, und da ist halt auch, deswegen, wir drehen uns im Kreis, wenn wir vorher anfangen, natürlich, es bezweifelt keiner, dass die Leute sterben, dass sie dann irgendwie einen Test haben mit irgendwie einem Hokuspokus-Test, der nichts sagen ist, man muss schauen, ist dieser Test validiert? Und da, Katharina, warte, ich bin dran. So, Professor Heinz-Ludwig Sänger, Träger des Robert-Koch-Preises und emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie. Der hat 40 Jahre lang hat der an Pflanzenviren geforscht und Viroiden. Das sind die kleinsten Partikel, die es gibt. Korrekt. Ja, so, da hat er 40 Jahre lang dran geforscht, ist also absoluter Experte, was die biochemische Charakterisierung von Mikroorganismen angeht. So, und er hat selbst gesagt, so von wegen, der hat im Vertrauen in die Wissenschaft, dass das alles irgendwie richtig geht, hat er die Existenz von HIV hat er einfach akzeptiert. Hat er nie wirklich angeschaut, hat sich nie wirklich die Studien angeschaut. Aber als er dann in Rente gegangen ist, hat er 3 Jahre lang alle Publikationen sich angeschaut und hat dann geschrieben, das HIV wurde bisher nie nach den Kriterien der klassischen Virologie isoliert, gereinigt und charakterisiert. Mir scheint hierbei das Zusammenwirken mehrerer Komponenten eine Rolle zu spielen. Stark ausgeprägtes Wunschdenken, Zwang zu schnellen Publikationen und unvollständige Ergebnisse,
stillschweigendes Akzeptieren auch zweifelhafter Daten, vor allem wenn sie aus etablierten und einflussreichen Laboratorien kommen. Die Akzeptanz der Zuverlässigkeit indirekter Methoden, solange es sich um modernste Labortechnik handelt, und schließlich oberflächliches Lesen und Bewerten der Publikation nach dem Motto, es wird schon stimmen, wenn es aus der Gruppe X kommt, und zuletzt halt die Geringschätzung der klassischen und sehr arbeitsaufwendigen und zeitintensiven Methoden, die als altmodisch und unzeitgemäß bewertet werden. So, und da ist genau das, was du die ganze Zeit anführst. Du sagst auch, ja, wir haben doch Antikörpertest und den Test. Du gehst auch davon aus, dass diese indirekten Methoden irgendwie zuverlässig sind. Aber hast dir niemals die Grundlagenpapiere angeschaut? Im Moment Grundlagenpapiere. Du bezweifelst ja, dass es das Virus überhaupt gibt. Da muss man ja jetzt... Ich habe, Herr Sänger sagt, es wurde niemals, man hat niemals ein Virus isoliert und charakterisiert, so wie er das... Das ist ja vollkommen jedes Virus isoliert, was du... Die sind ja untersucht bis Ultimo. Wir haben das Robert-Koch-Institut, wir haben Pasteur-Institut, wir haben alle angeschrieben und die sagen alle, wir haben keine Virenisolate. Die haben keine Virenisolate. Punkt. Was ist mit Tollwut? Tollwut. Die Erkrankung ist im Griff. Tollwut. Bei Tieren. Wenn ich mit einem Tier spiele, was auf einmal zufällig ist. Hast du dir die E-Mails angeschaut? Das habe ich ja alles verlinkt. Tollwut habe ich mir nicht angeschaut, kann ich mir auch gerne anschauen. Ich habe mir HIV angeschaut, ich habe mir Masern angeschaut, ich habe mir SARS-CoV-2 angeschaut und niemals gibt es ein Virenisolat. Niemals. Also du kennst die Erkrankung Tollwut bei Tieren, dass man da vorsichtig sein muss. Aber lass uns nicht Tollwut bevor wir sind bei SARS-CoV-2, wir sind bei Masern, wir sind bei HIV. Wir machen jetzt nicht noch zig andere Viren. Schau mal, es gibt ja auch Influenza. Es gibt Rabiesviren, das ist Tollwut beispielsweise. Ja? Das ist jetzt nicht wie Tetanus. Tetanus ist ein Bakterium. Stellst du das, jetzt mal ganz blöde Frage, stellst du das jetzt mit Penicillin und den Bakterien und der Forschung und den einzelnen Haemophilus influenza, also um nur ein Bakterium zu nennen, oder Streptokokken, Staphylokokken, Verursacher Angina und was es alles gibt, Virionen, ja, also die ganzen, unsere ganzen Bakterien, die uns so ein bisschen landesgeläufig sind. Stellst du das auch in Frage? Auch was die Therapeutika und Nachweise angeht, die ja sehr ähnlich sind wie bei den Viren. Liebe Katharina, ich denke, tut mir leid, ich glaube, du bist da nicht in der Lage zu differenzieren. Es ist halt einfach die Therapeutika, die Behandlung, das kommt ganz zum Schluss. Man muss sich erstmal anschauen, wenn die Leute irgendwie wenn sie eine Klinik haben, wenn man hingeht und sieht, sie sind irgendwie krank, dann testet man sie mit irgendeinem Test und sagt, die haben jetzt Masern, die haben jetzt HIV, die haben SARS-CoV-2. Ich sage, diese Tests sind schon unzuverlässig. Diese Tests sind nicht validiert und die ganzen Grundlagen von dem, dass es Ansteckungen gibt, es gibt da keine wissenschaftlichen Beweise für. Wenn du Penicillin anschaust, die Entdeckung, weißt du, wie das entdeckt wurde? Der Zufall? Nein. Da brauchst du keine validen Tests. Das siehst du ja an deinem Reagenz. Das waren Bakterienkulturen. Ja, Jetzt lass uns nicht über. Wir springen, wir sind nicht mehr am Springen. Wenn du das Gleiche anlegst, ja, kannst du sagen, es war eine Bakterienkultur, die hat man vergessen. Dann kommt ein Pilz, ja, das ist ein Pilzbefall. Dann hat der gesehen, als der aus den Ferien wieder nach Hause kam, wo sind denn die Bakterien um den Pilz? Die sind ja weg. Das war die Penicillin-Entdeckung, die tatsächlich Millionen Menschen das Leben gerettet hat. Ist ja toll, wenn ich eine Atombombe... Deine Sekundärkultur? Wo ist jetzt deine Kontrollgruppe? Das heißt doch, nochmal, du kannst offenbar nicht... wenn ich natürlich irgendwo... Es ist bezweifelt ja keiner, dass da irgendwas im Körper funktioniert, nur ob das, deswegen, das ist, was wir vorher gesagt haben, oder dass im Körper irgendwas abläuft. So, da ist nur die Frage, das, was man im Körper da als Mikroorganismen sieht, ob sie von außen kommen oder ob sie exogen oder endogen sind, ob sie von außen kommen oder ob der Körper, ob da ein Selbstheilungsmechanismus abspielt oder ob es halt
andere Gründe hat. Und ich sage die ganze Zeit, es ist nicht exogen. Das nimmst du, also wenn du Tetanus bekommst durch einen rostigen Nagel. Ja, jetzt, Katharina, tut mir leid. Wir springen jetzt erst, jetzt HIV, aber jetzt Tollwut, jetzt kommt so Penicillin und Tetanus. Wir können nicht jedes Thema aufmachen. Bei allen Themen ist es das Gleiche. Du hast doch selber gesagt, wir haben Krankheitserreger, wir haben Parasiten, wir haben Bakterien, Viren stellst du in Frage oder vielleicht, dass Bakterien auch nicht von außen kommen. Aber dann wird nach deiner These würden ja sämtliche krankmachenden Erreger, zwar abgesehen von welchen Nachweisen und wie sie sind, ist völlig egal. Einfach von der Klinik her sagst du, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Organismus, dann ist das, kommt das vom Organismus selbst. Ohne Fremdeinwirkung. Genau. Das ist deine Behauptung sozusagen. Nein, das ist nicht meine Behauptung. Für deine Behauptung, dass es von außen kommt, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Da haben wir 1,5 Millionen Euro ausgelobt. Fast vier Jahre habe ich mir ganz, ganz viele Studien, alle Studien dazu angeschaut. Wie gesagt, vor allem zu SARS-CoV-2, zu Masern, zu HIV. Und ich sehe, überall ist gefuscht ohne Ende. Überall sind wissenschaftliche Standards nicht eingehalten. Punkt. Ja, aber wenn es um so Grundsatzfragen geht, ob Erreger von außen kommen, das ist natürlich schwer haltbar, warst du schon selbst schon mal krank? Ich meine es ernst. Hast du schon? Ja, natürlich, natürlich. Ich war krank, das kann ich dir gleich, wenn die Kamera aus ist, kann ich dir mal ein bisschen was erzählen. Ein gutes Beispiel, wenn ich einen rostigen Nagel drehe, bekomme hinterher Symptome des Wundstarkrampfes, dann würdest du als Arzt mir sagen, das hast du nicht vom rostigen Nagel, das kommt von dir selbst. Dann siehst du ja, das war der rostige Nagel. Aber wieso? Jetzt lass uns nicht mit... Wenn ich habe eine Verletzung und du hast mich jetzt nicht gefragt und ich sage dir nicht, dass es ein rostiger Nagel war, dann siehst du doch, das meine ich ja, dann siehst du eine Klinik, dann siehst du mich mit schweren Symptomen, dann siehst du mich mit Krämpfen, ja, was auch immer es sein würde. Ich habe schwere klinische auffällige Symptome, neuronale Symptome, muskuläre Symptome und dann sagst du dir, was hat die denn? Was willst du jetzt als erstes machen mit mir? Ja, wer sagt denn, dass das irgendwelche Bakterien sind? Das ist ja, dann einfach ein Nagel und eine Wunde gewesen. Aber ich habe ja offenbar... Nein, aber du würdest mich doch untersuchen, du würdest doch versuchen, rauszufinden, warum hat sie das und ich nicht? Ja. Was für ein Erreger verursacht das? Und in dem Rahmen machst du ja auch Anamnese. Aber warum bist du wieder beim Erreger? Kann das nicht einfach der Nagel sein? Weil uns pathogene Erreger krank machen. Du bist total dogmatisch dabei, liebe Katharina. Du hast offenbar dir niemals die Grundlagen angeschaut, weißt nicht, was Genomsequenzierung ist, weißt nicht, was ein zytotopischer Effekt ist, trotzdem die ganze Zeit davon Ansteckung aus und dass das alles belegt ist. Du hast dir die Grundlagen offenbar niemals angeschaut, gehst aber trotzdem davon aus, dass das alles valide ist. Genau das, was Herr Sänger sagt. Das stimmt nicht, das sage ich nicht. Ich sage, ich kann dich verstehen, wenn du sagst, ich möchte da Kontrollgruppen haben. Das gilt auch für Studien. Das gehört sich auch so. Aber ich kann wegen so etwas nicht in Frage stellen, ob es ein Genom gibt. Weder vom Menschen, noch vom Virus, das kann ich nicht. Also das eine kann ich nicht aufs andere beziehen. Ich kann nicht sagen, natürlich, und das ist halt, sobald du Kontrollen durchführst, dann siehst du, dass deren Hypothesen falsifiziert werden. Punkt. Ja, aber die Klinik belehrt dich ja eines Gegenteil. Warum funktionieren wir nicht? Nochmal. Die Klinik, es bezweifelt ja keiner, dass die Leute krank sind. Es bezweifelt ja keiner, dass die Leute krank sind. Nur die Ursache ist eine andere. Die Ursache ist nicht, dass es ein Virus ist, was von außen kommt. Und jetzt lass uns nochmal über Ansteckungsexperimente sprechen. Wait a minute. Glaubst du, das Genom, was die da sequenzieren, nehmen wir an von dem gesehenen Virion in der Flüssigkeit der Pflanze? Ja? So, und das versuche ich jetzt, dann sehe ich, oh, das ist DNA, RNA oder ich sehe die Helix. Das sieht ja aus wie der menschliche, das sieht ja aus wie beim Menschen. Ja, das ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Eine Basenpaarung, Adenin, Thymin, respektive Uracil bei der RNA, Cytosin, Guanin. So. Und das sehe ich jetzt auch beim Virus.
dann kannst du ja nicht sagen, nee, das ist kein Genom. Kannst du nicht sagen, das stimmt nicht. Nochmal, wenn ich das Genom mit allen anderen Proben, auch von Leuten, die nicht krank sind oder eine andere Klinik haben, wenn ich das genauso errechnen kann, dann ist das Genom Unsinn. Das kannst du nicht errechnen, du kannst es doch auch in Versuchen, du liest es doch ab, du musst es ja vervielfältigen, um es überhaupt zeigen zu können. Sonst würde dir die sämtliche PCR oder auch... Ich schicke dir das gerne alles zu, dass die Wissenschaftler das alles geschrieben haben, dass die sagen, sobald man Kontrollen durchführt, zeigen die Kontrollen, dass das alles vorne und hinten nicht stimmt. Die falsifizieren ihre eigenen Hypothesen. Aber dann würdest du ja auch sagen, dass hier, wenn ich am Tatort jetzt Spuren finde, Fingerabdrücke und ich, ja, oder Blutspuren, ja, Spermaspuren, die werden ja auch sequenziert. Da wird mit Hilfe der PCR werden da Nachweise erstellt, indem man sie vervielfältigt. Das gleiche macht man mit Viren auch. Man liest die ab, die Erbinformation. Ja, und vervielfältigt es so, bis ich was in der Hand habe, was benutzbar ist. Dann müsstest du ja auch sagen, das kann man bei Kriminalfällen nicht machen, da habe ich keine Kontrollgruppe. Das kannst du ja nicht sagen. Dann könntest du ja keinen einzigen Täter mehr überführen. Aber nochmal, du musst doch halt, bevor du dann da irgendwelche, oder? Von einem Verbrecher irgendwelche Blutspuren nimmst, dann musst du ja erstmal wieder auf den Test, dann musst du falsifizieren. Und ich hab mich jetzt nicht mit Kriminologie, also mit da irgendwie... Du sequenzierst ein Genom. Das ist ja das gleiche Prinzip. Das ist ja dieselbe Polymerase-Ketten, Chain Reaction, die du in dem gleichen Verfahren auch hast. Du machst ja nichts anderes. Du versuchst, Genabschnitte zu vervielfältigen, um jemanden zu identifizieren. Und das machst du im Täterbereich und das machst du im Erregerbereich. Ja, ob ich jetzt einen Täter suche oder einen Erreger, ist dasselbe. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, wenn ja, du sagst, aber... Ja, wie gesagt, ich schicke das gerne nochmal alles zu, überprüf das alles, ob das vernünftig wissenschaftliche Standards entspricht und dann kannst du gerne selbst sehen, ob das valide ist oder nicht. Was ich meine nur, Jens, halt die Genomsequenzierung, die ist ja beim Menschen da, das meine ich, weißt du, die kann ich ja machen, sobald ich eine Nukleinsäuren habe, ja, die Bausteine, da, dann kann ich in dem Sinne die PCR machen, dann kann ich die Amplifizierung machen und dann sehe ich natürlich auch mein Genom vor mir. Das Spezifische für jeden einzelnen Menschen oder für die Viren ist ja viel kleiner. Der Mensch hat ja ein viel größeres Genom als ein Virion. Na, das ist ja ein Witz dagegen an Größe. Aber verstehst du, was ich meine? Aber das ist doch vom Prinzip her immer das Gleiche. Ja, wie gesagt, was halt so Täterbestimmung angeht, ich bezweifle auch, dass das zu validen Ergebnissen führt, aber das müsste ich mir nochmal genauer anschauen. Aber lass uns das Thema jetzt abschließen, lass uns nochmal kurz über Kontrollexperimente sprechen. Du hast ja das Imperial College hast du angeschaut, du hast halt auch gesehen, dass es da keine Kontrollgruppe gibt. Ich vermute, wenn ich das sagen darf, da gebe ich dir recht. Das finde ich, das ist absolut nicht seriös, auch zumindest nicht nach den Qualitätsstandards einer Studie, die man von einem der sogenannten 10 besten Universitäten der Welt erwarten würde, als was das gelistet ist, ja, das nur nebenbei. Und auch die mit so viel Geld dann eben ja, subventioniert wird, kann man nicht nachvollziehen. Ich selbst würde jetzt sagen, es ist nicht gewünscht, das eben valide zu machen. Warum? Weil man dann vielleicht theoretisch ganz salopp gesprochen den nächsten Winter, den nächsten SARS-CoV-2, Omikron oder beziehungsweise die Variante, welche auch jetzt immer gerade im Umlauf ist, nicht mehr nutzen können. Weil wenn das klar ist, ja, ich habe hier eine Erkrankungsrate und eine Infektionsrate, wie gesagt, das muss man unterscheiden, von 0,5 respektive 50%. So, also jedes Mal die Hälfte. Die Hälfte infiziert sich höchstens in einem Raum oder sogar in der Inokulation, indem ich es einbringe, die Tröpfchen, und die Hälfte von denen erkrankt. Die infiziert sind, von denen erkrankt auch nur die Hälfte. So, dann die Manifestationsindex. Das heißt, ich nehme, gehe davon aus, sie sind infiziert und da wird nur die Hälfte krank. Dann können ich sämtliche Maßnahmen nicht aufrechterhalten. So, und da ist halt auch,
Es kann ja auch sein, dass es der Nocebo-Effekt ist, dass wenn natürlich halt, wenn jemand die ganze Zeit da im Raum liegt und man sagt dir so von wegen, das, was man dir jetzt reinträufelt, das ist jetzt hoch infektiös und du wirst bestimmt krank und wirst vielleicht auch sterben, aber du machst das hier für die Wissenschaft, dann denkst du natürlich, dann kannst du alleine durch deine Gedanken krank werden. Und das ist genau das Gleiche, wo ich auch sage, die moderne Wissenschaft, die kennt nur Materie. Geist, also dass der Körper, dass es Körper, Geist und Seele ist, kennen sie gar nicht. So, und deswegen ist die ganze Wissenschaft halt einfach eindimensional ohne Ende und die haben nicht verstanden, was Krankheit bedeutet. Und wenn sie nicht verstehen, was Krankheit bedeutet, ist jede Prävention, jede Behandlung kann nicht der richtige Weg sein, wenn man nicht verstanden hat, wo es herkommt. Darf ich? Ich gebe dir so weit recht, dass du hast vollkommen recht. Der Nocebo-Effekt, Placebo-Effekt. Du kannst beide nehmen und kannst sagen, hat natürlich enorme Auswirkungen. Ja, aber Moment. Ja, und so, wenn ich das mal selbst sagen darf, stimme ich dir vollkommen recht. Und auch Nocebo-Effekt ist definitiv nachweisbar. Ja, im Sinne von, also du kannst jetzt auch sagen, hatten die Kontrollgruppen, ja, aber du hast viele Studien gehabt, wo das definitiv eine signifikante Rolle gespielt hat. Was man den Patienten erzählt hat, oder wenn man sagt, hier Aspirin, man ist gewohnt, Aspirin hilft, und es hilft ja, jetzt sagen wir mal tatsächlich, ja, so, gegen Kopfschmerzen, und selbst wenn ich dann kein Aspirin bekomme, wird es mir wahrscheinlich besser gehen. Einfach, weil ich das, ja, die Psyche erinnert sich, die glaubt, jetzt bekomme ich das, aber was ich nur sage ist, das hat halt seine Grenzen. Fast jeder Krebspatient versucht es mit Meditationskassetten, ja, oder mit, selbst die sich keine Chemo geben lassen, das ist ja wieder ein ganz anderes Feld, ja. Wann die schadet und wann die nutzt. Das muss man immer fallabhängig sehen und krebsabhängig sehen. Gibt die, wo die völlig kontraproduktiv ist und lebensverkürzt, dann gibt es da, wo man sie unbedingt braucht, wie bei Leukämien, bei Hodgkin, ja, sonst kann man das nicht bekämpfen. Aber in vielen anderen Fällen sind sie lebensverkürzend. Aber jetzt sagen wir mal, niemand lässt sich behandeln und bekommt Krebs. Du kannst dann mit dieser Willenskraft und diesem gesunden Geist, gesunden Körper, kannst du, was meinst du, wie viele Fälle ich da auch selbst kannte, die dann mit einer riesen Metastasierung versterben. Und zwar fast alle. Ja, das heißt, du hast, und das ist genauso bei Viren, also bei schweren Erkrankungen kannst du irgendwann nichts mehr machen, indem du dir noch so einredest, ich bin gesund oder ich will kämpfen. Du hast gegen solche Gegner, solche Erreger, Krebserkrankungen keine Chance, die in so aggressiv vorgehen, dass kein Immunsystem der Welt sie momentan, zumindest nicht ohne Hilfe von Medikamenten, die es wahrscheinlich noch nicht gibt, bekämpfen kannst. Und da hört halt die Psyche auf. Und jetzt, also, und da auch, dass das Zweifel ist, wenn man bei Krebs die Ursache verstanden hat, natürlich, was du sagst mit Meditation und positives Denken und so weiter, das geht nicht an die Ursache, deswegen wundert mich das nicht, dass das nicht erfolgreich ist. Aber jetzt lass uns mal langsam zum Schluss kommen. Wir sind fast schon 3 Stunden dabei. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Nochmal zur spanischen Grippe. Spanische Grippe, du meinst, da wolltest du mir noch zuschicken, schickst du mir bitte zu, dass die spanische Grippe isoliert wurde. Du musst verzeihen, ich habe mich natürlich, die Videos sind ausführlich und ich habe das alles angeschaut. Nur natürlich sind da sind Themenkomplexe, habe ich wie so einem gemeinsamen Freund auch schon gesagt, da kannst du ein abendfüllendes Programm mit der spanischen Grippe, mit den siamesischen Zwillingen, mit HIV, mit der Geschichte der Virus, wie du sagst. Und jetzt aber natürlich, wenn du jetzt sagst, was wirklich interessant ist, solche Aussagen am Computer zu erstellen, ohne Kontrollgruppe und dann zu behaupten, und dann gibt es jemanden, der eine Probe anbringt von einem Gesunden, wo das dann ähnlich ist. Ja, das möchte ich gerne, diese Unterlagen hätte ich gerne. Wo ich sage, Moment, was ist da dran? Was machen die da überhaupt? Wieso machen die das so? Ja, das sehe ich ein, dass man sagt, das finde ich sehr, sehr irritierend von diesen Personen, wie, die Art und Weise, wie sie, Entschuldigung, es ist ja, ich meine, ein Genom hast, siehst du halt unterm Elektronenmikroskop. Und wenn ich es dann sequenziere, dass ich dann irgendwelche Tricks anwenden würde und Computerberechnungen, um das zu umgehen, dass man mir auf die Schliche kommen könnte, dass es den Erreger nicht gibt. Während ich dann ja weltweit so und so viele Fälle auf Intensiv habe, die alle dasselbe haben, klinisch, und auch lustigerweise dann sämtliche Tests,
die daraufhin entwickelt wurden, anschlagen, aber nicht bei den anderen, die es nicht haben. Dann muss man ja irgendwo schauen, wo ist da was faul. Ja, und da, da muss man sich dann speziell mit befassen. Siehst du, ja. Und auch der Fall, kennst du, den hast du bestimmt auch gesehen mit der Antarktisstation, mit den Forschern von der Antarktisstation. Ja, ja? Auf was willst du jetzt hinaus? Als welchen Beweis möchtest du das anführen? Wie kann das sein? So, warte mal. Antarktis. So. Kreuzfahrt. Daily Mail. Das ist halt, ich habe es ja in einem Video ausgeführt, so von wegen Forscher, ich glaube niederländische oder belgische Forscher, die sind halt in Holland negativ getestet worden, sind 10 Tage in Quarantäne gegangen, ja. Nach Südafrika, nach Kapstadt auch nochmal 14 Tage in Quarantäne, sind dann auf die Arktisstation gegangen, wurden dann negativ getestet und waren 40 Tage waren sie auf der Arktisstation. Auf einmal gab es da einen Corona-Ausbruch. Die Inkubationszeit ist höchstens 14 Tage bei Corona. Wie kann das sein? Wie kann nach 40 Tagen isoliert in der Arktis? Wie viele Personen sind anwesend in der Arktis? War einer weg? Verstehst du, was ich meine? Wie haben die sich alle benommen? Von was reden wir hier? Da muss ich ja nachvollziehen können, wer da war. 25, deswegen, aber es 25 belgische Forscher, genau. 2/3 haben, dann hat man nachher den Virus nachgewiesen. Und sie waren halt. Kann man das je verlassen? Da ist halt, ja gar in der Antarktis gibt es niemanden, wo sie sich anstecken können. Es ist sozusagen unmöglich, dass sie sich anstecken können. Und da gibt's so viele. Ja, ist doch klar. Ich frage nur nach. Da ist nicht einer mit dem Heli mal ausgeflogen worden oder so. Nein. Deswegen, das können die sich alle nicht erklären. Und dann auf einmal wurden die dann positiv getestet. Genau, ja. Alle. Oder nur einer? 2/3. Und mit welchem Test hat man das gemacht? Mit einem mehrere PCR-Tests. Hat man eine Kontrollgruppe gehabt? Ja, das ist doch die Kontrollgruppe. Wenn wir sagen, so von wegen, natürlich klar, du hättest eine Kontrollgruppe haben können, die wären, wenn sie auch krank gewesen wären. Aber nein, man hat keine Kontrollgruppe gehabt. Du sagst, es kommt von innen und die haben das selbst entwickelt. Entschuldigung, ich nehme jetzt die Hypothese, ja. Kein Erreger. Ja, dann könnte das ja sein. Ja, und das ist es halt auch, wenn du, und nach. Wie gesagt, ich sage nicht, dass ich weiß, wo das herkommt. Ich sage halt einfach nur, Viren, die Hypothese von ansteckenden Viren ist, wenn du dir die Geschichte anschaust, wenn du die anschaust mit... Die Symptome oder waren die asymptomatisch auf der Antarktis-Insel? Die waren symptomatisch, glaube ich halt. Aber schau es dir nochmal genau an. Auf jeden Fall nochmal, um es zusammenzufassen, jetzt sind wir gleich bei 3 Stunden. Ich sage halt einfach, die Hypothese von ansteckenden Viren ist weder mit Kontrollexperimenten wissenschaftlich belegt. Wir sehen halt den zytopathischen Effekt. Es gibt keine Kontrollexperimente bei den elektromagnetischen... Jens, letzte Frage. Und dann würde herauskommen, dass du... Lass mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir sehen zytopathischen Effekt, gibt keine Kontrollexperimente. Wir sehen bei der Genomsequenzierung, gibt es keine Kontrollexperimente. Wir sehen bei den EM-Bildern, gibt es keine... wirklichen Nachweise, also bei den elektronenmikroskopischen Aufnahmen. Man hat da irgendwas fotografiert, aber man hat keine Virenisolate. Da haben wir, ich führe das jetzt erstmal aus, ich will zusammenfassen. Und wir haben alle Ansteckungsexperimente, sowohl bei der spanischen Grippe als auch bei Corona, waren sie entweder nicht erfolgreich oder sie haben keine wissenschaftlichen Standards erfüllt. So, das heißt, die Hypothese von ansteckenden Viren ist nicht bewiesen. Man hat da keine wissenschaftliche Beweise für. Und die andere, deswegen, jetzt gibt es natürlich auch unser gemeinsamer Freund, hat immer gesagt, ja, was ist es dann, wo ich sage, ich kann nur vermuten, dass es eine Sache zwischen Körper, Geist, Seele ist. Aber um das zu erforschen, muss erstmal der Blick von Viren weggehen auf andere Gründe. Und solange man an diese Märchen glaubt, die nicht wissenschaftlich belegbar sind, werden wir niemals
niemals wirklich wissen, wo Krankheit herkommt. Wenn ich auch ein Schlusswort sagen darf, wenn du sagst Virenisolat, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt Pflanzen, die da alle krank sind, habe eine Flüssigkeit, Kontrollgruppe hin oder her. Ich sehe jetzt unter dem Elektronenmikroskop ein Gebilde, ja, mit diesen Stacheln draußen ein und dann irgendwas in dem Kern und dann noch irgend so eine Kapselhülle. So, und dann züchte ich damit Nährboden an und bekomme entsprechende veränderte Zellstrukturen und veränderte Zellen in meiner Kultur, die ich so nie gab. Dann von einem nicht vorhandenen Isolat zu sprechen, was ich aus der kranken Pflanze, Tier oder Mensch, die Flüssigkeit vor mir habe, das sehen kann, dass da kleinste, wir reden von einer Millionstel Millimeter, ja, wozu ich so ein Gerät brauche, wie so ein Mikroskop, um das dann auf Böden übertragbar ist, die ich anzüchten kann, die vorher nicht so aussehen, wie wenn ich das aufbringe. Dann zu sagen, ich habe kein Virusisolat, ist natürlich jetzt auch gewagt. Und aber nochmal, das ist der zytopathische Effekt, von dem du sprichst, da gibt es keine Kontrollexperimente, Punkt. Ja doch, ich habe ja die Platte daneben, die ich nicht damit infiziert habe. Das hat man ja nicht. Das hat man nicht gemacht. Und wenn man das macht, dann ist immer das gleiche Ergebnis. In Frank kannst du doch, nehmen wir an, du hast deine Nährböden. Du hast ja im Labor auch 10 Nährböden, auf die ich dann das Virus nicht gebe. Und die sehen ja dann auch entsprechend nicht so aus. Ja, genau wie, also verstehst du, was ich nochmal, ich schicke dir gerne das alles zu, schau das mal an, wenn man das wissenschaftlich macht, weil das, was sie da drauf geben, ist halt nicht nur das Virenisolat, sondern sie vermischen das noch mit Antibiotika und so weiter. Da ist noch ganz viele Chemikalien drin. Wenn sie aber dieses Virenisolat rauslassen und das ganz andere Gemisch drauf machen, dann passiert genau das Gleiche. Es hat also nicht mit dem Virenisolat zu tun. Ich habe jetzt einen Cousin, mit dem ich jetzt verbotenerweise was habe, ja, und bin homosexuell und ich versterbe genau wie er an einer Krankheit und habe keine Immunabwehr mehr, was man in meinem Blut und seinem Blut sehen kann. Und wir haben das gleiche problematische Blutbild, wir haben die gleichen, ja, unsere CD4-Zellen, CD8-Zellen, unsere ganze, wir haben das gleiche Krankheitsbild, wir haben den gleichen Hautkrebs, wir haben die Immunabwehr nicht mehr, wir nehmen dramatisch ab. So, und dann sagst du, und ich hatte einen Kontakt mit dieser Person. So, dann brauche ich doch, wenn du es so willst, jetzt hast du noch 5 weitere, bei denen das genauso ist. Und in den USA. Ja, dann sage ich, meine Theorie ist, sind Marsmännchen, die dich mit unsichtbaren Laserstrahlen aus dem Weltraum beschießen. Und dann sage ich, es gibt zwar die keine. Haben alle dasselbe weltweit. Die haben ja, genau, die beschließen. Das ist genauso ein Märchen, wie man uns das erzählt. Das ist halt irgendwas, was du nicht überprüfen kannst und die Leute glauben das blind. Deswegen, es sind die Marsmännchen. Punkt. Also wenn so, und die beschließen euch alle gleichzeitig, weil sie nicht mögen, dass du mit deinem Cousin schläfst. Also, wenn jetzt deine Frau, ja, oder dein Lebenspartner die gleiche Erkrankung hat wie hunderte, tausende andere Männer oder Frauen in anderen Ländern, die alle mit dem gleichen klinischen Bild versterben und jahrelang dahin siechen, dann würdest du doch sagen, ja, da wird es einen Zusammenhang geben. Alle haben eine gleiche Anamnese, Kontakt. Ja. Dann gibt es da wohl einen Erreger, der sich verbreiten kann. Nein, normal. Und deswegen, du gehst nur von Erreger aus, wo ich sage, wir schauen mal, vielleicht haben die gerade alle die Tagesschau geschaut mit Herrn Lauterbach, der sagt, wir werden alle sterben oder so. Man schaut einfach, was haben sie, und das ist das sogenannte Clustering. Man schaut sich an, wir haben die Leute mit den gleichen Symptomen und was haben sie für Gemeinsamkeiten, wo man sagen kann, das hat da und damit zu tun. Und du kommst die ganze Zeit immer nur an und sagst, es ist ein Erreger. Wo ich sage, wenn es ein Erreger ist, dann stelle ich die Hypothese auf, die ich testen muss. Und wenn ich sie immer teste und keine Kontrollen habe, und wenn ich Kontrollen durchführe und die Kontrollen zeigen, dass meine Hypothese nicht stimmt, dann muss ich sie verwerfen, dann ist sie falsifiziert. Also kann ich die Infektiologie abschaffen in jeder Klinik? Kleiner genau. Scherz. Das kann. Genau, sehr gut. Jedenfalls, ja. Überall, alle Infektionskrankheiten auf dem Prüfstand. Okay. Ja. Okay, alles klar. Also Katharina, we agree to disagree. Wie gesagt, ich schicke dir gerne nochmal die Sachen zu. Schau das mal in Ruhe an. Auf jeden Fall finde ich schön, dass man sich unterhalten kann. Die meisten Leute, die halten mich dann für komplett verrückt, weil ich sage, ich will wissenschaftliche Standards erfüllt sehen.
Nee, nicht in der, definitiv. Nur sage ich, du, man darf halt nicht alles andere übersehen, wo man sagt, man hat durchaus hier nicht nur Hinweise, sondern Tatsachen, die man nicht übersehen kann. Aber ich glaube dir, dass die teilweise Sachen machen, die eigentlich streng wissenschaftlich nicht durchgehen sollten. Und da muss man genau hinschauen, da gebe ich dir recht. Wenn da wirklich keine Kontrollgruppe ist, auch wie bei dem College-Ding, dann sage ich ja, wer soll das anerkennen? Aber dennoch kommt es ja mit der Klinik hin, dass sich die Hälfte wahrscheinlich gar nicht infiziert. Let's say, das Ergebnis der Studie mag stimmen, aber dass es streng genommen nicht wissenschaftlich gemacht wurde, zeigt nur, wie die arbeiten und dass das teilweise nicht seriös ist. Und das kann man nicht bestreiten. Alles klar. Also, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.